Ho, 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 einen schönen zweiten Weihnachtsfeiertag. Ihr seid wahrscheinlich alle auf YouTube und guckt es erst, wenn gar nicht mehr Weihnachten ist. Aber ich habe wieder einen schönen Gast mitgebracht als Weihnachtsgeschenk und wir reden über ein fröhliches weihnachtliches Thema, nämlich Krieg. Ja, absolut. Denn die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik hat ein sehr interessantes Paper veröffentlicht. Das heißt, den nächsten Krieg verhindern. Deutschland und die NATO stehen im Wettlauf mit der Zeit. Das wurde für die DGAP von Christian Mölling und Torben Schütz geschrieben. Doch erstmal, was ist die DGAP? Das ist ein sehr gut vernetzter Think Tank, in dessen Präsidium auch beispielsweise Katharina Barley oder Norbert Röttgen saßen und der von verschiedensten staatlichen Institutionen, so von verschiedenen Bundesregierungen, Bundesministerien, von der EU-Kommission, von der Europäischen Zentralbank und von sehr wenigen reichen Privatspendern finanziert wird. Also es Also ist da wieder mal so findet. ein Verein, den man selbst eigentlich nicht kennt, aber die kennen jeden, der die kennt. Also so ein bisschen wie bei Wirecard oder Jeffrey Epstein oder so, die plötzlich erst bekannt wurden, als sie die schlimmsten Verbrecher überhaupt waren, aber dann weiß man, oh, warte mal, die kannten ja irgendwie jeden. Also so ein Schattenoperator, ne? Ja, absolut. Also Arend Oetker ist da beispielsweise unter den größten Spendern oder die Open Societies Foundation, die Otto-Wolf-Stiftung, Robert-Bosch-Stiftung, die Stiftung Mercator. Also das ist auch eine große Stiftung, die zur Handelsfamilie Schmidt-Rutenbeck gehört. Also Oh, die die kenne Stiftung ich gar nicht. Was Mercator. machen die? Kann man sich alles angucken. Da kommt von mir. Ja, die finanzieren halt solche politischen Organisationen, beispielsweise wie die DGAP. Für sowas Also war doch das sind eigentlich einfach. mal die Anstalt zuständig, oder? Dass die da an so einem Brett stehen und dann so immer so Zettel runternehmen und sagen, gehört auch zu und der hat Kontakt zu und sowas, ne? Aber machen die irgendwie seltener inzwischen, ne? Ja, das ist ja, seitdem sie beim Ukraine-Krieg unkritisch geworden sind, schauen sie sich auch solche Netzwerke anscheinend nicht mehr an. Die Ich meine, waren was sie in diesem damals, Paper. die waren mal sehr kritisch, aber es gab eine verbotene Folge, ne? Wo sie, ich habe die noch gesehen irgendwann mal, wo sie damals, glaube ich, als das mit der Krim losging, da haben die, glaube ich, sehr viele Sachen gesagt, die man aus heutiger Sicht wahrscheinlich im Fernsehen nicht mehr sagen darf oder sollte. Und das ist denen, glaube ich, ziemlich auf die Füße gefallen, ne? Ich wäre so gespannt, wenn die heute noch so kritisch wären, ob man die dann offen absetzen würde. Ob man sich das dann trauen würde. Problematisch und so weiter, ne? Vielleicht die falschen Leute angegriffen. Also ich meine, man kann ja im Fernsehen große Menschengruppen einfach als Blinddarm bezeichnen und sagen, die sollen sich bitte abspalten, aber dann nur die richtigen Gruppen, ne? Ja, also die NATO darf man auf keinen Fall in Frage stellen, sonst steht man ja gegen Freiheit, Demokratie und ist ein Delegitimierer des Staates. Also so nennt der Verfassungsschutz ja mittlerweile jeden, der die Regierung kritisiert. Also soweit ist es ja mittlerweile. Ja, Aber ich aber glaube, das ist ein also anderes Thema, ja. ja, wo kommen wir hin ohne NATO? Also stell dir mal vor, ein europäisches Land ohne NATO, das ist ja pures Chaos, wie zum Beispiel Österreich oder Schweiz oder. Nee, Schweiz ist Schweiz in der NATO nicht, ne? Schweiz und Österreich nicht, nee. Nee, beide nicht, ne? Ja, Österreich, da hat man 1955 ein sowjetisches Verhandlungsangebot angenommen und die Neutralität in die österreichische Verfassung geschrieben. Und ja, es hat Österreich, wie wir gesehen haben, nicht geschadet. Es hat den Österreichern sogar eine Wiedervereinigung ermöglicht, die Jahrzehnte vor der Deutschen stattfand. Also auch Deutschland hätte das haben können. Dieses sowjetische Verhandlungsangebot, das gab es auch für Deutschland. Aber das wurde von der westdeutschen Regierung unter Adenauer damals abgelehnt. Du weißt echt wieder viele Dinge, ne? Jedenfalls, ich finde es immer so interessant, es gibt ja wahnsinnig viele solche Lobbyorganisationen und Thinktanks und so weiter. Und ich finde es immer so seltsam, wie Leute sich bei Werbung und sowas aufregen. Aber das ist ja im Grunde auch Werbung nur für Regierungen und nicht halt dafür, dass du dir irgendwie einen Joghurt kaufst oder so, sondern es ist ja Werbung dafür, dass du halt irgendwie zur Armee gehst und auf Leute schießt oder sowas. Und also eigentlich ja viel perfider, genauso machen ja Politiker auch nicht nur den Wahlkampf, den du siehst, sondern auch noch ganz viel verstecktes Zeug. Und man wird ja dann schnell in so eine Verschwörungsecke gestellt und aus irgendeinem Grund sind ja auch so bestimmte Figuren wahnsinnig beliebt, wie ein George Soros oder ein Klaus Schwab oder Bill Gates oder sowas. Ja, Die Wahrheit ist aber die Open leider. Society, darf ich da mal einhaken? Ich wollte nur sagen, die Wahrheit ist, es gibt Die ist. halt wahnsinnig viele solche Thinktanks und Organisationen. Das sind jetzt nicht nur diese drei oder vier und das sind auch nicht irgendwie die Juden oder irgend so ein Quatsch, sondern es ist einfach in unserem System gang und gäbe, dass total viele Organisationen im Hintergrund versuchen, ihr Interesse irgendwie durchzudrücken.
Und von wegen, die stecken alle hinter einer Decke, unter einer Decke, nicht unbedingt alle, aber also es passieren schon viele Dinge im Hintergrund und es gibt irgendwelche Treffen, von denen man weiß, wo man aber nicht weiß, was da geredet wird. Und eigentlich ist es ja Job von Journalisten, da mal ein bisschen reinzugucken. Würde ich mir mehr wünschen. Du wahrscheinlich auch. Absolut, absolut, weil du gerade George Soros ansprichst. Seine Open Society Foundation ist, wie vorhin ja schon gesagt hatte, unter den größten Spendern der DGAP in den Jahren 2020, 2021 dabei. Ich meine, was soll ich jetzt machen? Soll ich den Namen nicht vorlesen? Also von der Open Society Foundation, auch wenn sie ja bei Wikipedia aufgeführt ist. Also es ist ja albern, wenn wir einfach Spender von bestimmten Organisationen nicht mehr benennen dürfen und dann Ja. immer irgendwelche Schlagworte finden, um das zu diffamieren. Das ist, ja, dann können wir nicht mehr über die Realität sprechen, wenn wir anfangen, so zu diskutieren. Ja, also eigentlich sollte Ja. man sich vielleicht auch mehr darauf fokussieren, dass Milliardäre verdächtig sind und nicht wie das dir ja auch vorgeworfen wurde oder versucht wurde zu suggerieren, dass das an irgendeiner Religionsgruppe liegt oder so, weil die meisten Leute aus dieser Religionsgruppe, die eben nicht so reich sind, die können das ja gar nicht machen. Also die haben ja gar nicht die Verbindungen, aber als Milliardär kannst du, egal welche Religion du hast, dir einfach irgendwelche Stiftungen gründen und sagen, sorgt mal dafür, dass Leute das und das denken oder sowas. Also das lohnt sich ja anscheinend auch. Ja, absolut. Ja, in diesem Papier stehen nämlich echt heftige Sachen drin. Also was hier geplant wird, das ist nichts, was wir jetzt einfach so ignorieren können und was in den Medien auch meiner Meinung nach leider zu wenig rezipiert wird. Ich glaube, ich lese mal kurz den Einleitungstext vor. So. Okay. Also dieses Papier ist sehr stark gegen Russland gerichtet und es warnt davor, dass Russland in den kommenden Jahren ja zu einer Bedrohung werden könnte. Aber So, könnte es das Russland. nicht? Dazu kommen wir dann, dazu kommen wir dann. Okay. Russland stellt durch seine imperialen Ambitionen die größte und dringendste Bedrohung für die NATO-Staaten dar. Nach dem Ende der intensiven Kämpfe in der Ukraine wird Moskau 6 bis 10 Jahre benötigen, um seine Streitkräfte wieder aufzubauen. Innerhalb dieser Frist müssen Deutschland und die NATO ihre Streitkräfte zur Abschreckung und notfalls zum Kampf gegen Russland befähigen. Nur so können sie das Risiko für einen nächsten Krieg in Europa reduzieren. Und du hast gerade gefragt, ob Russland nicht eine Bedrohung ist. Und genau so wird in diesem Papier hier argumentiert. Es wird gesagt, Russland ist eine Bedrohung. Putin hat so eine nationalistische Ideologie, die besagt, dass er immer weitere Länder erobern muss und deswegen ist kein Frieden mit Russland möglich. Allein widerspricht das dem russischen Verhalten der letzten 20 Jahre. Also Russland hat beispielsweise in der Ukraine vor 2014 nie irgendwelche Anstalten gemacht, Gebiete aus diesem Land zu erobern. 2014, nachdem da ein vom Westen unterstützter Putsch stattfand, Russland sich dann entschieden, die Krim zu annektieren und ja, die ukrainischen Separatisten zu unterstützen, war aber nicht dafür, dass diese sich abspalten. Also Russland war dafür, dass die Ukraine exklusive der Krim in ihren Grenzen beibehalten bleibt und möglichst zu einem neutralen Staat wird. Das wollte die neue ukrainische Regierung, also zuerst unter Turchinow, dann unter Poroschenko, dann unter Selenskyj, wollten das aber absolut nicht. Deswegen, ja, hat Russland dann die Separatisten Anfang 2022 als eigene Staaten anerkannt, um in die Ukraine einmarschieren zu können und eine ukrainische Neutralität oder vielleicht sogar, das hat man sich vielleicht auch erhofft, einen russischen Satellitenstaat dort militärisch erzwingen zu können. Und ja, mittlerweile sehen wir ja, dass das die zentrale Bedingung von Russland ist, dass die Ukraine neutral wird. Wenn die Ukraine neutral wird, dann wird Russland auch diesen Krieg beenden. Ja, bist du sicher? Woher hast du das? Das sind die russischen Friedensbedingungen. Haben sie Die öffentlich lauten. gesagt und man kann denen da vertrauen, meinst du? Ja, was heißt, man kann denen vertrauen? Russland hat vor 2014 nie irgendwelche Anstalten gemacht, irgendwelche Gebiete aus der Ukraine herauszureißen. Erst 2014, als es dort zu einem Putsch kam. Das heißt, das russische Verhalten war immer eine Reaktion auf das immer weitere Vorrücken des Westens. Aber Und das könnte ja jetzt auch russische Propaganda von einem russischen Think Tank sein. Also wieso bist du dir so sicher, dass du da die richtigen Daten hast und nicht auch von irgendwem gesteuert würdest oder indoktriniert oder irgendwie sowas? es sind die offiziellen russischen Friedensbedingungen und die haben sich, ich hatte sie gerade gar nicht aufgezählt, die lauten Neutralität, Demilitarisierung, Entnazifizierung und Anerkennung der territorialen Realitäten. Diese Anerkennung der territorialen Realitäten, also die Annexion der ostukrainischen Oblasten, die ist dazugekommen. Russland war im Frühjahr 2022 noch bereit, ein Friedensabkommen ohne Annexionen zu schließen. Also Russland war im Frühjahr 2022 noch dazu bereit, gegen eine Neutralität der Ukraine seine Truppen wieder zurückzuziehen. Aber Das man wurde sagt hier aber ja auf immer, Druck dass des Westens verhindert. man sagt hier ja immer, dass sie lügen und man ihnen nicht vertrauen kann. Ja, aber die Version wurde ja mittlerweile vom ukrainischen Chef
Jetzt bist du kurz abgestürzt. Ich glaube, da hat jemand den Saft abgedreht. Vielleicht auch nicht. Das ist jetzt doof. Ja, ich Direkt glaube, am Anfang auch stetig. noch. Ah, warte mal, du warst kurz abgehakt. Ich sehe dich auch noch nicht wieder. Ich habe nur ein Wort gehört. Hallo? Vielleicht muss ich hier mal auflegen und den wieder anrufen. Ah nee, da ist er wieder. Okay, müssen wir die Stelle Du wahrscheinlich hattest. rausschneiden? Ja. Nee, du hattest einen Bildfehler und hast irgendeinen Internetabbruch oder sowas. Ja, ich habe dich die ganze Zeit gehört. Also wie gesagt, müssen wir die Stelle wahrscheinlich rausschneiden. Ist ja auch egal. An Ich kann welcher es aber noch mal Stelle? kurz wiederholen. Also Also diese Version, dass der Westen die ukrainischen Friedensverhandlungen 2022, dass der Westen Druck auf die Ukraine ausgeübt hat, damit diese die Friedensverhandlungen abbricht, die ist mittlerweile sogar vom ukrainischen Chefunterhändler, David Achamia heißt der Mann, bestätigt worden. Also diese Version, die wurde von so vielen Quellen, von Foreign Affairs, von Naftali Bennett, jetzt vom ukrainischen Chefunterhändler, unabhängig voneinander bestätigt, dass mir ehrlich gesagt, dass sich mir nicht erschließt, was denn sonst passiert sein soll. Also wenn das alle, die an diesen Verhandlungen beteiligt waren, mittlerweile offiziell bestätigen, was soll denn da sonst passiert sein? ja, aber die wollen ja die territorialen Realitäten nicht. Und man sagt ja hier, dass Russland die gar nicht zu stellen hat. Und sagt, nee, nee, ihr geht Ja, das einfach ist wieder schön, wenn raus und die man. Grenzen bleiben so und ihr könnt nicht einfach einen Teil von einem anderen Land nehmen. Also das ist schön, wenn diese Leute sich das im Twitch-Chat hier in ihrer Fantasie gerne vorstellen, aber dafür, für diese Fantasie müssen dann hunderttausende Menschen sterben und es ist ja dann trotzdem nicht möglich, diese Gebiete zurückzuerobern. Wir sehen ja, dass die Ukraine schlichtweg eine viel kleinere Bevölkerung hat als Russland, die sie dann an der Front verheizen kann. Also es ist ja völlig unrealistisch, dass die Ukraine diese Gebiete wieder zurückerobern wird. Aber ist es nicht, es gibt ja die Angst, dass sie dann weitergehen, dass sie dann sich noch ein Land nehmen. Wie ich gerade erklärt habe, ist das völliger Schwachsinn. Das entspricht überhaupt nicht der russischen Position der letzten Jahre. Also was Aber bist du als da sicher? Russland Weil es 2000. gab ja auch einige deutsche Politiker, die im Fernsehen gesessen haben und das gesagt haben und die haben gesagt, da wird mit den Säbeln gerasselt und der kommt doch nicht und dann kam er doch und. Na, das ist. Ja, ich habe ehrlich gesagt auch nicht damit gerechnet, dass Russland in der Ukraine eine vollständige Invasion im ganzen Land starten wird, aber. Nun haben wir nun mal diese Situation. Aber wie gesagt, Russland war 2022 bereit, seine Truppen komplett zurückzuziehen. Es war am Anfang überhaupt nicht russisches Kriegsziel, ukrainische Gebiete zu annektieren. Also das ist jetzt erst dazugekommen. Russland reagiert immer nur auf das, was die Gegenseite macht. Da steckt kein böser Masterplan dahinter, dass Russland am Ende plant, halb Europa zu annektieren. Also ich finde es auch immer lustig, dass die Leute, die sonst von Verschwörungstheorien reden, wenn irgendjemand mal die eigenen politischen Entscheidungen kritisiert, Russland hier gleich so einen riesigen, auf Jahrzehnte ausgestreckten Plan zur Annexion von Dutzenden Ländern vorwerfen. Also das finde ich schon mal ein bisschen absurd. Ja, ich verstehe deinen Punkt. Also ich verstehe den Punkt, dass man bei der einen Seite kritischer ist als bei der anderen. Mir sind die USA und Russland beide nicht sonderlich sympathisch in ihrer Außenpolitik. Weiß ich jetzt halt nicht, ob man. Also ich weiß, ich stelle eher auf einer anderen Ebene in Frage, ob wir überhaupt das wissen können. Also du kannst dir Ja, natürlich wahnsinnig viele schlussendlich Bücher wissen kann man durchlesen natürlich oder nicht. Paper oder sowas, Also. aber wir wissen ja nicht, ob jetzt. Mehr NATO oder weniger NATO oder ob Putin einfach gehen soll oder ob man sagen sollte, na gut, dann kriegst du halt die Krim, aber dafür lässt du den Rest in Ruhe oder also wie man jetzt verhandeln oder was man entscheiden sollte. Ich weiß halt nicht, ob wir beide das herausfinden können. Wir wissen, wie sich Russland in der Vergangenheit verhalten hat. Und wie gesagt, bis 2014 hat Russland keine Anstalten gemacht, auch nur irgendeinen Teil der Ukraine zu annektieren. Obwohl die Krim schon vor der Unabhängigkeit der Ukraine übrigens in einer Volksabstimmung entschieden hatte, dass sie aus der Ukraine austreten wollte. Also es gab schon, bevor die Ukraine überhaupt ein unabhängiger Staat war, eine große Mehrheit auf der Krim, dass sie eben nicht mehr zur Ukraine gehört. Und diese klare Mehrheit gegen die Ukraine, die hat Russland nie dafür genutzt, um dieses Gebiet zu annektieren. Also ganz im Gegenteil, Russland und die Ukraine hatten völlig friedliche Beziehungen bis zum Putsch 2014. Das war der entscheidende Bruchpunkt. Aber vielleicht Und war man ja sieht es auch die. in anderen Ländern, also auch. Vielleicht war das ja auch, dass man sich abspalten wollte, vielleicht auch von einem Think Tank gelenkt oder sowas. Vielleicht hat man da auch den Leuten erzählt, ihr wollt da nicht mehr sein, ihr wollt euch abspalten, wer weiß.
Also Russland hat garantiert auch solche Thinktanks und Amerika und wahrscheinlich die Ukraine Russland wahrscheinlich gab es auch damals noch gar welche. nicht als eigenständiges Land. Also, ja, kommt drauf an, wann du damals definierst, aber also du Das meinst. war 1991, noch bevor Russland und die Ukraine als unabhängige Staaten entstanden. Da waren das noch Sowjetrepubliken. Da gab es auf der Krim eine Volksabstimmung darüber, ob die Krim unabhängig sein will von der Ukraine. Aber ach, du meinst was Vorheriges. Ich dachte, du meinst dieses Maidan-Ding, was immer angebracht wird. Nee, das war ja durch Russland inszeniert, das war 2014. Ich rede von der Volksabstimmung 1991 und Russland hat das die folgenden 20 Jahre nie als Vorwand genutzt, um da irgendwas zu annektieren oder so. Ganz im Gegenteil, man hatte friedliche Beziehungen mit der Ukraine, man hatte einen Pachtvertrag für den Schwarzmeerhafen in Sewastopol. Also da hat Russland ja nie Anstalten gemacht und plötzlich, jetzt soll Putin so eine böse Ideologie entwickelt haben, die ja auch verantwortlich ist für die, also das habe ich im Paper der DGAP auch gelesen, für die beiden Tschetschenienkriege, wobei Putin weder beim ersten noch beim zweiten Tschetschenienkrieg russischer Präsident war. Also beim zweiten Tschetschenienkrieg, da war er Ministerpräsident. Aber es ist jetzt völlig absurd, was für Theorien hier gesponnen werden. Also dass Putins Ideologie jetzt verantwortlich sein soll für die russische Politik der vergangenen Jahrzehnte, die zumindest in Bezug auf die Ukraine völlig anders aussah als das, was wir heute sehen. Eben weil Russland meiner Meinung nach eben nicht aufgrund irgendeiner kruden Ideologie oder so handelt, sondern eben weil es ganz rational den Vormarsch des Westens verhindern will. Also du meinst die NATO-Osterweiterung, das hat die provoziert und sonst hätten sie das auch nicht gemacht, was sie jetzt gemacht haben. NATO und die EU, ja. EU auch. Ja, und auch die militärische Zusammenarbeit mit der Ukraine außerhalb der NATO. Also die NATO hat Ukraine die letzten 10 Jahre ja schon extrem stark hochgerüstet. Ja, also wir sind uns ja alle sicher, dass die Ukraine auf jeden Fall das Opfer der Nummer ist, aber du sagst halt, die sind ein Spielball zwischen den beiden, richtig? Also die USA schiebt die rein und Russland greift die dann an und dann ja, beide Seiten sagen, mach mal so, mach mal so und die sind irgendwie in der Mitte und kriegen es ab, ne? Ja, absolut. Aber Opfer, also solche moralischen Kriterien, die helfen uns nicht viel weiter, wenn es darum geht, Weltpolitik zu erklären. Also natürlich kann man jetzt sagen, Russland muss sich aus moralischer Sicht zurückziehen, weil es halt durch diesen Einmarsch, auch schon durch die Krim-Annexion 2014, das Völkerrecht gebrochen hat. Aber es gibt ja niemanden, der diese Moral durchsetzt. Also mit diesem Argument kann man jetzt ja Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschenleben dort zerstören, aber was an dieser Realität, nämlich dass Russland der Ukraine schlichtweg demografisch überlegen ist, etwas an dieser Realität ändern kann man ja nicht. Und ich bin auch der Meinung, und da kommen wir jetzt zu der nächsten bösen, bösen Verschwörungstheorie, dass es dem Westen auch gar nicht darum geht. Der Westen will die militärischen Kapazitäten Russlands dort verbrauchen. Das habe ich mir auch selbst nicht ausgedacht. Das steht in diesem Papier der DGAP tatsächlich so drin. Russland verbraucht in diesem Krieg, solange er weitergeht, seine militärischen Kapazitäten und gibt der NATO somit länger Zeit, um aufzurüsten. Ja, Und den eigentlich Zeitpunkt, verbrennen ab ja dem die beide NATO laut Seiten, diesem ne? Papier hier aufrüsten muss, Also wenn beide ja, Seiten der sich nicht gegenseitig erst. abknallen, dann gehen an beiden Seiten natürlich auch Sachen kaputt und Leute sterben. Ja, okay, aber Ukrainer sterben. Also noch keine Soldaten von irgendeinem NATO-Staat. Das heißt, einem Staat, von dem man nach Kriegsende gar nicht wissen wird, ob er neutral ist oder nicht, von dem sterben gerade ganz viele Menschen. Das heißt, die NATO, wird davon nicht groß geschädigt. Die gibt da nur Geld und Waffen dazu. Die Rüstungsindustrie macht ein großes Geschäft. Es wurde eine riesige Aufrüstung beschlossen. Man hat propagandistisch einen super Grund, um der Bevölkerung eine weitere Aufrüstung verkaufen zu können. Und wie gesagt, es sterben keine Soldaten irgendeines NATO-Staates. nee, aber also die verfeuern halt ihre Fahrzeuge und ihre Waffen, ne, und schießen Munition. Also Ja, Ressourcen und sind es ja trotzdem, wenn die, gleichzeitig ne? wird die Produktion hochgefahren. Ja, Ja. und genau darum geht es in diesem Paper der DGAP. Die Produktion an ja, Rüstungsgütern soll deutlich, deutlich erhöht werden. Wir haben laut der DGAP vom Ende des Ukraine-Krieges 6 bis 10 Jahre Zeit, damit ja, wir für einen Krieg gegen Russland gerüstet sind. Laut, Also es ich ist fand eine hier die These der Formulierung DGAP, krass. Ja, was ist die These? dass Russland plant, NATO-Gebiet anzugreifen. Ja, Also das Russland. wage ich ja mal zu bezweifeln, aber jedenfalls, ich fand hier diese Formulierung gut oder interessant, dass man zum Kampf gegen die befähigt. Das war so ein Moment, wo ich aufgeschreckt bin und dachte, wie notfalls zum Kampf gegen sie befähigen und so kann man das Risiko für einen Krieg reduzieren. Also man will einen Kampf ohne einen Krieg? Wie geht das?
Also ein militärischer Kampf ist doch ein Krieg, oder nicht, wenn er zu groß wird? Ja. Also im Grunde sagt dieses Ja, Paper, ja. aber wir müssen so stark sein, dass die nicht aufmucken können. Wenn wir einfach nur zehnmal Ja, so stark sind wie die, dann und trauen die sich das gar nicht, weil die wissen, dass sie verlieren. ja, es gibt auch ein ziemlich bizarres Interview von Christian Mölling, also einem der Autoren des Papers im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo er sagt, ja, wir müssen so stark aufrüsten, dass Russland auf jeden Fall uns nicht angreifen kann. Es geht aber nicht darum, militärisch stärker zu werden als Russland. Wenn man das als Referenz nimmt, dann müsste man sagen, okay, also allein die Militärausgaben der USA übersteigen die Russlands jetzt schon um das Zehnfache. Also eigentlich hätten wir ja dann schon fertig aufgerüstet. Nach der Logik müssten wir eigentlich abrüsten. Also das ist eine ziemlich absurde Rhetorik, die sich auch dauernd selbst widerspricht. Die NATO-Staaten haben jetzt schon mehr als viermal so viele Soldaten unter Waffen als Russland. Also schon jetzt ist die NATO Russland um ein Vielfaches überlegen. Da ist recht, wenn sich die NATO in einen Rüstungswettlauf begäbe, hätte Russland absolut keine Chance. Also das ergibt schon von vorne bis hinten keinen Sinn, diese Argumentation. Es geht hier tatsächlich darum, und das ist jetzt meine Analyse, das westliche Monopol auf Angriffskriege zu verteidigen. Also man will, dass die USA und ihre Verbündeten weiter in Länder überfallen können, ohne dafür von irgendwem herausgefordert zu werden. Dass aber Russland eben dies nicht ka machen kann. Denn Russland greift gerade in der Ukraine auch das westliche Monopol auf Angriffskriege an. Es ist das, was der Westen hier im Großen und Ganzen verteidigt. Ist es im Grunde ein zweiter kalter Krieg, wo man gegenseitig hochrüstet und dem anderen eine noch größere Pistole an den Kopf halten möchte? Du gibst ein sehr gutes Stichwort. Ja, das ist nämlich auch meine Befürchtung, dass sich diese Aufrüstung jetzt nicht nur gegen Russland richtet. Russland allein ist viel zu schwach, um einen langen Wirtschaftskrieg oder einen langen Rüstungswettlauf mit dem Westen irgendwie standzuhalten, sondern dass man sich damit auch gegen China richtet und Russland und China damit auch zusammentreibt, dass man also eine neue Blockbildung, einen neuen Kalten Krieg forciert. Das ist auch meine Sorge. Dieses Paper richtet sich sehr explizit gegen Russland und nicht gegen China. Aber ich befürchte, dass diese Aufrüstung sich sehr bald nicht gegen Russland, sondern auch gegen China richten wird. Ja, aber das kann man aktuell noch nicht so gut verkaufen, ne? Wenn du jetzt sagst, wir wollen die Chinesen irgendwie mit einer Waffe bedrohen, dann sagen Leute, hä, warum? Ne? Ja, also wenn die Nordatlantische Vertragsorganisation, also die NATO, im südchinesischen Meer irgendwelche Patrouillen fährt, dann wird auch, glaube ich, den meisten Normalbürgern klar, dass das nicht so ganz, keine so ganz defensive Maßnahme ist. Ja gut, also welchen Part von Paper willst du jetzt noch? Wollen wir das komplett durchgehen oder willst du auf bestimmte Nee, also die Stellen? groben Punkte, die hatte ich. Ein sehr interessanter Punkt, den ich jetzt auf jeden Fall noch vorstellen wollte, ist das sogenannte Resilienzpraktikum. Also dieses Paper will, dass wir mehr Resilienz zeigen, dass militärische Planung der NATO ja, Bestandteil unseres Alltags werden. Also dieses Paper will, dass wir in unserem Alltag, ja, dass beispielsweise Schüler militärisch irgendwie geschult werden oder was auch immer. Das Paper bleibt leider sehr im Allgemeinen, aber bei einem Punkt, da wird Hier? es konkret. Dieser Part Ja, hier? Resilienzpraktikum, das ist das ganz Dieses. letzte, das ist das letzte, ja, der letzte Abschnitt. Okay. Ich lese das mal kurz vor. Ja. Statt einer militärischen Dienstpflicht sollte es in den Bereichen, die für die Gesamtverteidigung relevant sind, ein verpflichtendes Praktikum für alle in Deutschland lebenden Menschen im Alter von 16 bis 5, von 18 bis 65 Jahren geben. Dies würde einen Anreiz schaffen, die für die Gesamtverteidigung wichtigen Bereiche in der Privatwirtschaft und Gesellschaft zu identifizieren. Deutlich würde auch, welche Tätigkeiten notwendig sind, um die Funktionsfähigkeit des Landes aufrechtzuerhalten. In diesem Feld kann jede Person die Rolle definieren, die er oder sie im Krisenfalle sinnvoll ausfüllen kann. Sprich, die Wehrpflicht soll wieder eingeführt werden. Aber es ist ja nicht, also es ist ja quasi noch eine erweiterte. Da kommen ja ältere Leute und Frauen auch wieder mit rein. Also es ist ja sogar noch mehr, aber dafür muss nicht jeder an die Waffe, sondern du, der Zivildienst ja auch nicht direkt, sondern man kann, wenn, das steht ja hier, dass du, ne, in der Privatwirtschaft, du kannst auch, man kann auch sagen, du gehst jetzt in eine Waffenfabrik oder irgendwie, oder was habe ich darunter zu verstehen? Ja, also ja, Resilienzpraktikum, also quasi eine Wehrpflicht, nur halt auf die gesamte Gesellschaft bezogen. Das heißt, du wirst nicht mehr nur zur Armee geschickt, das heißt, du kannst vielleicht auch gar nicht mehr so einfach verweigern. Also, wer weiß, ob du jetzt, wenn du Praktikum in einer Rüstungsfabrik machen sollst, wo dir gezeigt wird, wie du Bomben zusammenbaust, ob du das dann noch so einfach verweigern kannst wie die Wehrpflicht. Also das wäre dann rechtlich auch zu prüfen. Das ist eine, ja, ein weiterer Vorschlag zur Militarisierung der Gesellschaft und zur Ausweitung der Wehrpflicht auf noch andere Personengruppen. Also wenn jetzt eine Wehrpflicht neu einführen würde, dann müssten ja nur alle ab 18 Jahren diese Wehrpflicht einmal durchlaufen und dann wären die Jahrgänge ab dann einmal wehrpflichtig gewesen. Aber hier steht ja zwischen 18 und 65 Jahren. Das heißt, die Leute, die das in ihrem Leben noch nie gemacht haben, also die noch nie Zivildienst, noch nie Wehrpflicht hatten,
dass die dann eventuell auch zu diesem Resilienzpraktikum geschickt werden. Also Leute wie ich beispielsweise. Die Frage ist ja, was passiert, wenn du dich weigerst? Also ob du das kannst und was genau dieses Praktikum bedeutet. Also ob dein Resilienzpraktikum auch sein kann, dass du einfach einer normalen Arbeit nachgehst und den Unterschied gar nicht merkst vielleicht. Also wenn sie jetzt hier sagen, du sollst in wichtige Bereiche der Privatwirtschaft, wenn du jetzt weiß nicht, ein Krankenpfleger eh schon bist oder so und die sagen so, wir brauchen jetzt Krankenpfleger und die sagen, gut, du bist da schon, dann wird sich für dich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern, ne? Frage ist nur, was passiert halt mit Leuten, die bisher irgendwas machen, was da als unwichtig definiert wird. Also, ja, ich vielleicht zum Beispiel, ne? Ich werde dann Ja. vielleicht einfach eingesammelt und man sagt, nee, im Internet ein bisschen Sachen erzählen ist nicht so wichtig, ab in eine Fabrik oder sowas. Ja, also, Ja. und die Frage ist ja auch, für wen gilt das? Also, wahrscheinlich, wenn man jetzt hier, also hier steht natürlich Bereiche der Privatwirtschaft, Privatwirtschaft und Gesellschaft. Das heißt, ein Politiker könnte beispielsweise sagen, nee, nee, ich mach doch gesellschaftlich hier schon was, ne? Und der muss dann natürlich nicht das machen. Ein Politiker könnte sagen, ich sitze im Förderkreis Deutsches Heer, ich beteilige mich hier genug. Irgendwie sowas. Ja, aber es geht ja auch, wozu dieses Praktikum dient, zu den militärischen Planungen der NATO. Also Aber das ein steht ja in diesem Praktikum ist doch Paper eigentlich, drin. ist es definiert, dass das, man kennt das ja eigentlich als einen kurzen Zeitraum, dass man das, man macht das vielleicht für ein Jahr oder für ein halbes oder so. Und also was ist das irgendwie definiert, wie lange das gehen würde? Das haben Sie ja noch nicht vorgeschlagen, wenn ich gerade. Also, das haben Sie hier noch nicht vorgeschlagen, aber das ist ja nur ein Vorschlag, der in die Debatte reingebracht wird. Also, jetzt ist es natürlich, Sie werfen erstmal so ein Paper in die Runde, gucken, wie viel Widerstand das gibt. Und bisher hat das so überhaupt keinen Aufschrei provoziert. Also, in vielen Medien war das noch überhaupt nicht Thema. Also, ein paar Medien haben wenigstens darüber berichtet, als Boris Pistorius gesagt hätte, wir sollten wieder kriegstüchtig werden. Aber dieses Paper hier, das wirklich weitreichende Aufrüstung fordert, das, wie gesagt, so ein Resilienzpraktikum fordert, das Militarisierung der Gesellschaft fordert, das hat noch keinen großen Aufschrei erregt. Militarisierung der Gesellschaft bedeutet aber im Sinne von Bundeswehr und sowas nicht Privatleute bewaffnen oder auch das. Nein, nein. Okay. Im Sinne von Bundeswehr, von NATO-Strukturen halt. Aber wir haben ja eh schon diese NATO-Ziele, dass wir ich glaube 2% war das unseres Einkommens, müssen wir irgendwie in Waffen stecken und Deutschland hat, glaube ich, nur 1%, war das so oder waren die Zahlen verkehrt? Also auf jeden Fall. Deutschland ist jetzt auf dem Weg zu 2%. Wir sind bald bei 2%. Ja, Trump hat die ja schon immer geschimpft, dass er, glaube ich, Amerika macht, glaube ich, 10% oder so, ne? Die machen irgendwie wahnsinnig Nicht viel. ganz, nicht ganz. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr, als sie müssten. Und er hat immer gesagt, Alter Deutschland, was soll das? Wir haben uns hier verabredet, dass ihr 2% macht und jetzt schafft ihr das nicht, was soll das? Und er hat halt gesagt, er selber macht ja sogar deutlich mehr, als das Minimum wäre. Also Deutschland ist ja eigentlich mehr oder weniger vertragsbrüchig gewesen, wo man sich dann fragen muss, ob man so einen Vertrag überhaupt schließen sollte oder in welcher Form oder ob man dann nur zustimmen sollte, wenn man sagt, nee, nee, wir machen 1% und das schaffen wir auch. Aber an sich, wenn Deutschland jetzt hochrüstet, dann machen sie ja nur das, was sie vorher unterschrieben haben, oder? Ja, aber Deutschland hatte das ja schon seit längerem unterschrieben. Also die NATO will ja schon seit längerem 2% des Bruttoinlandsproduktes aufrüsten. Dieses Paper hier fordert noch eine weitgehendere Aufrüstung. Wie gesagt, es will eigentlich offiziell nur Russland einholen. Also Russland, so großen Abstand zu Russland waren, dass Russland uns nicht angreifen kann. Aber wie gesagt, die NATO ist jetzt schon viel, viel stärker als Russland. Also es hat jetzt schon eigentlich keinen Grund, gegen Russland noch weiter aufzurüsten. Aber das ist halt die Begründung, die dieses Paper hier fährt. Russland plant bald NATO-Gebiet anzugreifen, NATO-Gebiet zu besetzen und dann ja, müssen wir halt auf einen konventionellen Krieg mit Russland vorbereitet sein. Ich glaube dieser Begründung nicht. Ich glaube, dass hier ja, versucht werden wird, sich an weiteren Stellvertreterkriegen mit Russland zu beteiligen. Also sowas Ähnliches wie in der Ukraine könnte man ja auch in Serbien starten oder in Aserbaidschan, Armenien oder in Moldawien oder in Georgien. Also es gibt so viele Konflikte, wo man zündeln könnte, wenn man das unbedingt wollte. Ich bedanke mich erstmal für den Raid bei Nemesis. Ich dachte, der wäre gebannt, aber jetzt ist er wieder hier und raidet mich. Danke sehr. Ihr habt ja auch schon das Vergnügen miteinander gehabt. Also ich möchte eigentlich nochmal festhalten, ich bin ein ziemlicher Laie auf diesem Gebiet. Ich mache mir natürlich meine Gedanken. Ich höre mir irgendwelche Talkshows an oder ich höre mir auch mal einen Vortrag an. Ich finde es auch wichtig, verschiedene Meinungen mir anzuhören. Also wenn du dir eine Markus-Lanz-Sendung anguckst, dann kriegst du ja eigentlich jede Folge beigebracht, dass unser Verbündeter Amerika das alles ganz toll macht und dass Putin der einzige Böse ist auf der Welt. Und dann guckst du YouTube und dann sagen Leute, naja, der ist schon böse, aber.
Und ich versuche irgendwie mir da das rauszuziehen, was ich irgendwie für schlüssig halte, aber ich bin kein Militärstratege oder irgendwas, genauso wie alle anderen, die hier bei YouTube sitzen. Aber ich bin interessiert und höre mir das gerne alles an. Und ja, ich finde es auch wichtig, Leuten zuzuhören, die Meinung vertreten, wo man vielleicht erstmal irgendwie ein Gefühl hat und man denkt, ah, irgendwie kann man das nicht sagen, irgendwie ist es unangenehm. Und dann sich selber zu fragen, warum einem das eigentlich unangenehm ist. Und generell ist ja Empörung eigentlich so ein Ding, was man sich vielleicht ein bisschen abtrainieren sollte. Aber ja gut, also du scheinst dir ja immerhin da eine Menge anzuschauen und Paper zu lesen und sowas. Also die Sorge ist ja berechtigt von allen Seiten, dass jetzt. Also ich habe sowohl keinen Bock darauf, dass der Russe hier einfällt und uns alle abknallt. Genauso hat man keinen Bock darauf, dass der Ami sagt, die Deutschen müssen jetzt alle in die Armee gehen. Also eigentlich will ich größtenteils, wahrscheinlich die meisten von euch in Ruhe gelassen werden mit dem ganzen Zeug. Aber ja, anscheinend geht es aktuell nicht anders, sondern man wird irgendwie da so oder so reingesogen. Ja, also das ist es ja. Solche Leute, also solche Organisationen, die bestens vernetzt in der deutschen Politik sind. Und zwar das schon seit Jahrzehnten, fast seit Gründung der Bundesrepublik, wollen das eben nicht mehr. Also wir sehen ja an solchen Veröffentlichungen ganz klar, dass es auf eine jahrzehntelange Feindschaft mit Russland und eventuell auf eine Beteiligung an weiteren Stellvertreterkriegen auf jeden Fall geplant wird. Also das wird hier ja ganz offen geschrieben. Aber wir Das ist haben ja ja eigentlich nichts, schon was eine Feindschaft mit man denen, rausreden oder? muss. Also ich glaube, vertragen ist jetzt ein bisschen schwierig, oder nicht? Wie gesagt, meiner Meinung nach bräuchte es erstmal einen Waffenstillstand in der Ukraine und da muss man Ja. mit Russland ja ein Friedensabkommen für ganz Osteuropa verhandeln. Also die Konflikte in Serbien, Moldawien, Georgien und Aserbaidschan vor allem beenden. Aber. Beziehungsweise Aserbaidschan, den könnte man ja jetzt als gelöst betrachten, wenn Aserbaidschan seine weiteren Expansionsgelüste Richtung Armenien einstellt. Also da ist ja, sind ja die völkerrechtlichen Grenzen wiederhergestellt worden nach dem Bergkarabach-Konflikt. Aber wissen Ja. wir denn, ob das nicht im Hintergrund schon passiert? Das wäre schön, aber solche Veröffentlichungen deuten in die gegenteilige Richtung. Okay, ja gut. Also, aber wie gesagt, es gibt ja verschiedene Think Tanks, die auch in Konkurrenz zueinander stehen. Eventuell will dieser eine Think Tank möchte eventuell eine Aufrüstung und ein anderer will eine Abrüstung. Wir gucken ja jetzt auch gerade nur einen an. Wer weiß, ob der ein oder andere Diplomat vielleicht schon am Verhandeln ist und mal guckt, wie man das löst, weil, also selbst wenn man bei aller Verachtung, die man Putin und seiner sonstigen Regierung so gegenüberbringen kann, also trotzdem, wir wollen ja wahrscheinlich alle, dass es erstmal aufhört, dass da geschossen wird. Ne? Und wenn dann, was man dann danach macht, das kann man dann gucken, nachdem aufgehört wird zu schießen. Ich weiß nicht, ich denke mal, eine feste Partnerschaft oder Freundschaft oder sowas wird erstmal sehr schwierig werden. Aber also die erste Bedingung ist ja erstmal, dass die sich nicht mehr erschießen gegenseitig. Ja, absolut. Was wollte ich denn jetzt sagen? Ach stimmt, ein anderer Think Tank. Du hast gerade andere Think Tanks angesprochen. Die RAND Corporation, die hat vor einem Jahr schon geschrieben, wie man in der Ukraine ja einen Frieden erreichen könnte. Dass es für die USA eben klüger wäre, sich aus diesem Krieg zurückzuziehen. Und das machen die USA aktuell schon. Und sie machen das sehr schlau, indem sie die Finanzierung und die Waffenlieferung immer mehr auf uns Europäer abwälzen. Also sie halten diesen Krieg weiter am Köcheln, aber schieben die Verantwortung immer mehr auf die Europäer ab. Und solche Veröffentlichungen wie von der DGAP, die deuten halt in die Richtung, dass hier noch viel mehr Aufrüstung geplant Kann man wird. da Zahlen zu sehen? Ja, es gibt halt Szenarien, das ist halt in so einem allgemeinen Thinking-Sprech gehalten. Es gibt auch Berechnungen der DGAP, die auf deren Website sind, die nicht aus diesem Paper stammen, die aber auch auf deren Website verfügbar sind. Also. Hatte ich mir auch eine eingespeichert, eine Veröffentlichung von denen, wo sie planen, wie die maximale Aufrüstung, die mit dem Bundeswehr-Sondervermögen erreicht wird, wie die dann in den Folgejahren weiterhin aufrechterhalten werden kann, wenn dieses Sondervermögen aufgebraucht ist. Also wirklich eine dauerhafte Steigerung unseres Rüstungsetats wird von der DGAP auch schon fest eingeplant. Aber nochmal zur RAND Corporation. Warte Die hat mal, ich gesagt, habe die hier USA gerade sollen was sich aus. eingeblendet. Würdest du das als gute Quelle be betrachten oder als immerhin einen groben Überblick? Hier Top 10 Unterstützer, das Statista, ist ein ja, Statista ist Statista. meist gut. Naja, jedenfalls, hier kann man sehen, Deutschland und die USA geben sehr viel Waffen und andere EU-Staaten geben humanitäre Hilfe, finanzielle Hilfe, also ne, Deutschland und US auch, aber.
Hier, was humanitär und finanziell angeht, sind die Balken bei Deutschland relativ klein im Vergleich zum Waffenbalken. Das ist ja im Verhältnis relativ sogar noch krasser als bei USA. Absolut nicht, aber ja, man sieht hier, also die EU, die gibt an sich mehr als US gerade gemeinsam gerechnet, aber US ist halt noch das größte Einzelland, ne? Und Deutschland ist Platz 2. Gut, aber das entspricht ja auch Ja. ungefähr der Größe, ne? Also gut, Frankreich ist hier nicht mit dabei. Die sind eigentlich ja sonst immer auch noch ein sehr mächtiges, großes europäisches Land. Die scheinen sich da nicht so zu beteiligen. Aber also Deutschland, Großbritannien, Norwegen, Japan, Kanada, gut, das ist jetzt nicht Europa, aber das passt ja schon ungefähr mit dem Reichtum der Länder so halbwegs zusammen, ne? Also, dass jetzt Deutschland mehr gibt als Polen, das hätte man sich ja denken können. Ja. Nochmal zu RAND Corporation, die ich ja gerade angesprochen Okay. hatte. Deren Argument war allerdings nicht, wir müssen abrüsten und Frieden mit Russland suchen, weil Frieden halt eine gute Sache ist, sondern wir müssen Frieden mit Russland suchen oder zumindest uns aus diesem Krieg zurückziehen, keine zu starke Eskalation mit Russland suchen, weil wir all unsere Ressourcen auf den auf jeden Fall kommenden Krieg gegen China konzentrieren müssen. Also das war auf jeden Fall keine friedliche Strategie, sondern das war eher eine realistische Strategie in dem Sinne, wir müssen unsere Ressourcen einteilen, weil wir nicht gegen die ganze Welt gleichzeitig kämpfen können. Aber das ist ja aktuell nicht die hegemoniale Haltung im Westen. Die hegemoniale Haltung ist, sowohl Russland als auch China sind unsere Feinde. Die EU bezeichnet China als systemischen Rivalen. Völlig idiotischerweise. In China ist Wer schon war ja das? seit 40 Jahren bekannt. Die EU. Die EU. Wer von der EU? Die EU in offiziellen, Ach, ein offiziellen Papieren. offizieller Pressesprecher hat das gesagt, oder wie? Ja. Was wäre denn, wenn in Amerika nächste Wahl jetzt einfach wieder Trump gewinnt und er sagt America first und ich schicke da gar nichts mehr hin? Es wäre sehr gut. Und dann würde dieser Krieg relativ schnell enden. Also Meinst das du? wird ein. Also dann ist die Ukraine einfach im Arsch, oder? Also dann rollen die da einfach Nein. rüber, oder nicht? Wie gesagt, Russland will eine Neutralität. Wenn die USA bereit sind, diese Neutralität zu gewähren, dann wird dieser Krieg sehr wahrscheinlich enden. Wie gesagt, Russland hat seine Friedensbedingungen jetzt ein bisschen erhöht auf Anerkennung der territorialen Realitäten, sprich das, was wir schon erobert haben, das geben wir auch nicht mehr her, aber das, darauf sollte man sich ja auch schnell einigen können. Also ich sehe, also Biden fährt gerade eine sehr aggressive Politik. Es könnte mit Trump besser werden, es könnte aber auch sein, dass Trump, wie im letzten Wahlkampf, nur viele große Ankündigungen macht, dem aber keine Taten folgen lässt. Also wir sehen ja, wie in den USA seit Jahrzehnten die Außenpolitik von den Neokons bestimmt wird, egal welcher Präsident da gerade an der Macht war. Ja, aber also deine Prognose ist, wenn Trump kommt, dann sagt er, wir unterstützen Ukraine nicht mehr und die verlieren dann aber nicht, oder? Das sind seine Ankündigungen. Ich traue mir keine Prognose zu, da man bei Trump halt nicht weiß, was er macht, da man nicht weiß, wie weit er sich gegen seinen eigenen Apparat durchsetzen kann oder wie ernst er das überhaupt meint, was er da sagt. Das war in der Vergangenheit auch so. Okay. Ich würde übrigens den Chat bitten, ein bisschen euch zu mäßigen. Ich verstehe, das ist ein hitziges Thema. Also jedes Mal, wenn man sowas anspricht, dann rasten Leute aus. Und ich finde es interessant, wie sehr alle Leute, also ich versuche immer so Sachen von einer anderen Metaebene ein bisschen zu betrachten, weil wenn es jetzt um Kriegsstrategie geht, da habe ich keine Ahnung von. Aber ich sehe halt hier mir so ein bisschen die Leute an, die wie sie reagieren und wie sie sich empören und wie sie sauer werden wegen irgendetwas und wie sicher sie sich sind, dass sie die richtige Version gehört haben. Und das ist immer interessant zu sehen, wie unterschiedliche Versionen die Leute gehört haben, aber alle sind sich sicher, dass sie die richtige haben. Also es ist egal, wie du davon glaubst, das kannst du bei anderen Themen auch sehen. Wenn irgendwelche Schwurbler-Demos gemacht haben, wo du dann Spiegel TV hinschickst oder so. Die sind sich 100% sicher von dem, was sie da erzählen. Und die sagen teilweise ganz unterschiedliche Dinge, aber alle sind sich sehr sicher. Das ist immer, kannst du sehr oft beobachten. Gut, da gibt es auch ein paar, die zweifeln und sagen, ich weiß das alles nicht, aber also sehr viele werden dir einen Vortrag halten von der will eigentlich dieses und der will das und Bill Gates will uns irgendwie will uns töten und dann will der noch was und dann will der noch was und genauso die Leute, die irgendwie Lanz gucken oder so, die werden dann genau bei der Gegenseite sagen, ja, hier, nee, der hat recht und der hat recht. Also, Ja, das absolut, finde kann ich ich dir eher das nur zustimmen. Interessante daran. Also, Und ich bin ja auch gerne Devil's Advocate und ich stelle ja auch gerne kritische Fragen, um mal zu gucken, wie die Antwort ist. Also, das mache ich eigentlich gerne in Gesprächen. So, ich finde das dumm, wenn wir jetzt hier sitzen und wir sagen einfach nur genau das Gleiche. Deswegen versuche ich auch ein bisschen mal
die eine oder andere Frage zu stellen, um ein bisschen alles abzuklopfen. Und ja, also ich finde es auch immer gruselig, wie auf der eigenen Seite geredet wird, egal um welchen Krieg es jetzt geht oder sowas, dass man Sachen, die früher undenkbar gewesen wären, plötzlich als Selbstverständlichkeit hinnimmt. Und wenn man ein bisschen auf die Wörter guckt, so wer dann plötzlich ein Diktator ist, aber wer nur ein König ist und was ein Krieg ist, was dann aber nur eine Operation ist und so weiter. Also das siehst du an vielen Ecken gerade. Und es ist interessant, da mal so ein bisschen drauf zu gucken, was da eigentlich passiert und zu versuchen, irgendwie ein bisschen rauszuzoomen, so gut man es kann. Wir sind natürlich Ja, alle, ne, ein absolut. Und bisschen ob geprägt von wir allem. beide hier recht gehabt haben mit dem, was wir hier gerade erzählt haben, das kann ja jeder nachprüfen. Das Paper von der DGAP ist öffentlich verfügbar. Es ist auch öffentlich zu sehen, wer die Mitglieder, wer die Finanziers der DGAP sind. Prüft das gerne alles nach, was wir gesagt haben. Schaut euch die Argumente an und bewertet uns anhand der Argumente und nicht anhand eurer Vorurteile, sondern überprüft wirklich, ob das hier sachlich richtig ist, was wir gesagt haben. Also wir können das nur durch einen freien Diskurs klären, in welche Richtung wir in Zukunft wollen. Wenn man halt mit solchen Pauschalisierungen oder Diffamierungen kommt, dann ja, zerstört man diesen freien Diskurs. Also ich finde generell interessant, wenn du so ein bisschen beobachtest, so die Medien, den Zeitgeist und das sind auch Sachen, die ein bisschen in der Vergangenheit liegen, wie sehr man früher Anti-Waffen war oder auch Anti-Amerika. Also das ist noch zu einer Zeit, wo du wahrscheinlich noch zu jung warst, aber ich habe noch den 11. September miterlebt als Kind. Und ich habe mitbekommen, wie danach halt Irak, Afghanistan und sowas war. Und besonders mit den Leuten, mit denen ich zu tun hatte, da war Amerika immer super unbeliebt. Und man hat die irgendwie als, man hat denen alles Mögliche zugetraut. Damals war das auch noch nicht so kontrovers wie heute, weil man irgendwie 9/11 angezweifelt hat und sowas. Also man hat schon irgendwie ein sehr negatives Bild von Amerika gehabt. Das war auch regelmäßig im Fernsehen, in allen möglichen Sendungen, wurden die sehr, sehr schlecht dargestellt. Naja, und inzwischen ist das so gekippt, weil du so einen anderen Feind hast. Du hast jetzt halt Putin und jetzt ist irgendwie Amerika doch nur noch so, na, ist irgendwie teilweise vielleicht nicht perfekt, aber immerhin irgendwie noch unser Freund und Verbündeter und eigentlich was ganz Tolles. Also ich zweifle da einfach dran. Ich finde die beide nicht so sympathisch, ehrlich gesagt. Ja, ich finde die auch beide. Ich finde keinen dieser Akteure in der Weltpolitik irgendwie sympathisch. Ich glaube, diese moralische Bewertung, die sollte man hinterher anstellen, wenn man erstmal die Interessen neutral analysiert hat. Sonst wird man ja verrückt. Denn alles, was man in diesem, ja, auf dieser politischen Ebene sieht, das ist einem nicht sonderlich sympathisch. Also es gibt keine Figur auf internationaler Ebene, von der ich jetzt sagen würde, die bringt uns eine friedliche, progressive Zukunft. Ganz im Gegenteil. Es wird auch gesagt, Nawalny zeigt sehr gut, wo Putin steht. Dann zeigt wahrscheinlich auch Julian Assange ganz gut, wo die USA stehen. Aber das kann man, also ich finde das immer so seltsam, wie man zu vielen von diesen Vorwürfen eigentlich ein Pendant auf der anderen Seite findet. Also wenn man sagt, die sperren da einfach einen Journalisten ein und dann kann man das China oder Russland vorwerfen. Aber also eigentlich kannst du es allen großen Weltnationen vorwerfen, Ja, dass sie sowas machen. also. Oder man sagt, wie kann denn Russland einfach in die Ukraine rein? Ja, aber wie kann Amerika einfach nach Afghanistan rein? Also man. Ja, vor allem die Ukraine, wo jetzt angeblich Freiheit und Demokratie verteidigt wird. Da werden Kritiker mit dem Tod bedroht. Also da gibt es aus Geheimdienstkreisen Todeslisten, wo Leute draufgeschrieben werden. Da kommen Kritiker mit unter 15 Jahren ins Gefängnis, weil sie einfach nur sagen, hallo, ich will Frieden. Also das sind die Zustände in der ach so demokratischen Ukraine. Das sind alle Oppositionsparteien, die sich für Frieden, für gute Beziehungen mit Russland, für Umverteilung, also alle linken Parteien sind in der Ukraine aktuell verboten. Das ist die Situation in dieser tollen Demokratie. Ja, aber gut, die rechtfertigen sich jetzt, dass das ein Kriegsfall ist und dass es da ein bisschen andere, dass man sich das da gerade nicht leisten kann oder sowas. Ja, Wahlen kann man sich auch nicht leisten. Die sind auch bis auf Weiteres abgesagt. Naja, es ist halt Kriegsfall gerade, ne? Ja, steht auch in der ukrainischen Verfassung, aber finde ich schon problematisch, wenn man einfach sagt, okay, wir setzen diesen Krieg, also solange der Krieg fortgesetzt wird, setzen wir Wahlen aus, denn dann, ja, hat die Regierung ja einen sehr starken Anreiz, diesen Krieg niemals zu beenden. Sie kann die gesamte Opposition unterdrücken, sie kann sich mit westlichen Hilfsgeldern die Taschen voll machen, sie, ja,
sie kann nicht mal abgewählt werden. Also für diese korrupte Clique, die dann Kiew gerade an der Macht ist, ist das eine sehr gute Situation. Also die frisst sich gerade fett wie die Made im Speck und deren Kinder sind es nicht, die da im Krieg sterben. Das sollte man, glaube ich, auch dazu sagen, dass man die Regierung eines Staates nicht mit ihrer Bevölkerung gleichsetzen darf, was ja auch Ja. ein Fehler ist, der im Diskurs sehr häufig gemacht wird. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Also, wenn man jetzt irgendwie einen Russen dafür verantwortlich macht, was Putin macht, also die meisten Deutschen haben auch nicht Scholz gewählt. Und wenn der jetzt irgendeinen Cum-Ex-Scheiß macht, dann heißt das jetzt nicht, dass wir beide oder irgendwer anders das gut finden. Das fand ich auch gruselig, wie zum Beispiel, das war am Anfang des Krieges, war dass das. Also da gab es doch so Listen mit, diese Firmen machen noch Geschäfte und sowas. Und da waren ein paar Firmen dabei, wo ich sage, ja, gut, also wenn die jetzt rausgehen, zum Beispiel wenn, also ich glaube, so ein Fresenius oder so war das, irgendwer hatte doch so Dialysezentren betrieben oder Siemens hat Atomkraftwerke gewartet. Und das wären jetzt Firmen, wo ich sagen würde, die muss man jetzt nicht outcallen. Also man kann das kritisieren, dass manche Firmen da irgendwie Geschäfte machen, aber wenn da jetzt der russische Nierenpatient stirbt, weil er keine medizinische Versorgung bekommt. Also man weiß ja nicht, wen es trifft. Das trifft ja ganz viele Leute, die da mit zu tun haben. Also vielleicht ist das auch ein Putin-Supporter, der da ins Dialysezentrum geht, aber vielleicht halt auch nicht, ne? Man weiß es Ja, ja nicht. also. Oder wenn da ein Atomkraftwerk in die Luft fliegt, dann ist das ja wahrscheinlich schlecht für uns alle. Also egal in welchem Land das steht. Das sollten wir uns jetzt weltweit eigentlich nicht wünschen, dass das passiert. Der Wirtschaftskrieg ist sowieso der größte Schwachsinn. Also mittlerweile gibt ja sogar die DGAP in diesem Paper, das ist was wir gerade eben nicht erwähnt hatten, aber was ich glaube ich jetzt noch mal kurz erwähnen kann, zu, dass der Wirtschaftskrieg gescheitert ist, zumindest in Bezug auf das Ziel, die russische Rüstungsproduktion relevant zu senken. Da steht nämlich, derzeit baut Russland seine Rüstungsindustrie unter Nutzung der Einnahmen aus Öl- und Gasexporten zur Kriegswirtschaft um. Ist Das das hat in die dem Text, den Produktion du mir geschickt hast? ja. Wo? Ich In würde das gerne einigen einblenden. Segmenten. Wo ist das? Ungefähr in der Mitte, ja, eher am Anfang, eher am Anfang. Okay, Unter dem wir haben übrigens Unterpunkt gerade steigende Tobias Huch im Kriegsfähigkeit. Chat. Der hat sich auch dazu geäußert. Der meint, die meisten Russen stehen hinter Putin. Ja, Hast das kann sein. Das wird so sein. Also, der ist ja in Umfragen, steht er immer relativ gut da, tatsächlich. Aber die Also, meisten selbst sind von ja auch nicht diesem, alle, ne? Also. ja, tatsächlich, also auch von diesem Oppositionellen Institut Levada heißt das. Also, das ist das Institut, was man im Westen meistens nimmt, weil viele andere Institute halt staatlich beeinflusst ist in Russland. Also, keine Frage, auch Russland ist natürlich keine Demokratie. Deswegen muss man da auch auf Veröffentlichungen, die aus Russland kommen, sehr kritisch schauen, zumal in Russland die Presse ja stark zensiert wird. Also, das ist ja nichts, was man irgendwie. Deswegen sollte man auf solche Zustimmungszahlen auch immer kritisch schauen. Aber stimmt. Welchen Teil soll ich hier zeigen von diesem Paper? Übrigens, Steigende Kriegsfähigkeit heißt der Unterpunkt. es wird von mehreren Leuten gefordert, dass Tobias Huch mit in den Talk kommen soll. Weiß nicht, hättest du da Bock drauf? Oder also an euch beide gefragt? Würde ich nicht nein sagen. Dann machen wir jetzt noch einen zweiten Teil quasi, wenn er dazu kommen will. Ich weiß nicht, ich weiß ja nicht, was er gerade zu tun hat. Vielleicht hat er ja auch nur ein paar Minuten, um in den Chat zu schreiben, aber keine Ahnung. Jedenfalls, was wolltest du hier besprechen? Was sollten wir uns angucken? Steigende Kriegsfähigkeit, der Unterpunkt, der dritte Absatz. Hier Also ist jetzt geht es es. um Russlands Der dritte Absatz, dieses hier. Kriegswirtschaft. Ja. Okay. Es hat die Produktion in einigen Segmenten gesteigert und wichtige Mitarbeiter in der Produktion gehalten. Die Sanktionen auf kriegswichtige Komponenten wie Mikrochips oder Kugellager und Rohstoffe konnten in vielen Bereichen umgangen werden. Zusätzlich importiert Russland Rüstungsgüter aus verbündeten Staaten wie Iran oder Nordkorea. Das heißt, diese Sanktionen funktionieren überhaupt nicht in der angedachten Weise, die russische Rüstungsproduktion zu senken. Ganz im Gegenteil, sie steigt sogar. Also dieser Wirtschaftskrieg ist sogar in Bezug auf dieses eine Ziel komplett gescheitert. Also ja, ich weiß nicht, wie viel umfassender ein Scheitern noch sein kann, auch wenn sich die russische Gesamtwirtschaft anschauen kann, dann steht diese mittlerweile stärker da, gemessen am BIP, als zu Beginn des Krieges. Also es wird ja immer öfter dann gesagt, dass das nicht stimmt, dass Russland da lügt einfach, dass die uns falsche Zahlen schicken. Aber Tobias Huch sagt, er Ja, kann aber. nur per Discord-Handycall. Ja, das ist okay. Willst du dann ohne Kamera? Können wir machen, wenn du willst. Gut, dann hole ich mir noch mal kurz was zu trinken und dann kannst du ihn so lange begrüßen, würde ich sagen. Okay, können wir machen. Wenn du. Okay.
Na gut, ich füge den mal hier hinzu. Zack. Ja, wie gesagt, also ich merke, dass es hier etwas hitzig wieder wird. Ich habe es mir natürlich gedacht bei dem Thema. Aber ja, ich find's nach wie vor, finde ich es gut, dass man auch. Warte mal, wo fügt man denn jetzt hier hinzu? Dass man auch mit Leuten redet, denen man, wo man vielleicht irgendwas komisch findet oder so, um zu versuchen, das zu verstehen. So, aber wo ist denn in dem scheiß Videocall? Ach, man muss den wegklappen, ne? Man muss das hier sich wieder ausklappen und da kann man. Hä? Hier geht es. Da ist das, okay. So, wenn man hier die Kamera anhat, dann ist das Layout irgendwie ein bisschen anders. Neuer Gast, so, dann muss man jetzt hier leider wieder neu anrufen. Das heißt, der Agitator müsste seine Kamera wieder einschalten. Das ist ja jetzt ein separater Call hier. Und eigentlich werden jetzt beide angerufen. Hier ist Tobias Huch schreibt Moin. Gut. Moin, jetzt wollte ich zwar Moin, da ist anrufen, nee, er. aber jetzt hat der Laptop sich gemeldet. Ach, auch egal. Also bist du jetzt doch am Laptop oder Ja, ich am bin am PC? Laptop, aber mit Audio. Ich sehe aus wie der letzte Penner. Okay, Ja. gut. Ich hoffe, der Ton ist okay. Ich kann mir dich auch gar nicht vorstellen, dass du irgendwie wie der letzte Penner aussiehst. Ich sehe dich ja immer, wie Doch, du doch. irgendwie Anzug trägst und gekämmt bist und so. Nein. Trage kein Hemd und ich bin nicht gekämmt, nein. Okay, also du bist nicht so wie Wolfgang M. Schmidt, der auch privat einen Anzug trägt. Ach Gott. Kennst du den? Nee, meine Nachbarn kennen mich eigentlich. Es gibt immer nur zwei Versionen von mir. Es gibt die YouTube, Twitch und Außenweltversion mit grauer Jeans und blauem Hemd. Und es gibt die normale Version. Die bedeutet dann, ich habe nur Schlafanzug an. Ja, bei mir So ist kenne das ich das meine Nachbarn. Gleiche eigentlich. Also, Ja. wir haben jetzt einen neuen Gast hinzubekommen, den sieht man aber nicht, weil er ja, sich nicht schön genug fürs Internet fühlt gerade oder nicht fit gemacht oder wie man es ausdrücken mag. Ist aber auch okay. Also, ihr habt, glaube ich, komplett gegenteilige Positionen, aber ich höre euch beiden gerne zu. Ich Ich habe auch gebe. nur jetzt die ersten 5 Minuten mitgekriegt und habe dann gehört, wurde unter anderem behauptet, dass die NATO Russland quasi bedroht hätte, indem man immer näher an die Grenze rangegangen ist. Das ist natürlich Unsinn. Also zum einen hat Putin jeglicher NATO-Osterweiterung auch offiziell zugestimmt. Also er wollte sie ja auch. Und später fing dann das Geflänner an. Außerdem ist die NATO ja kein Angriffsbündnis, sondern ein Verteidigungsbündnis. Und wenn man sich davon bedroht fühlt, dass der Nachbar sich absichert, dann ist es ja schon Aggression, wenn ich eine Alarmanlage einbaue in mein Haus. Dann, wenn der böswillige Nachbar daneben sagt, verdammt, jetzt kann ich gar nicht einbrechen. Das ist ja klar, aber dass man aufpasst vor dem Hintergrund der diversen russischen kriegerischen Aktionen. Siehe Das stimmt Georgien. schlicht und ergreifend nicht. Also Russland hat Aha. sich immer klar gegen die NATO-Osterweiterung in die Ukraine und nach Georgien ausgesprochen. Das war auch Ja, der Grund, warum man sich darum geht es 2008 ja gar dagegen nicht. entschieden hat, das Also zu machen. Ukraine und Georgien waren ja auch nie ein Thema. Das hätte die Ukraine Doch, gerne. 2008. Und soweit, ja, Moment mal, 2008, soweit kam es ja überhaupt nicht. Soweit kam es ja überhaupt nicht. Also ist die Ukraine in der NATO? Es ging ja um die NATO-Osterweiterung vorher, die angeführt worden ist. Und die NATO-Osterweiterung vorher war komplett abgestimmt mit Putin und er hat gesagt, ja, geil, stimme ich zu. Macht. Ja, was ist jetzt dein Argument? Es geht ja Mein gerade um die Argument ist, Ukraine dass und es, nicht um dass, die anderen mein Argument NATO-Staaten. ist, dass es kein Argument gibt, dass die NATO in irgendeiner Weise hier bedrohen würde. Und selbst wenn die NATO sagen würde, okay, die Ukraine möchte rein, also erst einmal, die NATO schnappt sich nicht irgendwelche Länder und sagt, hey, hier, kommt zu uns. Die Ukraine fühlte sich offensichtlich und fühlt sich heute auch berechtigterweise bedroht. Denn Russland hat sich nicht an Verträge gehalten. Russland hätte keinen einzigen Fuß in die Ukraine setzen dürfen. Denn die Ukraine war, glaube ich, drittstärkste Atommacht der Welt und hat ihre gesamte Atommacht abgegeben für das Versprechen, dass die Souveränität anerkannt wird und Russland die Finger von der Ukraine lässt. Dem wurde zugestimmt. War im Nachhinein ein riesiger Fehler. Schade, dass die Ukraine keine Atombomben mehr hat, denn sonst wäre sie heute wahrscheinlich unberührt. Wie findet man denn jetzt die Wahrheit bei diesen ganzen Sachen? Also ihr habt ja beide irgendwelche Daten oder Zahlen und sagt, es ist dies in der Vergangenheit passiert oder jenes und ihr Das scheint da ja ist ja nicht genau die gleichen zu haben oder alles ihr schriftlich bewertet die bekannt. anders. Also,
Ja, aber Also. wie bewerten wir denn jetzt, welche Version der Wahrheit die richtige ist und welche nicht? Anhand der Realität. Also wir sehen doch gerade, Ja. wer hat denn welches Land überfallen? Ja, aber ihr habt ja beide anscheinend nicht die gleiche Realität, oder? Also in meiner Ja, Realität 2000. gibt es die Ukraine, die überfallen worden ist von Russland und zwar zweimal. Ja, das bestreitet ja keiner, oder? Ja, Nee, das ist das doch die bestreitet auch Realität. keiner. Und dieses moralische Argument, das hilft auch nicht viel weiter. Also zu dem Zeitpunkt, wo du gerade, du sprichst das Budapester Memorandum an, das wurde zu einem Zeitpunkt unterzeichnet, als die Ukraine ökonomisch auf jeden Fall und militärisch mehr oder weniger ein russischer Satellit war. Also Russland hatte auch immer seine Schwarzmeerflotte in Sewastopol stehen. Das war auch einer der wichtigsten Gründe für die Krim-Annexion 2014. Also das wirst du ja nicht leugnen. Aber warum muss man sie denn annektieren? Sie hatten ihre Flotte doch schon auch ohne die Annexion. Die stand ja nicht zur Disposition. Nein, aber Russland, die geostrategische Bedeutung der Krim, die war für Russland extrem groß. Ja, aber das ist doch kein Argument. Ach, weißt du, dann würde ich jetzt sagen, dann überfallen wir als Deutsche morgen Dschibuti. Das Horn von Afrika ist für uns strategisch mit dem Zugang zum Roten Meer extrem wichtig. Und dort liegt auch große deutsche Schiffe liegen auch dort. Und auch französische und britische Schiffe. Dann sollte die NATO, würde ich jetzt sagen, Dschibuti wird jetzt ein Satellit von Deutschland. Ist das dann okay? Das heißt, okay, das habe ich noch nie behauptet. Warum unterstellst du mir etwas, was ich nicht gesagt Nein, habe? ich meine nur, wenn man die als Argumentation nimmt, ist halt geopolitisch wichtig, wissen wir doch weiterhin, wer der Aggressor ist. Wer Völkerrecht Das ist gebrochen hat? egal. Das habe ich doch gerade erklärt. Das ist Ja. nicht der Punkt. Der Punkt Aha, ist, was ist dann der Punkt? wie kommen wir zu einem friedlichen Miteinander? Und da bin ich halt der Meinung, dass es besser wäre, mit Russland zu einem neuen Modus Vivendi zu kommen, erstmal einen Waffenstillstand in der Ukraine und dann eine Friedensordnung für ganz Osteuropa zu verhandeln. Und nicht Auf immer welcher aggressiver Basis? Russland auf die Pelle zu rücken. Also da sind wir Auf uns welcher wahrscheinlich Basis? alle einig, oder? Also Warum? keiner von uns ist jetzt dafür, dass noch mehr Leute sterben. Wir fänden es alle am besten, wenn jetzt gar nicht mehr geschossen würde, wahrscheinlich auf der ganzen Welt. Man muss nur gucken, wie man da am besten hinkommt und was man dafür zahlen muss, richtig? Es ist ja die Frage, wer zahlt den Preis? Soll jetzt die Ukraine den Preis dafür bezahlen? Na, machen sie ja gerade, ne? Die Ja, Ukraine die bezahlt Ukraine zahlt gerade den den Preis. Preis. Also man kann mit Russland sicherlich zu einem Modus Vivendi kommen. Der ist ja sehr einfach. Sie sollen sich einfach zurückziehen aus der Ukraine und dann war's das. Ja, aber machen sie ja gerade Nein, nicht, das würde ne? Russland niemals tun. Das würde keine Weltmacht würde das so einfach tun, sich aus einem Gebiet, was sie gerade erobert hat, zurückzuziehen, ohne dass sie es müsste. Also die USA ziehen sich ja beispielsweise auch nicht aus Guantanamo zurück, was sie seit Jahrzehnten völkerrechtswidrig besetzt halten. Ja, sehr Also so einfach selbstverständlich, ist das glaube ich. doch nicht. Aber man macht ja, wenn zum Beispiel eine Ja, Geiselnahme Dschibuti ist, aber nicht. bei einer Geiselnahme sagt man ja auch Nee. nicht einfach so, der Geiselnehmer, der hat gar nichts zu fordern und der kriegt jetzt einfach nichts, sondern da versucht man ja trotzdem auch immer irgendwie noch mit dem zu reden. Vielleicht kann man das als sowas Ähnliches in einer größeren Skala betrachten oder sehe ich das falsch? Aber will Putin denn überhaupt verhandeln? Ich habe bisher nur gehört, dass er sagt, nö. Nein, das ist falsch. Aha. Was Das ist heißt, denn sein aha, die Angebot? russische. Also Anerkennung der territorialen Realitäten, Demilitarisierung, Entnazifizierung, Neutralität. Also allein wenn man das schon hört, Entnazifizierung, das muss man sich mal geben. Dass ein Diktator, der mit Truppen, mit SS-Symbol in ein Land reinmarschiert, von Denazifizierung spricht. Und Demilitarisierung, also die Das kenne ich jetzt Ukraine so soll nicht also aus der jetzt nicht Gemarkung. nur, nachdem sie Atombomben abgegeben hat, soll sie komplett ohne Waffen da sein, damit beim nächsten Mal der Überfall auch funktioniert. Also das ist klassische Impeachment-Politik. Die kennen wir, dass die immer scheitert bei Despoten und so funktioniert das halt nicht. Wo waren die SS-Symbole? Weil die kenne ich noch nicht. Wie? Also die russischen Truppen haben SS-Symbole oder? Nein, Einheiten, die Ach, Putin nahestehen. Wagner-Truppen meint er. Ah, Wagner, ja. okay. Ja, gut, aber Und also als die hätte andere hier. Seite hat dann Azov. Also da kämpfen dann quasi Ja, Nazi-Truppen aber gegen dann Nazi-Truppen wirklich unter anderem, ne? so eine kleine Splittergruppe, die man dann hervorstilisiert, wo Bilder aus 2014 genommen werden, was heute überhaupt nicht der Fall ist, wo sogar Juden mit drin kämpfen, bei einem jüdischen Präsidenten, das ist schon sehr absurd. Das ist halt klassische russische Propaganda, dass man sagt, das sind alles, das ist. Das sei Denazifizierung. Die Ukraine ist kein nationalsozialistischer Staat. Das ist halt einfach, Darum das sind geht es doch russische. gar nicht. Es geht um die Ja, doch, russische darum geht es. Sichtweise. Wenn so eine Forderung Nein. kommt, dann sieht man doch, dass sie nicht ernst gemeint ist. Wenn dann jemand Doch. sagt, ach, was ist denn daran ernst gemeint? Denazifizierung. Hat er zu viel Wodka gesoffen, als dass man so einen wirren Vorschlag macht?
Also, dass man das Land auch noch, Also. dass man dem Land sagt, okay, wir machen Frieden, ihr gebt uns die Hälfte eures Territoriums, dafür müsst ihr alle Waffen abgeben, damit ihr wehrlos seid und wir entscheiden, wer Nazis ist. Also, das ist ja Nein, Unsinn. das, also Azov beispielsweise, die haben de facto das Gewaltmonopol um die Gegend Mariupol ausgeübt seit dem Bürgerkrieg 2014. Andere Geschichte, auf diesen, das ist ein Punkt, der nicht so wichtig ist und der auch bei den russischen Forderungen nicht so wichtig ist. Am umstrittensten sind die Punkte, also Demilitarisierung und Entnazifizierung, das sind zwei Punkte, die haben während den Friedensverhandlungen in Istanbul nicht die große Rolle gespielt. Die größte Rolle hat vor allem die Forderung der Neutralität gespielt. Und jetzt ist halt noch die Forderung der Anerkennung der territorialen Realitäten dazu gekommen. Aber kommen wir jetzt nochmal zur Forderung der Neutralität. Selbst der ukrainische Chefunterhändler hat mittlerweile bestätigt, dass die Ukraine, also dass Russland 2022 im Frühjahr bereit war, sich aus der Ukraine zurückzuziehen gegen das Zugeständnis der Neutralität. Das hat die Ukraine damals aber abgelehnt, auf westlichen Druck hin. Ja, und das ist doch ihre souveräne Haltung. Haben wir das jetzt so Nachdem der korrekt? Westen Druck gemacht hat. Ach, der Ja, der Westen hat Westen hat. Druck gemacht. Also, das halte ich alles für ein ziemlich weites Framing, was man sich dann gerne so setzt. Die Ukraine ist souverän und die Ukraine entscheidet schon noch selbst. Wir sollten hier nicht diese Arroganz besitzen, diese sogenannte westliche Arroganz, über ein Land hinweg zu entscheiden, was hier gerade um ihr seine Existenz kämpft und wo täglich Menschen sterben. Wegen Russland, wegen Putin. Nicht Jetzt hör doch wegen, mal mit dieser nicht, ständigen nicht gegen, Moralisierung nicht auf. Das gegen. bringt Das doch hat keinen mit weiter. Moralismus überhaupt nichts zu tun. Das wird die ganze Zeit, wir wollen alle Frieden, wir wollen alle Frieden. Der Frieden ist nichts wert, wenn die Freiheit nicht da ist. So ist das einfach. Was will man denn mit Ja, welche wertlosen Freiheit? Ja, das Land will doch frei sein. In der Ukraine, da werden Oppositionelle zu 15 Jahren ins Gefängnis gesteckt, nur weil sie Frieden fordern. Was sind da Das die ist Verhältnisse? das Das hat Wort doch nichts mit Aboutism. Freiheit zu tun. Moment, Moment mal. Das ist Wort, erstmal ist das Wort Punkt. Aboutism. Und wenn Leute Frieden fordern in diesem Kontext, wir sind während eines Krieges, dann erklär mal genau, warum irgendwelche Leute ins Gefängnis geworfen werden. Meinst du jetzt Menschen, die sogenannte Oppositionelle, die auf der Seite Russlands stehen? Ja, eben nicht auf der Seite Russlands, die Frieden wollen, die Frieden fordern. Also Ja. beispielsweise der Vorsitzende der Union der linken Kräfte der Ukraine, Maxim Goldab, der wird mit 15 Jahren Gefängnis bedroht. Unter diesem Bedroht. Vorwurf, was? Bedroht. Also er ist nicht im Gefängnis. Er ist noch nicht im Gefängnis, nee. Okay, schön. Eben hieß es, sie seien im Gefängnis. Und es gibt auch Menschen wie eine Sarah Wagenknecht, die dauernd Frieden fordert. Nehmen wir das ernst? Nehmen wir genauso wenig ernst. Ich glaube, Dieses Agitator nimmt die ernst. erinnert mich immer, die gesamte Zeit erinnert mich sowas über solche Friedensforderungen, wie Menschen die ganze Zeit, ja, wir wollen einen Waffenstillstand in Gaza. Das ist genauso wirre Personen. Dahinter Aber stehen wollen wir ja nicht? meistens die bösen Absichten. Wollen wir keinen Waffenstillstand? Nicht unter den Bedingungen. Jetzt Wir haben ja lenkt noch man nicht vom Geiseln in Thema ab. Gaza. Wir waren gerade bei der Ukraine. Ja. Also ich will Aber überall Waffenstillstand, ehrlich gesagt. Also, ja, ich nicht. okay. Nö. Warum sollte ich Waffenstillstand mögen, wenn am Schluss der wichtigste Wert, die Freiheit, geopfert wird? Ja, aber wenn du halt erschossen wirst, dann bringt dir die Freiheit ja auch nichts mehr. Ja, aber die Freiheit ist für mich doch wertlos, wenn ich lebe unter Sklaverei und Knechtschaft. Ja, Dann doch schon. lieber erschießen. An sich kann man sagen, man will kein Leben führen, in dem man unfrei ist, aber also, wenn du erschossen wirst, dann ist halt überhaupt gar kein Leben mehr da. Dann stellt sich die Ja, Frage, dann ob ist es halt Freiheit oder vorbei, nicht, ja gar ja. nicht mehr. Dann ist es halt vorbei, ja. Das ist so ist halt das Risiko. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Das sagte schon Goethe in Faust 2. Ja, gut, aber es ist. Man wirft halt wieder durcheinander. Ob man jetzt einen Soldaten hat, der vielleicht sogar aus innerer Überzeugung gerne ins Militär geht, oder ob man halt einfach irgendwelche Leute zwingt, dass man sagt, so, du bist ein 18-jähriger Mann, ran an die Waffe, los geht's oder sowas, oder dass irgendwie in jedem Krieg sterben auch Zivilisten, weil einfach eine Bombe auf irgendein Haus fällt und sowas. Und da würde ich mir halt wünschen, dass diese Bombe eben nicht fällt, dass es da einen Waffenstillstand Das gibt und wünscht sich einfach, jeder. Das ja. wünscht sich jeder, dass keine Bomben fallen. Aber du musst halt Realist sein. Dieses dauernd Frieden schaffen ohne Waffengeschwafel bringt halt keinem etwas. Es ist ein Strohmann. Das hat keiner behauptet. Es geht darum, dass wir einen, ja, Kompromissfrieden mit Russland schließen. Und die Bedingungen hatte ich eben aufgezählt. Und du hast gesagt, dass die Ukraine, dass das eine freie Entscheidung wäre. Das ist völliger Schwachsinn. Die Ukraine ist völlig abhängig von westlichen Krediten. Sie konnte sich nie gegen ihren Hauptkreditgeber, politisch zur Wehr setzen. Die Ukraine ist dem Westen ökonomisch alleine völlig ausgeliefert. Wer ist jetzt genau der Westen? Du meinst die USA? Oder wer?
Die USA, die EU, ja, vor allem die NATO-Staaten. Und deswegen sagen Sie, wir wollen Krieg bis zum bitteren Ende. Wo sind dafür die Belege? Das, beispielsweise Lindsey Graham, als er letztens in Kiew war, hat er doch gesagt, das ist das beste Geld, was wir jemals ausgegeben haben. Sein Argument war, in diesem Krieg, da sterben eben Ukrainer, es sterben Russen, aber es sterben keine US-Amerikaner. Also wie gesagt, das beste Geld, das wir jemals ausgegeben haben. Das ist auch was, was viele Aber aus das ist ja der kein Belog. US-Administration immer wieder gesagt haben, dass sie diesen Krieg so lange weiterführen wollen, dass sie Russland hier eine solche Niederlage zufügen wollen, dass Russland eben nie wieder einen Krieg führen kann. Es geht in diesem Krieg nämlich darum, das westliche Monopol auf Angriffskriege zu verteidigen und nicht irgendwie die Freiheit der Ukraine oder so ein Aber Unsinn. das ist ja kein Beleg. Also wo ist jetzt genau das Beleg, dass die Ukraine darin so abhängig ist, dass sie nicht mehr entscheiden kann, also dass sie keine Das meinst Souveränität du? hat? Ja, Genau. das sieht man doch. Guck dir doch mal die Staatsverschuldung an. Also der Westen gibt der Ukraine aktuell Kredite, damit sie ihren Staat überhaupt noch aufrechterhalten kann in diesem Kriegszustand. Und die Ukraine wird von Tag zu Tag immer abhängiger vom Westen. Wenn sie ja sagt, ich bediene die Kredite nicht, dann sind sie halt pleite. Ja, aber dann haben sie halt keinen Krieg. Also ich sehe jetzt immer noch nicht, warum sie sich wegen ein paar Krediten, warum sie dann abhängig sein sollten. Ja, wenn sie die Kredite nicht bedienen, dann wird ihr Auslandsvermögen gepfändet und der Westen versucht das so einzutreiben. Also diese Wahl haben sie de Wie facto versucht gar der nicht. Westen es denn einzutreiben? Mit Krieg? Also dann hätten Was heißt Argentinien ist mit ja auch Krieg? pleite Also wir sehen gegangen. doch bei Ländern wie Argentinien, dass deren Ja. Auslandsvermögen gepfändet wurde, als sie gesagt haben, so, wir bezahlen das nicht mehr. Ja, Oder kommt beziehungsweise wir vor. machen eine Umschuldung. Das Ja. sehen wir doch. Ja, und? Ja. Argentinien gibt es immer noch. Ja, das ist so keine Option. Ja, weil ja. Argentinien hat dann aber unter einer konservativen Regierung später gesagt, wir zahlen diese Schulden zurück und hat sich damit in noch größere Abhängigkeiten begeben und ist jetzt komplett vom IWF abhängig. Also Ja, keine argentinische aber hat Regierung keinen kann Krieg. realistisch betrachtet eine Politik gegen den IWF machen. Nee, Ja, aber das heißt, in welchem ja. Krieg ist Argentinien aktuell, außer vielleicht Falklandinseln? Du hast das Beispiel Argentinien gerade Ja, gebracht. habe ich ja gebracht, genau, deswegen will ich ja wissen. Also, du sagst ja, Argentinien ist abhängig und das ist so dramatisch, aber die Ukraine hat eigentlich überhaupt gar keine Abhängigkeit offensichtlich in Bezug auf die Kriegsführung und einer Selbstverständlich hat sie da eine Friedenslösung. Abhängigkeit. Ja, warum denn? Also, wo? Was droht ihr denn, wenn sie jetzt Frieden mit Russland macht? Ja, dann könnte der Westen seine Unterstützungszahlungen entsprechend zurückfahren. Also Ja es und? war doch 2022 so, dass Boris Johnson nach Kiew gefahren hat und gesagt hat, er führt diesen Krieg weiter. Wir beliefern euch mit Waffen, bis ihr eure Ziele erreicht habt. Wenn er das nicht gemacht hätte, dann wäre die Ukraine schon 2022 bereit gewesen, einen Frieden mit Russland zu schließen. So zumindest der Nein, ukrainische nein, das. Chefunterhändler. Nein, das waren ja auch andere Interessen. Dann waren sie ohne die Waffenlieferung wäre die Ukraine jetzt Russland. Unsinn. 2022 gab Was es, wie denn? gesagt, die Möglichkeit eines kompletten Abzugs der russischen Truppen. Du argumentierst kontrafaktisch. Das, was du da gerade erzählst, ist von so vielen Personen, die an diesen Friedensgesprächen beteiligt waren, mittlerweile widerlegt. Aha. Darf ich eine Frage Ich will stellen? jetzt endlich mal die Quelle wissen, wo genau die Ukraine dermaßen abhängig ist. Also nicht souverän, also du sagst ja Das ist gerade die Quelle. Guck dir die Staatsverschuldung an. Guck dir die das ist Auslandsverschuldung an. Da irrelevant. brauchst du keine explizite Staatsverschuldung, das sind Quelle. nur Zahlen. Das sind nur Zahlen, die sind Ist nicht irrelevant. irrelevant. Ich hätte eine Doch, Frage dazu. die Länder bleiben ja bestehen. Nee, ich will jetzt wissen, wo die Abhängigkeit Okay. ist. Bisher habe ich keinen einzigen Beleg für die Abhängigkeit in Bezug auf die Souveränität bei der Kriegsführung gesehen. Es gibt keinen Beleg Also, dafür. Staatsverschuldung ist keine Abhängigkeit in diesem Kontext. doch, selbstverständlich, die Ukraine betreibt fast ihren gesamten Außenhandel mit westlichen Ländern. Also mit Russland betreibt sie logischerweise nicht mehr. Das war vor 2014 noch ein sehr großer Handelspartner. Und wenn die Ukraine weiter Außenhandel betreiben will, dann ist sie natürlich darauf angewiesen, sich gegenüber diesen westlichen Ländern folgsam zu verhalten. Sonst kann das, Warum? wie gesagt, sehr schwere ökonomische Folgen für sie haben. Ja, warum ein Land wie die Ukraine, von dem wir in weiten Teilen noch abhängig sind, aufgrund der Welternährung mit den Kornkammern, warum sollten wir dann mit denen abbrechen, wenn wir so eine hohe Abhängigkeit von denen haben als Westen? Das heißt abhängig. Das Ackerland ist doch zu einem guten Teil schon in der Hand amerikanischer Agrarkonzerne. Also, Ja, wieso? Dann fliegen die halt raus. was ist Also jetzt mal dein ganz ehrlich, wenn Argument? der Westen bricht, dann fliegen die ja raus. Die werden sie vor die Tür gesetzt. Die ganzen ukrainischen Oligarchen, die haben ihre Vermögen im Westen. Also selbst Na Zelensky und? ist ja auf den Panama Papers aufgetaucht. Also Ja und? Das ist doch nur Geld.
Es geht doch jetzt hier um die Na, aber das militärische wird dann enteignet, Abhängigkeit. wenn die ukrainische Regierung sich gegen den Ja, dann ist stellt. es halt weg. Also dann wird das Auslandsvermögen enteignet. Aber bei Ja, dann Geld ist es weg. Du ist wirst ja ein doch wohl sehen. Unterschied, ob man einen Kredit vergibt oder ob man eine Schenkung oder eine Spende oder so gibt, ne? Weil wenn du einen Kredit hast, dann muss man den ja zurückzahlen und dann ist man ja mehr oder weniger abhängig, oder? Also wenn du jetzt bei der Bank einen Kredit aufnimmst, dann bist du ja abhängig von der Bank, oder? Und wenn ich pleite bin, dann zahle ich es nicht zurück. Dann bin ich insolvent und das Thema ist durch. Ja, aber du kannst ja nicht halt einfach hohe Schulden aufnehmen und dann einfach irgendwie nach einem Jahr sagen, kann ich nicht bezahlen, ist jetzt Doch, halt so, geht. sondern die werden ja schon ihre Mittel und Wege haben, dir das dann irgendwie, das dann doch Nö, noch geht nicht. zurückzubekommen, oder? Nee, geht schon eigentlich. Schau doch UpRed an. Nein, aber das ist jetzt nochmal Ja, komplett gut, egal. aber das sollte ja nicht irgendwie ein Plan Nein, sein oder ich so, sehe nicht oder? die Abhängigkeit. Also ich sehe sie nicht. Ich sehe die militärische, also im Sinne der Souveränität, dass die Ukraine nicht entscheiden dürfte. Das würde ja bedeuten, dass Zelensky überhaupt nichts zu sagen hat. Geht doch Dann nicht haben die gut, überhaupt ja nicht. keinen Der Rest übt. Präsidenten. Ja, was Das meinst du, geht wie doch nicht viel hat er überhaupt denn zu nicht. sagen? Ist er jetzt der, der am meisten zu sagen hat, oder steht der auch unter Druck von Ja, bestimmten Dingen? wer hat denn jetzt was zu sagen in der Ukraine? Offensichtlich kein Ukrainer. Also so ist die Behauptung. Ist sie überhaupt nicht, du unterstellst mir dauernd Sachen, die ich nie gesagt habe. Doch, Also, hast du doch gesagt. Du hast doch die mit der gesagt, es gibt Ukraine keinen ist Frieden. Die entsprechend ihrer Ukraine. finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt. Ich habe nicht gesagt, dass sie nichts zu sagen hat. Ich habe gesagt, dass die Souveränität eingeschränkt ist, weil der Großteil des ukrainischen Staatshaushalts, weil der Großteil des ukrainischen Außenhandels zusammenbrechen würde, wenn der Westen eben seine Finanzierung einstellen würde. Wer da das Geld bezahlt, der bestimmt darüber, wo es lang geht. Aber die Wirtschaft ist doch eh schon im Arsch. Was soll sich denn daran ändern in einem Kriegsland? Also wer hindert denn die Ukraine daran, Frieden zu machen mit Russland? Ist es jetzt der Westen? Ja, natürlich. Ja, die ukrainische Regierung ist natürlich selbst natürlich auch dazu entschlossen, weiterzukämpfen. Da hat sie im Frühjahr 2022 geschwankt und da war es der Westen, der Druck gemacht hat, der sie schließlich zu dieser ja sehr harten, konfrontativen Position gebracht hat, die sie gerade hat und wo sie sich gerade festgefahren hat. Also wir sehen ja, dass das nicht weitergeht. Wir sehen, dass Hunderttausende Menschen sterben, aber sich an der Frontlinie nichts groß bewegt. Also wir sehen doch, dass dieser Krieg mehr oder weniger gescheitert ist, dass es letztlich nur einen Waffenstillstand geben kann. Aha. Aber ich seh immer noch nicht die Abhängigkeit. Also ich sehe sie nicht. Also die Behauptung mit irgendwelchen Schulden ist irrelevant. Also das begründet keine Abhängigkeit. Vielleicht gibt es einfach Gut, dass du ein das so Land, siehst. Also nein, vielleicht gibt es einfach ein Land, was nicht akzeptieren möchte, dass es überfallen wird. Das kann ja sein. deine Behauptung, deine These ist jetzt, ich will dir jetzt nichts Falsches unterstellen, aber deine These ist jetzt, wenn der Großteil eines Staatshaushaltes von einem Land, von anderen Mächten bezahlt wird, wenn die Armee mit den Waffen von anderen Mächten ausgerüstet ist, wenn ja. Der Großteil des Außenhandels dieses Landes wahrscheinlich zusammenbrechen würde, wenn es sich mit diesen anderen Mächten verkrachen würde, dass dieses Land dann völlig frei entscheiden kann, was es tut. Das ist deine These gerade. Also Yes, den Konsens auf Frieden, ja. Den angenommen Konsens auf Russland, Frieden. darf ich was fragen? Angenommen Russland würde sich jetzt zurückziehen und rausgehen und die Ukraine hätte, ja gut, gewinnen kann man ja nicht sagen in so einem Fall, aber immerhin nicht verloren. Also würden dann vielleicht EU oder Amerika kommen und Ansprüche stellen und sagen, ey, passt mal auf, wer hat euch eigentlich geholfen damals? Jetzt im Gegenzug verlangen wir das, das, das? Oder also, wie würde ein Ende davon aussehen? Was meint ihr? Die haben ja wahrscheinlich Kredite bekommen, die sie zurückzahlen müssen. Also natürlich hat dann wirtschaftlich, wenn es um den Außenhandel geht, haben diese Länder eine Menge mitzureden. Aber die kommen jetzt da nicht an und stellen irgendwelche territorialen Ansprüche oder irgend sowas. Oder sagen, wir möchten jetzt das und das haben. Das halte ich für weit hergeholt. Sondern? Also wie machen die das? Die sagen, ihr müsst uns irgendwie Geld geben oder wir dürfen unsere Firmen bei euch stationieren oder Es sowas? gibt da mit Sicherheit bilaterale Abkommen, wo beide was davon haben. Das ist halt Hm. Wirtschaft. Aber da ist dann ja vielleicht auch nicht mehr so die Freiheit, wenn die Also, ukrainische Firma ja, sagt, wir das ist. wollen jetzt hier gerne hin und dann sagt man, nee, ist schon reserviert für eine amerikanische oder sowas. Ja, das kommt immer drauf an. Natürlich, wer soll denn sonst dort die Geschäfte machen? Also mit Russland werden sie ja auf lange Hinsicht keine Geschäfte machen. Ja, eigene vielleicht, oder? Ja, das müssen sie dann entscheiden. Aber es ist halt wirklich, ist Dreh- und Angelpunkt ist immer noch die Behauptung, dass die Ukraine
selbst nicht den Frieden entscheiden kann. Und das sehe ich ganz anders. Ich behaupte weiterhin, dass sie voll souverän darüber entscheiden kann. Die Folgen sind auf jeden Fall nicht so gravierend. Ich behaupte, dass sie eine eingeschränkte Souveränität hat. Aber wie gesagt, ich würde nicht sagen, dass die ukrainische Regierung gar nichts mehr zu sagen hat. Das hast du mir ja vorhin unterstellt. Aber natürlich hat die auch einen eingeschränkten Verhandlungsspielraum. Ich meine, der Westen liefert ja auch die Waffen und dann kann die Ukraine entscheiden, inwieweit sie die einsetzt. Das ist ja auch die militärischen Entscheidungen liegen ja letztlich in der Ukraine, auch wenn der Westen da massiv unterstützt. Nun Ja, ja, jetzt ist ich es bin selbst aber der aus Meinung, dass westlicher die schon Sicht von mir nicht eben. unterstützt. Ich finde, man müsste viel mehr hinschicken. Ich finde, dieses Rauszögern finde ich ganz schrecklich. Meinst du denn, wenn man noch mehr Waffen schickt, dann hört es auf? Also ab wie viel militärischer Unterstützung könnten wir davon ausgehen, dass dieser Krieg Es kommt aufhört? darauf an, was für Waffen wir schicken. Also wir haben ja gesehen, dass hochmoderne Waffensysteme durchaus helfen, wie Luftabwehr oder auch wie Kampfjets. Also es bringt überhaupt nichts, dass wir denen irgendwelche Sturmgewehre schicken oder Helme. Das, Na, daran Helme waren scheitert ja es. ganz am Anfang nur, oder? Macht man Ja, das überhaupt noch, das ist alles oder? Quatsch. Nein, sie müssen sich so weit ordentlich verteidigen können, dass sich dieser Krieg auch für Russland nicht lohnt. Das ist Das halt ist das völlig Problem. unrealistisch. Also Aha, aktuell wieso denn? verbessert sich die russische Verhandlungsposition jeden Monat, einfach weil die Ukraine demografisch immer mehr ausblutet. Die Ukraine hat schlichtweg weniger Rekruten, wie sie an der Front verheizen kann. Selbst das Ja. österreichische Bundeswehr hat mittlerweile in einer Analyse eingeräumt, dass die ukrainische Sommeroffensive gescheitert ist. Dass die Ukraine ein großrussisches Gebiet hat erobern können und ja, dass die militärischen Planungen der Ukraine gescheitert sind. Und dabei beruft es sich unter anderem auf Saluzhny, also dem Kommandierenden der ukrainischen Landstreitkräfte. Also wir sehen auch, dass es nicht mehr weitergeht. Und da muss man halt schauen, dass man Waffensysteme schickt, damit Russland daraus keine Vorteile zieht. Ja, das ist halt leider so. Nee, man muss zu einem Frieden kommen, zu einem Ja, Kompromissfrieden. welcher? Nur welcher? Also eben hieß es ja, dass es die Ukraine wird es ja erstmal selbst erkennen können. Die wissen ja, wie die militärische Lage ist. Und wenn sie erkennen, dass sie da keine Chance haben, werden sie ja nicht so blöd sein und zu sagen, wir kämpfen jetzt einfach weiter. Ja, Selenskys Regime, das profitiert ja aktuell davon, dass dieser Krieg weitergeführt wird. Ich Also finde das es ist eine übrigens auch extrem korrupte. schrecklich, einen demokratisch gewählten Präsidenten als Regime zu bezeichnen. Also er hat alle Wahlen bis auf Weiteres abgesagt und die linken Oppositionsparteien in der Ukraine verboten. Es Also nennt sich Krieg. ja. Das ist normal. Im Krieg finden keine Wahlen statt. In manchen Staaten finden auch im Krieg Wahlen statt, Ja, aber sehr erfahrene Staaten, wo sie dann vielleicht außerhalb den Krieg haben, aber üblicherweise finden dann keine Wahlen statt im Krieg. Also das ist keine Basis, um einen demokratisch gewählten Präsidenten eines demokratischen Landes mit als Regime zu bezeichnen. ja, definier doch mal neutral Regime. Ja, ein Regime ist etwas negativ Besetztes, wie zum Beispiel Staaten, in denen es keine freien Wahlen gibt oder nur manipulierte Wahlen, wie zum Beispiel die Türkei oder der Iran. Das sind Regime. Ja, also Staaten, die beispielsweise ihre Opposition verbieten, wie die Ukraine. Und in der Türkei, da könnte man jetzt ja auch sagen, okay, da herrscht Krieg. Was ist das für eine dämliche Argumentation, um zu sagen, wir können das jetzt nicht als Regime bezeichnen, Nein, weil die sich nein, gerade im Krieg nein. Ich befinden? habe Also eine die Türkei naive befindet sich gerade auch Frage. im Krieg. Ich habe eine naive Frage. Wir haben ja diesen Demokratieindex. Kann man das daran sehen? Also da stehen ja so Definitionen. Ich weiß nicht, wer den kennt, von The Economist. Okay, das ist jetzt ein bisschen leider rausgezoomt, aber meint ihr das vielleicht? Da gibt es ja auch so Definitionen, was eine Demokratie oder was ein Regime ist. Warte, ich versuche es ein bisschen hier besser einzublenden. Machen wir mal so vielleicht. Ja, hier so funktioniert es. Also hier haben wir Länder, ne? Hier ist zum Beispiel Norwegen, ist Platz 1. Das ist hier vollständige Demokratie. Ihr kennt den beide, oder? Ja, nur oberflächlich. Okay, also jedenfalls, sie ist halt so eine. Wenn du mich jetzt fragen würdest, nenn mal ein Beispiel für eine gute Demokratie oder für ein Regime, dann ich glaube, ich hätte die auch ungefähr so sortiert. Obwohl Ich. Demokratie würde ich sagen Schweiz. Ja, aber die Schweiz ist Platz 7, Ja, die nachdem. sind ganz oben. Vollständige Demokratie ist Platz 1 Norwegen. Also wir können uns wahrscheinlich einigen, Schweiz und Norwegen sind beides gute Demokratien, oder? Also hier steht vor der Schweiz sind Dänemark, Finnland, Schweden, Island, Neuseeland und Norwegen. Das sind ja eigentlich alles ganz nette Länder. Jedenfalls hier haben wir, wenn man hier mal guckt, Ukraine ist laut dem Ding ein Hybridregime. Also wären wir in der Mitte zwischen euch beiden, oder? Ich würde Also, nicht als Regime bezeichnen, leider. okay. ich habe mich mit diesem Index jetzt nicht en Detail auseinandergesetzt, deswegen kann ich dazu
Leider nicht sagen, aber Also hier ist ja, sowas weil wie, wir sowas wenigstens wie. so verschiedenste Dinge zusammengeworfen werden, sehr vorsichtig, ehrlich gesagt. Okay. Ich würd das eher als defizitäre Demokratie bezeichnen und nicht als Hybridregime. Also du, hier gibt es, also es gibt hier in dieser Sortierung gibt es vollständige Demokratie, unvollständige Demokratie. Das wäre dann sowas wie Argentinien oder Brasilien. Dann gibt es hier Hybridregime, da haben, wird die Ukraine einsortiert, und dann gibt es autoritäres Regime. Das ist dann hier sowas Kambodscha und Äthiopien und sowas. Also eher nicht vollständig, würde wahrscheinlich eher passen. Du würdest es ein Also bisschen nach oben sortieren, hier so Richtung ja, Serbien, Singapur und sowas. eher dort, ja. Okay. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben Kriegssituationen. Ja. Und in der Kriegssituation wird Wo ist Deutschland Russland? in Russland ist Deutschland, übrigens autoritäres Regime, das ist hier ganz ja, unten. das ist ganz unten, das ist Ja, klar. also es sind noch ein Wenn paar Deutschland drunter, aber nicht den mehr Kriegsfall viele. hat, Also. wenn Deutschland den Kriegsfall hat, dann haben wir auch gewisse demokratische Mittel eingeschränkt. Dann gibt es die halt auch nicht mehr bei uns. Also hier, ne, sowas wie Afghanistan ist ganz unten, Nordkorea und so, die sind noch unter Russland, aber Russland ist jetzt auch nicht besonders weit oben, ne? In einem Chat lacht jemand über defizitäre Demokratie. Entschuldigung, dass ich den wissenschaftlichen Fachbegriff genannt habe, so wie er in der Okay. Politikwissenschaft zitiert wird. Man kann sich darüber lustig machen über die Wissenschaft, aber das mache ich dann lieber nicht. Also wir sind ja auch alle eigentlich nur, also es gibt ja keinen Universalgelehrten mehr. Wir haben ja alle unsere Flecken, wo man vielleicht irgendwas nicht weiß, und dann klingt irgendwas vielleicht erstmal albern, aber naja, vielleicht wenn man ein bisschen weniger urteilt über andere Ja Leute, klar, dann kann man. mein Fachgebiet ist auch eher der Nahe Osten. Okay. Aber ich befasse mich natürlich mit der ganzen Situation in der Ukraine auch aus eigenen Interessen, weil wir dort als Flüchtlingshelfer unterwegs sind. Ich glaube, Nahe Osten habt ihr auch nicht genau die gleiche Meinung, aber. Also, Agitator hat das, du hast dir das, glaube ich, erst vor kurzem angeguckt, das ganze Nahost-Thema, ne? Bin ich auch nicht so tief drin wie in der Ukraine. Also Also, da würde ich jetzt, ja, da ja. braucht man jetzt, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Wir haben ja gerade über die Ukraine Du hast diskutiert. immer Um Michael den Lüders Nahen zitiert, Osten zu glaube ich, aber. begreifen, braucht man mindestens 10 Jahre. Okay, ja, gut. Also, ich würde mir da auch bei keinem von den beiden Kriegen anmaßen, das völlig zu verstehen. Aber ich habe das Gefühl, ich lerne vielleicht gerade ein bisschen. Ich finde es ganz interessant, eurem Gespräch zuzuhören, auch wenn es ein bisschen hitzig wird. Ich würde auch den Chat noch mal bitten. Wir haben da so ein bisschen zwei Lager. Also ein paar Leute sind auch einfach interessiert und beteiligen sich einfach so, aber hin und wieder wird auch mal die eine oder andere Seite eingenommen und die andere Seite dann abgewertet. Ich würde euch bitten, Ja, das ein bisschen weniger zu machen. das Ja. passiert dauernd, weil natürlich auch Menschen geprägt sind, oft durch Anti-Amerikanismus und deswegen auch sich nicht genug mit Putin und Russland befassen und darin vielleicht in irgendeiner Weise auch vielleicht autoritätsliebend so eine sexualdevote Haltung gerne einnehmen. Das sehe ich zumindest bei diesen ganzen Putin-Anhängern. Das ist schon fast sexuell in der Art und Weise, wie er verehrt wird. Was? Da hätte Freud wahrscheinlich seine große Freude daran, das mal zu analysieren. Wie würdest du denn Anti-Amerikanismus definieren? Bin ich anti-amerikanistisch oder Anti-Amerikaner oder also ab wo Nein, ist man das? sehe ich nicht. Aber wenn man den USA halt alles Mögliche vorwirft, was man anderen Ländern nicht vorwirft, dann sind das halt Doppelstandards, die unangenehm sind. Also wenn ich Afghanistan und Ukraine beides kritisiere, dann ist es nicht. Wenn ich sage Putin scheiße und George Bush auch scheiße, und dann geht Das es. ist kein Anti-Amerikanismus, das Okay. sind beides zutreffende Aussagen. Gut. Also eigentlich könnte man die auch gemeinsam nach Den Haag stecken und dann in eine Auf gemeinsame jeden Fall. Knastzelle. Auf Okay. jeden Fall. Okay. Also Du darüber hast gibt es gerade halt von eine Putin-Freunden Diskussion. gesprochen. Also welche Putin-Freunde würdest du denn in Deutschland sehen, also in der großen Politik? In der großen Politik, Sevim Dadelin, Sarah Wagenknecht, das sind für mich große Putin-Freunde. Was haben die denn gesagt, was so Putin-freundlich ist? Indem sie die klassische Putin-Propaganda 1:1 wiedergeben und einen Anti-Amerikanismus an den Tag legen, der schon wirklich herausragend ist. Ich habe eine Zwischenfrage. Können wir Propaganda überhaupt zielsicher erkennen? Weil Wenn man Worte Propaganda ist, man sagt ja, dass das. 1:1 übernimmt schon und Aber man sagt doch, dass immer das Erste, was in einem Krieg stirbt, die Wahrheit ist, und dass wahrscheinlich alle Seiten mächtige Propagandamittel haben. Das ist ja, inzwischen ist das ja eigentlich in jedem Krieg von beiden Seiten vorhanden. Also auf der USA- und Ukraine-Seite gibt es wahrscheinlich auch Propaganda, genauso wie es in Russland Propaganda gibt. Das ist Ja, ja. natürlich. Also, wie können wir das Also unterscheiden, was jetzt richtige Nachrichten sind und was Propaganda ist? Propaganda ist erst einmal ein Begriff, der übrigens nur in Deutschland negativ besetzt ist. Weltweit, ansonsten ist es ein ganz neutraler Begriff. Ja, man kann es genauso gut PR nennen oder so, das meint wahrscheinlich das Genau. Gleiche, ne?
PR wäre besser, weil wir sonst immer hier diesen leichten Klumpfuß mitschwingen haben, namens Goebbels. Und das ist der Nachteil in Deutschland. Also, wenn du Ja. mit einem Amerikaner über Propaganda redest, dann ist der ganz verwundert, wenn man dann so negativ darauf reagiert. Ja, aber woher können wir denn wissen, was Putin-Propaganda ist und ob wir nicht selber auch Opfer von anderer Propaganda sind vielleicht? Ja, wir haben klassische neutrale Medien oder objektive Medien. Das sind diverse Zeitungen, die journalistisch arbeiten, und wir haben PR-Sender. Und darunter muss man halt unterscheiden, wer journalistisch arbeitet und wer nicht journalistisch arbeitet. Wen Also würdest zum du da Beispiel reinsortieren? Russia Today zum Beispiel ist per Definition kein Journalismus, Okay. Aber sondern ist ein wer PR-Sender. ist das, wer nicht und wonach sortiere ich das? Anhand der Arbeitsweise. Also wenn man objektiv als Journalist arbeitet, hast du nicht ein Narrativ, was du dauernd streuen musst. Aber macht die Bild-Zeitung Journalismus oder ist das Propaganda? Also die Bild-Zeitung hat Kampagnen. Das ist per Definition, also ich sage es erstmal wissenschaftlich. Wissenschaftlich gesehen ist es Journalismus, aber es ist halt Kampagnenjournalismus. Das ist mal eine gewisse Art und Weise. Und im Bereich auch ihrer Politikredaktion, auch wenn die Bild-Zeitung im Bereich Unterhaltung und Show und Gossip so verrufen ist, im Bereich ihrer Politikredaktion ist sie schon verdammt gut in Deutschland. Sie gehört zu den krassesten journalistischen Redaktionen. Auch wenn man die Zeitung abwerten mag, von ihren Recherchen her kommen nur wenige bei ihr mit. Du hast gerade davon gesprochen, dass Wanknecht und Dardelin Putins Propagandanarrative verbreiten würden, aber kein Beispiel genannt. Hast du denn ein Beispiel? Was ist denn eins von Putins Propagandanarrativen? Zum Beispiel das Narrativ, dass die NATO Russland bedroht. Ich sehe das Also nicht. einfach, das ist der Realismus, das ist eine politikwissenschaftliche Denkschule, die sagt einfach, wenn Staaten mächtiger werden, dann sehen andere Staaten sie automatisch als Bedrohung. So also diese realistische Annahme, die ist schon Putins Propagandanarrativ. Ich finde das Propaganda, weil die NATO ein Verteidigungsbündnis ist. In welchem Krieg hat die NATO denn angefangen hier in Europa bisher? Serbien 1999, als man die völkerrechtswidrige Sezession des Kosovo erreichen wollte. Weil sie interveniert hat bei einem Völkermord. Welchen Völkermord? Also das Abschlachten von Muslimen dort unten gab es nicht. Doch, doch, da gab es definitiv Massaker, sowohl von der UÇK als auch von der serbischen Armee. Das Genau, bezweifle und ich nicht. da ist man Aber die dazwischen gelaufen. Behauptung, dass dort ein Völkermord geplant wäre, dafür gibt es keine Belege. Nö, wieso? Das sind die per Definition, dass die Merkmale eines Völkermords sind dort gegeben, vor allem auch mit der gewissen Vernichtungsabsicht, die ja grundlegend ist bei der Genoziddefinition. Behauptest also, 1999 wollte Serbien die albanische Bevölkerung im Kosovo, also die ethnisch albanische Bevölkerung, dort vernichten. Vernichten komplett, aber sie zumindest durch Massaker nachhaltig beschädigen. Und das reicht für Völkermord. Völkermord muss ja nicht bedeuten, dass man eine ganze Bevölkerung auslöscht. Also, Hast du einen Beleg dafür, irgendeine Aussage von einem Srebrenica serbischen erfüllt in meinen Augen die Spitzenpolitiker? Merkmale des Oder Völkermords, ja. hast du einen Beleg dafür? Die Merkmale des Völkermords. Nein, nicht für die Merkmale des Völkermords, dafür, dass es die serbische Regierung einen Plan dafür gehabt hat, zumindest einen Teil der ethnisch-albanischen Bevölkerung zu vernichten. Also wenn der Internationale Gerichtshof es selbst als Völkermord einstuft, was widerspricht dem dann? Ja, aber hast du einen Beleg dafür? Für Ja, das, was im Kosovo. Massenabschiebungen. Gut, wie gesagt, das wäre jetzt, bin ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so tief im Thema drin, aber deswegen frage ich dich, ob du da einen konkreten Beleg dafür Das sind hast. Es ist ja auch Massenerschießungen. Da ein großer beruft sich etwas. Altersunterschied zwischen euch, Also der ne? Internationale Gerichtshof hat sich darauf berufen und hat gesagt, die Massenerschießung, das Massaker von Srebrenica wird als Völkermord eingestuft. Srebrenica war in Bosnien, das ist ein völlig Genau, anderer wir reden hier Krieg. Jugoslawien, aber du hast ja das Intervenieren. Du hast ja das Intervenieren Nee, der NATO. Jugoslawien, dem 1999 ganzen, reden wir. und das Das ist ist 1994. der Gesamtkomplex Jugoslawienkrieg.
Nee, das ist kein Gesamtkomplex. Du vermischst hier gerade zwei Kriege, die wenig miteinander zu tun haben. Das hatte ich nämlich schon befürchtet bei deiner Argumentation. Und im Kosovo? Du meinst den Kosovo-Krieg, meinst du? Mhm. Ich meine den Kosovo-Krieg, ich meine nicht den Bosnien-Krieg. Okay, warum hat die NATO interveniert? Ja, um ein Gebiet aus Serbien herauszuschlagen und ja, halt so ein Gebiet zu haben, wo man NATO-Truppen stationieren kann. Also Also um Serbien Territorium zu nicht wegen der klauen. Kriegsverbrechen. Nee, das war ein Eroberungskrieg. Ein Eroberungskrieg bedeutet aber nicht, dass man Kriegsverbrechen begehen muss. Ja. Ja, ist so. Kriegsverbrechen sind doch nicht die Grundlage eines Eroberungskriegs, zivile Gebäude anzugreifen. Das hat die NATO ja gemacht. Was ist jetzt dein Argument? Nein, nein, ich rede hier von UÇK und Co. Ja, aber nochmal, was ist jetzt dein Argument? Also nach meiner Argumentation hat die NATO interveniert, auch aufgrund der diversen Kriegsverbrechen dort. Du hast es damals noch live mitbekommen, Aber oder? Du das ist bist ja völkerrechtswidrig, ja, ich habe das. keine Also, Rechtfertigung. das Völker. heißt, ich habe, da war ich relativ jung. Ich glaube, wie alt war ich da? 16 oder so. Ja, gut, aber guck mal, Agitator gab es ja noch gar nicht. Der war da noch gar nicht geboren. Deswegen habt ihr vielleicht auch noch einen anderen Blick darauf. Also, ich erinnere mich auch noch aus meiner Jugend oder Kindheit, dass manchmal irgendwie Milosevic im Fernsehen war und sowas. Dann hat man vielleicht einen anderen Blick darauf, als wenn man das so hinterher erst sich alles drauf schafft oder dazu was liest, als wenn man, ne, direkt während es passiert schon Berichte darüber hört. Aber ja, redet ruhig weiter. Ich finde es interessant. Ja, Ich wollte man, es nur mal, ich wollte so, es nur mal also einwerfen, wir dass Deutschen hier. haben uns ja daran beteiligt und es ging ja auch darum, also man hat ja im Kosovo unter anderem die albanische Bevölkerung gestützt. Das hat ja einen gewissen Grund. Und wenn die NATO dort reingeht, ohne dass man sie dort haben möchte, und warum wurden dann gerade die Deutschen dort so gefeiert von der Bevölkerung? Ja, das ist ja jetzt ein sehr seltsames Argument. Also Nein, nein, ich will, in der es geht hier Ostukraine, da um unseren benutzt Krieg Russland zu genau beenden. den gleichen Vorwand. Nein, In der nein, man hat ja den Ostukraine, Krieg da beendet. rechtfertigt Russland seine Intervention mit genau den gleichen Vorwänden, die du gerade in Bezug auf den Kosovo bringst. Das zeigt, dass da Nee, auch keine wo? Konsistenz in deiner Nein, Argumentation ist. nein, ich sehe bei dir die Konsistenz nicht, weil du ja das als Beispiel nimmst und dann sagst, es sei ein Angriffskrieg gewesen. Es ist kein Angriffskrieg, es ist aber eine Intervention. Selbstverständlich war das ein Angriffskrieg. Das ist verboten laut Völkerrecht. Man darf doch nicht in einem Gebiet einmarschieren mit dem vorgeblichen Willen der dort lebenden Bevölkerung. Also nach der Logik wäre ja auch die Krim-Annexion 2014 nicht völkerrechtswidrig gewesen. Das ist doch völliger Quatsch. Okay, also gab es, haben die Serben sich, die Albaner dort gut behandelt. Wir sind dort Nein, reingegangen, um das einen habe Krieg ich zu nicht beenden. behauptet. Aha, okay. Das habe ich nicht behauptet. Naja, Aber ich will das nur wissen. was Also, du dort gerade argumentierst mit dem Massaker von Srebrenica, der mit ich diesem sage, Krieg man geht nichts dort zu tun rein hat, als NATO, das um passt die nicht albanische zusammen. Bevölkerung zu schützen. Und du sagst, das ist völkerrechtswidrig. Es war auch völkerrechtswidrig. Wer sagt das? Diese Responsibility to Protect Einsätze. Das war ein Und Mittel, ja, mit dem man das im Nachhinein gerechtfertigt hat, ein völkerrechtswidrig Mittel war. zur Aufweichung des Völkerrechts. Und wo ist das beschrieben, genau? Dass das völkerrechtswidrig ist, bei Kriegsverbrechen einzugreifen? Es gibt ein Gewaltverbot. Es gibt ein UN-Gewaltverbot. Es gibt auch ein Wieso ein Gewaltverbot? Also UN-Folterverbot, ein hält sich ja auch Gewaltverbot. keiner dran, oder? Also, ja. Also man darf keine Gewalt einsetzen, wenn man sieht, dass es gibt dort Kriegsverbrechen. Man darf auch nicht die territoriale Integrität anderer Staaten verletzen. Genau das hat die NATO dort gemacht. Ja, aber du musst doch die Rechtsmittel abwägen. Also auf der einen Seite haben wir Verbrechen gegen die Menschlichkeit und auf der anderen Seite haben wir die Souveränität eines Staates. Was ist höher zu Ja, aber bewerten? die NATO hat doch auch Verbrechen gegen die Menschen, Kriegsverbrechen begangen, zumindest im Serbienkrieg. Sie hat doch die zivile Infrastruktur Ja, dort in Schutt und das ist Asche jetzt gelegt. Whataboutism, jetzt auch. Ja, aber sag es mal. Das ist kein Whataboutism. Du kannst doch nicht sagen, wir begehen jetzt Kriegsverbrechen Nein, und sag mir das doch mal. rechtfertigen wir Also, du mit hast eben Kriegsverbrechen, gesagt, die es vorher begangen entspricht wurden. nicht. Nein, nein, lenk nicht ab, bitte. Du hast gesagt, Nee, es ich ist nicht lenke nicht ab. gerechtfertigt. Also, Doch, du wenn die lenkst NATO ab. Kriegsverbrechen begründet, mit Nein, Kriegsverbrechen, die nein, vorher darum begangen geht es wurden. nicht. Wir reden nicht davon. Wir reden davon, Doch. ob die Intervention gerechtfertigt war aufgrund der Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Wie gesagt, das ist eine Frage, die müssen letztlich Völkerrechtler klären. Du hast da Ja, da haben sie wahrscheinlich mehr geklärt. Ahnung von als Deswegen, ich, aber.
Haben Sie geklärt, deswegen, Sie Nee, sind haben sie eben nicht geklärt. doch, doch, Also natürlich. das ist Unsinn, da gibt es immer noch eine Debatte. Das ist so völliger Ach, Unsinn. immer noch eine Debatte. So Also, einfach, wie du es Sie gerade haben darstellst, diskutiert. ist es schlicht und ergreifend nicht. Aha. Ich glaube, wir kommen an der Stelle auch nicht mehr groß weiter. Also, bevor wir hier noch über weitere Kriege aus der Vergangenheit diskutieren, oder wäre es, glaube ich, besser, zur Also Ukraine ich sehe zurückzukommen. Ich jedenfalls meine, die das war NATO, ja ich sehe knapp, die wie es NATO hier in gekommen dem ist. Kontext nicht als Aggression. Ja, dann nimm den Krieg in Afghanistan, wo die NATO in Afghanistan einmarschiert ist 2001. Waren das die USA oder war das die NATO? USA haben den NATO-Verteidigungsfall ausgerufen und dann Operation Enduring Freedom mit anderen Hm. NATO-Ländern zusammen Afghanistan Ja, überfallen. weil die USA angegriffen worden sind durch Von Osama bin Laden. Al-Qaida, nicht von Taliban. Genau, unterstützt durch die Taliban und versteckt war Osama Nicht bin Laden. unterstützt. Natürlich waren die unterstützt. Hast du irgendwelche Belege dafür? Ja, wo war er denn? Er hat sich doch in Afghanistan versteckt. Weiß man das inzwischen? Weil er Ja, getötet wurde, genau. Die er ja am Ende Taliban in haben über. Pakistan, oder? Also da. Ja, das ist ja Grenzgebiet. Wenn man dann rüber, er war ja mal in der Grenzregion immer unterwegs. Okay, also er war da 20 Jahre, ist er da zwischen Pakistan und Ja, und nur Afghanistan immer hin und her dass der gegangen Krieg und am Ende am Schluss beschissen geführt wurde, ja, das haben dann die USA versaut. In den deutschen nicht Gebieten am lief es Schluss, das war einigermaßen ja von gut. Anfang an ein völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Du kannst doch nicht, weil ein Staatsbürger aus einem anderen Staat dein Land angegriffen hat, sagen, okay, jetzt überfalle ich den Staat. Also, Das ist ja das nicht ein passt Staat, ja das ist vorne und eine hinten nicht. Organisation, die unterstützt wird. Zumal Osama bin Laden Staatsbürger in Saudi-Arabien war, wie die meisten anderen Attentäter des 11. September, und sich in Afghanistan zu dem Zeitpunkt nur aufhielt und die Taliban mit den USA vorher über eine Auslieferung verhandelt hatten. Und diese Auslieferung ist nicht zustande gekommen, unter anderem, weil die USA völkerrechtswidrig Angriffe auf ja, afghanisches Staatsgebiet geflogen hatten, auf Taliban-Stellungen vorher. Und haben die Taliban Verstecke geboten den Al-Qaida-Terroristen? Ja, aber sie haben mit den USA eben über eine Auslieferung verhandelt vorher. Die USA waren zu Verhandlungen nicht bereit, sondern sie sind dort einfach einmarschiert. Was behauptest du jetzt, dass die dazu nicht bereit waren? Also die Taliban waren zu Verhandlungen bereit, die USA haben Bomben geworfen. Das Das war die behaupten die Situation Taliban. 2001. Das behaupten die Taliban. Ein Verbrecherregime. Ja, ist ja großartig. Ein Verbrecherregime. Ach Ja. so, ach so. Regierungen, die dem Westen Ja. feindlich gesonnen sind, die haben natürlich nie recht, aber der Westen hat immer recht. Das ist ein sehr komplexes Achso, Weltbild, was du hast. nur weil sie dem Westen feindlich gesonnen sind, okay, Menschen von Hausdächern werfen, weil sie homosexuell sind, Frauen steinigen, weil sie sich nicht ganz nicht bedecken. Gott, Also jetzt hör okay. doch mal auf, schon wieder moralisch zu Nein, das argumentieren. ist Ja, das normal. ist Das jetzt ist okay, wieder ein das bisschen ist okay. aus, Genau, ne? Rüber. Du sagst, dass man, oh, sie sind im Westen nicht wohlgesonnen. Das sind faschistische Regime, mein Freund, die tagtäglich Menschen verbrechen, die die Menschlichkeit begehen. Und du sagst, ja, die sind im Westen nicht wohlgesonnen. Fang doch mal an, diesen Kulturrelativismus hier abzulegen. Man könnte das vielleicht vergleichen Ein mit. Kulturrelativismus. Ich bewerte es im Gegensatz zu dir nicht moralisch. Du setzt da gleich wieder irgendeine moralische Bewertung Natürlich rein, setzt um sich da die eben Moral die. an. Darum geht es ja. Es geht darum, ob die universellen Menschenrechte gelten oder nicht. Offensichtlich für dieses Regime nicht. Aber wir können uns ja einigen, dass Ja, die. aber für das westliche Regime in Afghanistan eben auch nicht. Können wir uns Doch, einigen, natürlich. dass Im weitesten mehrere. Sinne schon. Ich hab Okay. zumindest bisher keine Homosexuellen gesehen, die von irgendeinem Hochhaus in Denver geworfen werden. Aber es Ja, gibt. aber jeder, Ja, in dem aber. aber in Afghanistan. Achso, die Genau, sind doch Amerikaner gar nicht in werfen da Afghanistan. Homosexuelle von Hochhäusern in Afghanistan. Ist okay. Nein, Nein, jetzt hör doch mal mit nein, deinen komischen nein, Homosexuellen sorry. Das ist auf. einfach, Meine Güte, ist das wie mit dieses dem Dauernd Morden zu reden? Relativieren des Also, Menschen, dass diese jeweiligen das ist Staaten unglaublich. gleichwertig sind. Das ist so unangenehm. Das ist so abfern von jeder Realität. Kann ich Dann kurz lass dich intervenieren? doch mal, wie diese Regime funktionieren oder wie diese Ideologie funktioniert. Hast du dich jemals damit befasst? Warst du jemals dort? Ich glaube, ihr Hast habt du einen völlig jemals mal anderen Zugang nachgedacht? Also, dazu. Ihr das ist meint doch, was du kannst doch nicht anderes, oder? tausend verschiedene Regierungsformen überall auf der Welt unter diesem bösen Begriff Regime zusammenfassen und Doch, das dann moralisch ich kann sie verurteilen und sehr wohl sagen, einstufen. dagegen steht der freie Westen als Ich kann Leuchtturm. Also, sie das ist doch. einstufen, ob sie die universellen Menschenrechte anerkennen oder ob sie die universellen Menschenrechte nicht anerkennen. Und die Taliban erkennen sie nicht an. Ja, aber das westliche Regime, was da vorher an der Macht war. Also einer der Warlords, der für dieses Regime gekämpft hat, der hat kurz nach seinem Sieg, Abdulrashid Dostum hieß der, 3000 Gefangene in Stahlbehältern in der Wüste verrecken Ja, was lassen. hat der Also, wo sind das Rotterbautismus jetzt universelle damit zu Menschenrechte, tun? was du da gerade beschreibst? Deswegen dürfen die das jetzt auch. Deswegen nimmt man das jetzt, weil irgendwelche Mudschahidin auch Verbrechen begangen haben.
Ich glaube, kann ich kurz einhaken? Ja, pro-westliche Milizen, die mit dem Westen Okay, kann zusammen ich die nicht. Taliban beseitigt haben. Davon reden wir hier gerade. Noch du kannst, sorry. Also ich finde es halt interessant, wie verschiedene Staaten, die Schurken Sachen machen, die, wo wir uns einigen Ich können, dass das sehe, nicht in Ordnung ich ist, wie sehe. unterschiedlich die behandelt werden. Also dass Nein, man. das ist es ja. Ja, warte, ich glaube, Ich was sehe der die gleiche Agitator meint. Diskussion. Darf ich Ich sehe die kurz? gleiche Diskussion auch bald kommen, wenn der Iran angegriffen wird. Da werden auch wieder die ganzen Leute ankommen. Oh, das ist ein böser Angriffskrieg. Ja, aber warte mal, also wir können uns ja einigen, dass es nicht in Ordnung ist, Schwule vom Dach zu werfen, Frauen steinigen und so, finden wir alles nicht in Ordnung. Aber es ist ja doch interessant, dass man gleichzeitig das beim Iran oder bei Afghanistan zu Recht verteufelt, aber in Katar oder Saudi-Arabien kann man dann halt irgendwie Das ist mal doch in Iran. Fußball-WM machen und irgendwie Das, genau. Olympia und so und mit denen nett verhandeln und sagen, das ist ein Verbündeter, die sind in Ordnung. Eigentlich müsste man ja sagen, die sind alle zu verurteilen. Gerade Katar ist zu verurteilen. Katar als der Hauptförderer des Terrorismus in der Welt. Ja, und dass wir mit denen irgendwie gerade nett verhandeln und irgendwelche Events mit denen gemeinsam veranstalten, Ja, könnte man auch das ist ein sagen, Skandal. geht nicht. Das ist ein handfester Skandal. Katar hat den IS maßgeblich aufgebaut, gemeinsam mit der Türkei. Und mit den Leuten sitzen wir jetzt am Tisch. Wer finanziert aktuell die Hamas im Gazastreifen? Das sind zwei Staaten. Das ist der Iran und das ist Katar. Ich glaube aber, das ist halt der Grund dafür, dass der Agitator den Frieden nicht so ganz traut, wenn es darum geht, dass man sagt, wir greifen die an, weil die das und das machen, weil andere machen das halt auch und mit denen, die greift man nicht an, ne? Das ist, oder mit denen, die sind sogar Ja, Verbündete. manchmal ist es dann das kleinere Übel. Das ist das Schlimme, dass man in der Außenpolitik das kleinere Übel nimmt oder die sogenannte Hurensohn-Doktrin So anwendet. heißt das? Oder Ja, nennst du das so? sogenanntes Son of. Nein, das ist politikwissenschaftlicher Fachbegriff. Also, das ist der einzige Bereich, wo man in der Wissenschaft Hurensohn sagen darf. Das ist die Son of the Bitch Policy. Okay. Das heißt, he is a son of a bitch, but he is our son of a bitch. Ja. Ja, aber ich glaube, das ist der Knackpunkt, ne? Dass er deswegen das in Frage stellt, dass man. Oder ich weiß nicht, ich dachte, ich kann das ein bisschen erklären. Habe ich das richtig zusammengefasst? Oder Ja, siehst du es anders? das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Das Problem ist natürlich, dass man da nicht, dass man allgemein doppelte Standards anlegt. Das ist das allgemeine Problem, auch unserer Außenpolitik. Ja. Ja, also man hat das ja gesehen, wie man zum Beispiel gesagt hat, man darf nicht mit Russland verhandeln und von denen kein Gas kaufen. Und kurz danach steht Habeck dann in Katar und geht da Gas kaufen. Und man sagt, naja, Ja, die oder sind in schon. Aserbaidschan. Aserbaidschan genauso schlimm. Dass Ja, wir mit der also. Türkei große Geschäfte machen, ist auch ein Skandal. Während alle sich aufregen und Demos machen wegen Gaza, wurde gestern ein Krankenhaus bombardiert mit 8 Toten von Ärzte ohne Grenzen in Nordsyrien durch das türkische Regime, weil dort Kurden halt behandelt werden. Hat man einfach mal gesagt, wir bringen ein paar Kurden um, das ist gut für die Kommunalwahl in der Türkei. Ja, das ist ja schon türkische Politik seit 2015, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Das ist auch türkische Politik eigentlich schon seit Gründung des Staates. Die Türkei hat keine Ja, Geschichte, die hat ein aber Vorsprachen in bis diesem Land. 2015 gab es ja zumindest den Versuch, mal ein Friedensabkommen zu versuchen. Aber das hat Erdogan, also diesen Prozess hat Erdogan dann ja aus innenpolitischen Gründen vor allem Natürlich, aufgekündigt. weil er nur Innenpolitik macht. Das ist es ja. Erdogan ist ein reiner Innenpolitiker. Aber das, also das kann man natürlich verurteilen, aber würdest du einen Unterschied machen, ob man innenpolitisch oder außenpolitisch Verbrechen begeht, oder ist es beides irgendwie ähnlich schlimm zu Nein, werten? Verbrechen sind Verbrechen, aber die Intention, du musst die Intention ja sehen. Also Recep Tayyip Erdogan macht alles, was er durchführt, vor dem Hintergrund der Innenpolitik. Ja. Ihm ist die Außenpolitik scheißegal. Aber es hilft ihm natürlich, wenn er irgendeine Wahl gewinnen möchte, dann tötet er halt ein paar Kurden. Und das zeigt er dann toll und behauptet, das seien Terroristen. Dass das Bauern waren oder irgendwelche Frauen, das ist im Endeffekt egal. Aufgrund der stark rassistisch geprägten Gesellschaft in der Türkei wird das auch nicht so beachtet. Gut, ja, weiß nicht, willst du dazu was sagen oder wollen wir das Nee, Thema nichts gegen wieder? sagen. Okay, aber Also Erdogan Erdogan ist. mag ich auch nicht, da würde ich der Kritik auch zustimmen. Es Also. wird gerade im Chat eingeworfen, der ist auch in der NATO. Also weiß nicht, ob Ja, das. das ist das Schlimme. Und das liegt einfach nur an den Dardanellen, der beschissene Bosporus. Hätte die Türkei nicht den Zugang zum Schwarzen Meer unter Kontrolle, wäre das Land längst ein Parkplatz.
Zurück zum, ja, es werden hier ganz viele Fragen aus dem Chat gestellt. Ich glaube, was du so alles mit Kurden, PKK oder Türkei oder so zu tun hast, da hast du ja schon etliche Videos zu gemacht. Das kann man sich wahrscheinlich bei deinem Kanal genug Ja, angucken. ich musste auch wieder mehr Videos machen. Ich war die ganze Zeit in diesem Israel-Thema drin, was auch sehr gut läuft auf dem Kanal, weil die Leute halt interessiert sind, dass da nicht immer nur diese gleiche PR von der Hamas-Seite dann verbreitet wird. Das ist ja, also wenn du durch TikTok gehst, kriegst du ja, du wirst ja wahnsinnig, Aber in normalen was da Medien, läuft. Deutschland ist doch eher auf Israels Seite, oder? Wenn du so Fernsehmedien Boah, konsumierst oder so. es kommt darauf an, also wenn ich mir Arte anschaue, aktuell gewisse Dokus, da denke ich mir auch, meine Güte, das wird's unangenehm. Also Und ich die habe. deutschen Medien haben sich ja wirklich nicht mit Ruhm bekleckert, weil sie die Quellen fast gleich bewertet haben. Siehe das Al-Ali-Krankenhaus zum Beispiel, dieser angebliche Raketenangriff mit 500 Toten. Mittlerweile sagt selbst die israelfeindliche NGO Human Rights Watch, dass das eine Rakete des islamischen Dschihad war und dass dort keine 500 Menschen ums Leben gekommen sind, interessiert aber keinen mehr, denn Tagesschau, Deutschlandfunk und Co. haben gemeldet, Israel hätte ein Krankenhaus bombardiert. Ist natürlich Schwachsinn gewesen. Ist Also die wahrscheinlich deutschen ein Medien und die ähnliches bekleckern sich da Problem, nicht drum. ist ein, wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie bei dem anderen. Das Erste, was im Krieg drauf geht, ist halt die Wahrheit. Dann gibt es eine Menge Propaganda von verschiedenen Seiten und in Medienagenturen sitzen auch Menschen, die auf so eine Propaganda reinfallen können. Genauso wie wir uns auch nicht Ja, sicher sein können, dass wir nicht auch auf irgendeine Propaganda reingefallen sind. deswegen hatte ja die ARD zumindest den Versuch unternommen, so ein Glossar rauszubringen. Dafür wurden sie dann unglaublich kritisiert, was ich überhaupt nicht verstanden habe. Ich habe das ja selbst in einem Video behandelt, wo sie die Begriffe einordnen. Und das war eine sehr, also ich war sehr überrascht von der ARD, dass die so eine sachlich saubere Arbeit abgeliefert haben. Und sowas sollte man auch allgemein machen in den Redaktionen. Denn nicht jeder kann der Ostexperte sein und nicht jeder weiß genau, wie er die Hamas oder den islamischen Dschihad oder irgendwelche Abkürzungen einzuordnen hat. Und dann kommt dann die Meldung von einem Gesundheitsministerium aus Gaza, dass Israel ein Krankenhaus angegriffen haben soll. Und das übernimmt dann irgendein Volontär, der gerade mal das erste Mal das Wort Gaza gelesen hat. Und dann haben wir das Theater. Denn dann erscheint auf der Tagesschau oder bei Deutschlandfunk auf einmal diese Nachricht und die wird eins zu eins übernommen und dann ist das Kindchen in den Brunnen gefallen. Wir haben ja am nächsten Tag die Demos gesehen. Ja, Da aber sind Menschen auf die Straße gegangen. es ist halt der am längsten laufende Krieg, den wir aktuell haben. Deswegen dementsprechend gibt es auch viele, ja, viele Geschichten von allen Seiten, ob sie stimmen oder ob sie nicht stimmen. Und deswegen kann man das vielleicht Hollywood gar nicht und so sowas. perfekt bewerten, oder? Es gibt ja, ist da, da hat sich ja mittlerweile ein Begriff auch rausgeprägt und der ist auch in der Politikwissenschaft angekommen. Das ist Palliwood. Das ist Palästinensisches also Hollywood, meinst du? genau, palästinensisches Hollywood, in dem so viele Habe ich der noch nie Bilder gehört, einfach aber gefaked sind. okay. Ja, aber das ist in Kriegen ja normal, dass jede Kriegspartei versucht, Propaganda für die eigene Sache zu machen. Also das ist Ja, jetzt das schon, keine aber nicht in dieser Alleinstellungsmerkmal irgendeiner Dimension. Seite. Ja, nicht in dieser Dimension. Also hier ist das ja perfektioniert worden, dass es ganze Medienabteilungen gibt, die nur Fakes erzeugen, die auch Bilder aus anderen Kriegen nehmen und dann einfach irgendetwas drunter behaupten und das wird dann in Massen verteilt. Hat man ja aber in Und dagegen Amerika kannst auch, ne? Also da gibt es ja auch Cambridge Analytica und Co., die auch PR für Politiker machen und Bilder erzeugen ja, und aber ich so. glaube, die Hamas ist sogar besser. Meinst du? Naja, das Pentagon hat zehntausende Mitarbeiter, die für PR zuständig sind. Also das ist schon so. Ja, und die Hamas hat, ich würde mal sagen, weiß ich nicht, eine Viertelmilliarde Mitarbeiter, die PR für sie machen. Die ganzen Fanatiker, jeder, der ein Handy in der Hand hat, übernimmt das und teilt den Mist. Na gut, die haben halt nicht die teuren Studios und sowas. Das sind halt ein paar Leute mit dem Handy, ne? Gut, sind viele, aber. Ja, aber die sind viel mächtiger. In Zeiten von TikTok und Instagram brauchst du kein tolles Studio. Da nimmst du einfach irgendetwas auf, schneidest Also. was weg, schreibst was drüber und dann sind die Fake News im Äther. Und das wird dann tausendfach oder hunderttausendfach, millionenfach geteilt. Das war es. Und daraus entstehen dann auf einmal selbst politische Äußerungen. Also bei dem Krankenhaus hatten wir auch nur einen Einschlag, eine Aufnahme von einem Raketeneinschlag. Und dann wurde sofort gesagt, Israel greift ein Krankenhaus an.
Aber das haben ja. Für Experten, die sich ein bisschen mit der Waffentechnik auskennen, die sich das angesehen haben, war das von vornherein klar, dass das keine israelische Rakete war. Aber das kannst du noch nicht dem Hans-Peter, der 17 ist, der gerade bei TikTok unterwegs ist, klar machen, dass das ein ganz anderes Waffensystem ist. Da kommst du auch gar nicht gegen an. Also ich habe damals, also als dieser Vorfall war, war ich ja sogar live auf Twitch und habe das live analysiert. Und für uns stand am Ende fest, dass es absolut unwahrscheinlich ist, dass Israel etwas damit zu tun hat. Aber du kommst nicht gegen die Massen an. Am nächsten Tag war mein Postfach voll mit du dreckiger Jude und sowas. Also da war ich dann sofort der Zionist. Ich bin in dem Thema nicht genug drin. Ich glaube, da kann man auch eigentlich, wenn man keine Ahnung hat oder wenig Ahnung hat, eigentlich auch nur im Fettnäpfchen treten und von beiden Seiten Hass auf sich ziehen. Ja, Hass kriegst du immer. Ja. Und auch gar nicht mal von, ich muss auch nicht sagen Ja. von beiden Seiten. Nicht von beiden Seiten. Du siehst ja, von welchen Gruppen die Gewalt ausgeht. Ich kenne, glaube ich, aktuell keine Pro-Israel-Demo, wo Gewalt vorhanden war. Und für mich ist es genauso schwierig, eine Pro-Palästina-Demo auszumachen, wo keine Gewalt war. Also ich habe in der Stadt schon Pro-Palästina-Demos gesehen, wo keine Gewalt war. Da hört Ohne man dann wahrscheinlich Aggression? keinen. Ja, die standen da halt Ja, mit also. Flaggen und haben ein bisschen ins Mikro gebrüllt. Aber so, also wenn die niemanden schlagen, dann kommt es auch nicht in die Medien wahrscheinlich. Aber Ja, also bei den größeren schon. Wir haben ja gesehen, was in London los war. ja Das gut, ich habe war nahezu ja Ausschreitungen. also wie gesagt, ich hab auch Demos. In allen möglichen Themen siehst du manchmal Demos, wo zufällig beim Gang durch die Fußgängerzone und da passiert dann halt nicht viel. Aber dann berichtet am Ende auch keiner drüber. Also die Medien berichten ja am Ja. liebsten über Demos, wo dann am Ende es halt auch richtig geknallt hat, ne? Ja, das ist klar, aber es gibt ja auch, wo Medien nicht drüber berichten. Also die meisten Medien berichten ja gar nicht über diese Demos. Aber es gibt Medienbeobachter und es gibt so kleine NGOs, die dort filmen, auch verdeckt filmen. Und dann siehst du halt die diversen Straftaten, die dort begangen werden, wie Terrorunterstützung oder antisemitische Rufe und so weiter. Die wir ja auch schon aus 2014 kennen. Also da war ja damals auch schon im Frühjahr 2014 der Konflikt. Und da war ja einer der beliebtesten Sprüche wie Hamas, Hamas, Juden ins Gas. Das wurde da offen gerufen. Ist natürlich zu verurteilen, Ich ja. glaube, wir kehren mal wieder zum Ukraine-Krieg am besten zurück, denn darüber wollten wir ja eigentlich debattieren und wie sich die NATO dort verhalten sollte. Ja, Also. ich will gerne wieder rum. Ist allgemein dieser Stream gegenüber Ukraine? Ich war mir jetzt nicht sicher, das ist ein allgemeiner Talk. Es ging eigentlich um ein neues Paper der oder eine Neuveröffentlichung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik, Okay. die über die Einführung eines Resilienzpraktikums und eine weitere Aufrüstung gegen Russland gefordert hat, um einem russischen Angriff vorzubeugen. Die These der DGAP oder das Szenario, was sie aufmacht, ist, dass Russland bald planen wird, NATO-Territorium anzugreifen, wenn die NATO nicht genug aufgerüstet hat. Das wäre eine Option. Ja, ich würde auch sagen, also ich persönlich bin der Auffassung, dass wir erstmal ausrüsten sollten und nicht aufrüsten, denn wir sind nicht ausgerüstet. Ja, aber der Verteidigungsetat, der hat sich ja schon mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren. Also Ja, warum braucht die, immer wieso noch braucht man da so ziemlich. viel Geld für? Ja, aber diese 2% haben wir ja nie wirklich erreicht, die ausgemacht waren. Nach NATO-Regeln und wir haben einfach alles schleifen lassen und deswegen wird es jetzt halt teurer. Nee, also die Rüstungsgüter wurden einfach zu viel zu hohen Preisen beschafft und es wurde Geld Das für auch. unnütze Beraterfirmen rausgegeben. Ich Das meine, auch. dass die, was? Das auch, ja, das auch. Also wir haben verschiedene Baustellen. Wir haben zu wenig ausgerüstet und wir haben für Schmutz Geld rausgeworfen. Ja, das sollte man doch erstmal mit dem Geld effektiver umgehen, bevor man da jetzt 100 Milliarden Sondervermögen drauf wirft. Ja, ich glaube schon, dass das jetzt besser mit umgegangen wird. Wir haben ja eine neue Regierung und wir haben ja einen sehr fähigen Finanzminister, sage ich jetzt mal ganz parteineutral. Na, ich bin mal gespannt. Einige haben den Scherz nicht verstanden und wissen nicht, dass ich FDP-Mitglied bin. Ja, wie gesagt, darüber haben Imp und ich ja schon die erste Hälfte des Gesprächs die ganze Zeit geredet. Also da können ja alle dann spätestens, wenn das hier auf YouTube online ist, zurückspulen und sich das ansehen. Das brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, nicht nochmal Ja, aufrollen. nicht nochmal.
Da kommt auf meinem YouTube-Kanal diesen Samstag ein Video raus, wo ich das nochmal zusammenfasse und kritisiere, was ich da anders sehe. Aber das, wie gesagt, das kann sich Ich dann kenne jeder selber deinen Kanal ansehen. gar nicht. Ich glaube, ich muss ihn mir mal anschauen, um darauf Reactions zu machen. Agitator der sozialen Marktwirtschaft. Ich habe wirklich wieder was verpasst. Also ich kenne den Agitator erst dadurch, dass er sich mal mit Dara gestritten hat. Ein Und Schüler streitet sich mit Dara. ja, dann warst du, glaube ich, zu Gast bei Erwin. Ja, und dann haben wir manchmal miteinander geredet und ich fand es eigentlich immer ganz interessant. Also ja, wie gesagt, du redest öfter mal über Themen, wo ich nicht so tief drin bin und ich finde, jeder kann das auch für sich selber bewerten. Es geht oft heiß her, wenn du da bist. Also es gibt oft viele verschiedene Meinungen, dass die entweder sagen, ja, genau so, based, und andere sagen, was redet der für ein Quatsch, aber das finde ich eigentlich, ja, wie gesagt, ich finde solche Gespräche interessant. Man kann ja daraus mitnehmen, was man möchte. Der Kapitalismus in der Ketzerkirche, oh Gott, da geht ja in Themen rein, die sowas von heiß sind. Ja, ich beschäftige mich Ja. hauptsächlich mit Wirtschaftspolitik. Also dieses Außenpolitische, das ist erst, ja, das ist erst letztes Jahr so richtig dazugekommen und so viel habe ich mich damit auf dem Kanal auch noch nicht beschäftigt. Aber ich sehe halt diese Aufrüstung und diesen Konflikt mit Russland, worüber wir eben diskutiert hatten, sehr, sehr kritisch, was da in den letzten 1,5 Jahren passiert ist. Ja, Wirtschaftspolitik ist nicht mein Ding. Ich halte mich meistens aus den Wirtschaftsthemen Ja, aber du raus. bist doch in der FDP. Ja, das ist dieses Framing, was du hier wieder versuchst. Ich bin jemand, ich bin für den Bereich Menschenrechte, das ist genau mein Ding. Okay, ja, ne, es ist jetzt kein Framing, was ich dir irgendwie absichtlich aufdrücken will oder so. Ich habe die Nein, FDP nur nicht immer so mir, der wahrgenommen. FDP. Naja, aber Die das ist ja FDP wird immer so. nur so als eine Wirtschaftspartei wahrgenommen. Ich finde das schrecklich. Das ist sie nicht. Die FDP der 80er Jahre finde ich viel besser. Die Partei der Bürger- und Menschenrechte. Mit Das ist meine FDP. Gerhard Baum und Co., meinst du? Das ist so eher mein Umfeld, ja. Ja, aber die ist ja Ja, im da würde ich Laufe der von dir Jahre stimmen. deutlich kleiner Letzte Woche geworden, Sascha oder? Schnellenberger. Bitte? Die ist Da ja im würde ich Laufe dir der Jahre zustimmen, sie sehr, ist sehr viel FDP. kleiner geworden, oder? Also die wäre mir auch lieber als die heutige, Die ist. aber naja. Ja, der Flügel ist sehr klein geworden. Ich würde sagen, das ist nur noch ein Steißbein, wenn man, wenn man davon spricht. Also, das Aber ist leider so. Ich glaube, die letzte Person, die das hochgehalten hat, war Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. ja, ich würde dir da auf jeden Fall zustimmen. In der damaligen Zeit, in den 70er Jahren, mit den Freiburger Thesen, da hat die FDP ja sogar noch eine Erbschaftssteuer in Höhe von 70% gefordert. Also die hatte damals ja quasi sozialdemokratisches Wirtschaftsprogramm, auch wegen der Koalition mit der SPD. Das war damals noch eine völlig andere Partei. Ja, das ist so. Da war sie auch gerade denazifiziert. Da hatte sie sich gerade durch Genscher freigemacht von dem NRW-Bereich. Also da war ja die FDP in den, sagen wir, 50er, 60er Jahren war ja nichts anderes als eine Ersatzpartei der NSDAP in weiten Teilen. Das war ein Auffangbecken. Und das wurde dann in den 70ern endlich abgeschüttelt. Die Parteigeschichte ist Ja. sehr, sehr, sehr wild. Ja, und sie hat dann auch diese ja, Entspannungspolitik unter Willy Brandt mit eingeleitet. Also das war auch einer der großen Erfolge in der Geschichte der FDP, den ich auch bis heute noch hoch anrechnen würde. Wandel durch Annäherung, ja. Aber also wir können, dann sind wir uns ja zu dritt sogar einig, dass die weniger marktliberal und mehr sozialliberal werden sollte wieder. Wie man das Ich weiß anstellt, weiß nicht, nicht. wo die Wähler liegen. Also in meiner Wahrnehmung ja. Also für mich persönlich. Ich würde jetzt nicht einer 70-prozentigen Erbschaftssteuer zustimmen, weil das die Umgehung dann doch zu krass sein Wie wird. viel Prozent würdest du machen? Ich weiß gar nicht, ob ich für eine Erbschaftssteuer bin. Überhaupt gar nicht? Ja, es ist ja schon versteuert. Ja, aber das ist kein gutes Argument. Also bei der Mehrwertsteuer, die Ja. wird ja auch auf alles erhoben, obwohl das Einkommen vorher schon mal Ja, versteuert wurde. aber ich Also würde unser mit der Steuersystem. Argumentation könnte man jede Steuer außer die Einkommenssteuer ablehnen. Das stimmt. Ich würde aber unser Steuersystem allgemein ganz ändern. Und zwar haben wir, ich fand dieses Kirchhofsteuermodell fand ich so attraktiv, weil wir
diesen ganzen Verordnungsquatsch nicht mehr brauchen, sondern ein ganz einfach, relativ einfaches Steuersystem. Mit dem Vorteil, dass es halt auch diese sogenannten Schlupflöcher dann auch nicht mehr gibt und die Möglichkeit für Menschen, die sehr wohlhabend sind und sich einen Steuerberater mit Konstrukten leisten können, also die gibt es dann halt auch einfach nicht mehr. Und ich bin auch für einen höheren Steuerfreibetrag. Ich finde es gut, dass er jetzt langsam erhöht wird, aber ich finde ihn einfach zu niedrig. Ich verstehe nicht, warum Menschen, die sagen wir mal 20.000 Jahreseinkommen haben, warum die Steuern bezahlen. Erschließt sich mir überhaupt nicht. Ja, Ja, also Steuern definitiv. bezahlt ja Und sowieso jeder, wie gesagt, ne? Also ja, meine Mehrwertsteuer und Co., Einkommenssteuer. aber Einkommensteuer nochmal zusätzlich, das ist die, worüber wir reden. Aber es gibt ja sonst immer die Leute, die so abschätzig über andere sagen, der zahlt ja gar keine Steuern, aber also egal, wenn du dir eine Flasche Wasser oder ein Brot kaufst, dann zahlst du auch Steuern. Also. Nein, natürlich zahlt man da Steuern, aber selbst das Mehrwertsteuersystem ist ja sowas von kompliziert. Da bist du ja verrückt. Und wir reden die ganze Zeit davon, dass wir kleine und mittlere Einkommen entlasten wollen und dass wir Anreize schaffen wollen, damit Menschen in Arbeit gehen, in Beschäftigung. Aber sieht Und die man das schaffen bei wir der halt nicht. FDP, dass sie das vorhaben? Die FDP hat das vor. Das gab es ja früher mal den Versuch, der ist ja gescheitert an Abschaffung der kalten Progression. Das war ein altes Modell von Wissing. Das ist ja gescheitert im Bundesrat, diese ganzen Vorschläge damals. Und es gab auch wunderbare Ideen des Entflechtungsgesetzes unter Brüderle noch. Das hat dann Angela Merkel gestoppt, weil die Konzerne hier aufs Dach gestiegen sind. Das hat Diese ganzen kürzlich Sachen kommen halt eigentlich Wagenknecht noch durch. hochgelobt, ne? Diese Idee von Brüderle von damals. Bei Lanz Ja, habe ich aber sie ist gesehen, komplett untergegangen. Ich fand die auch großartig. Also, aber weiter ging es halt dann auch nicht. Und wenn wir schon unser Steuersystem nicht ändern, also wir müssten eigentlich unser gesamtes Steuersystem einfach in den Mülleimer werfen und neu schreiben, denn es ist so kompliziert, dass du entweder mit einem Bein im Knast bist oder du verarschst halt komplett, wenn du intelligent bist, und so geht es halt nicht. Und so entsteht dann auch keine Steuergerechtigkeit und dann kommt Unzufriedenheit. Und wenn jemand sieht, dass der Nachbar, der wohlhabender ist, sich jedes Jahr ein neues Auto leisten kann, weil er eine gute Steuergestaltung hat, und man selbst überlegt, warum ist seine Belastung so groß und man kann sich's nicht leisten, dann kommt die Unzufriedenheit. Und das stärkt einen Staat nicht wirklich. Und wenn du ein Gewerbe machen willst und dann schon an der Bürokratie und den Steuervorauszahlungen scheiterst, dann gehst du halt auch nicht in Verantwortung. Also Ja. ich bin ja selbst selbstständig und Freiberufler. Was hier eine, ich habe einen Steuerberater. Das ist Ja. schrecklich. Ja, ich finde Ich das System zahle. auch komisch, dass mir quasi, ich bin ja auch selbstständig, ne, dass man quasi bedroht wird, dass man sagt, entweder du machst das selber und stehst mit einem Bein im Knast oder du bezahlst jemanden dafür, dass er dich wieder rausboxt. Und dass man darauf Ja. angewiesen ist, ist eigentlich eine Fehlkonstruktion, ne? Und auch Gestaltungsprobleme. Also ich habe meinem Steuerberater gesagt, er soll doch bitte nicht anfangen, irgendwas zu tricksen. Er sagt, lieber zahle ich einen Tausender mehr oder zwei und habe meine Ruhe. Ich sage, ich möchte mit dem Finanzamt so gut wie keinen Kontakt haben. Die sollen mir einmal im Jahr einen Bescheid schicken, sie kriegen das Geld sofort und dann sollen mich in Ruhe lassen. Gerne kriegen sie das Geld auch 3 Jahre voraus. Aber die Belastung ist halt enorm. Man ist ja sehr schnell auch im Spitzensteuersatz, also im ersten Spitzensteuersatz, nicht im Superspitzensteuersatz, sondern im ersten, das ist 42%. Wie viel Da musst du bist du ja dafür verdienen im relativ Jahr? 60.000 Na, schon eine Menge, ne? brutto. Ja. Nee, Also das das ist gar nicht so viel. Es ist Früher hat das relativ viel. wenig. Es ist nicht, Früher also noch ging weniger. das erst viel später. Da musste man mehr als das Zehnfache des Durchschnittseinkommens haben, um einen Spitzensteuersatz zu zahlen. Der lag aber zu Beginn der Bundesrepublik mal bei 95%. Also das waren damals früher die Verhältnisse. Ja. Heute ist der Spitzensteuersatz 25, aber 45, aber der de facto ist 42, aber dann hast du auch halt noch die anderen Abgaben, die da hinzukommen. Dementsprechend ist die Steuerbelastung schon recht hoch. Und als Selbstständiger hast du ja noch ganz andere Kosten. Zum Beispiel hast du ab 60.000 Gewinn, hast du eine Bilanzierungspflicht. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich glaube, fast jeder YouTuber ist davon be betroffen, dass er die Bilanz aufstellen muss. Und eine Bilanz aufzustellen kostet direkt mal 3.000, 4.000 Euro.
Ja, Ja, aber definitiv, das ist zu kompliziert, da würde ich dir zustimmen. aber Ich wer weiß geht nicht, das denn warum die an? das Also machen. wird die warum FDP ist doch gerade in der Regierung und besetzt das Sie arbeitet also an dem Punkt, Wirtschaftsministerium. sie Kommt das arbeitet an dann? diversen Punkten. Da kommt was, da kommt auf jeden Fall. Ich hab natürlich da auch genutzt, dass ich sehr guten Draht zu meinem Parteivorsitzenden habe und habe ihm auch angeschrieben. Ich hab ihm auch gesagt, das geht so nicht. Und da kam auch die Meldung, daran wird gearbeitet, da wird was geändert. Und wir sehen ja, der Steuerfreibetrag steigt massiv. Das, also, glaube ich, um 20 oder 25% geht er schon hoch. Der gleicht sich irgendwann, glaube ich, Ziele sind irgendwie 14.000 Euro, was ja schon mal sehr gut ist. Vorher waren es nur 10.000. Und auch das Thema Bilanzierungspflicht soll geändert werden. Also da wird es vielleicht dann vielleicht bei 90 oder Ja, dann hoffe ich mal, das 120.000. wird geändert, bevor ich das machen muss. Okay. Du müsstest längst drin sein. Ich glaube, jeder Streamer und YouTuber, der mehr als 1.000 Zuschauer hat, ist in der Bilanzierungspflicht. Hast du nicht eben noch gesagt, 60.000 Jahresumsatz? Gewinn, Jahresgewinn. Gewinn, ja, das habe ich noch nicht. Ja, das ist doch relativ schnell erreicht. Ja, vielleicht irgendwann mal, ja. Kann Wenn du sein. nicht viel ab, schau, wenn du als Selbstständiger nicht viel absetzen kannst. Ich kann mein Auto nicht absetzen. Ich kann nur hier von der Wohnung kann ich nur einen Raum absetzen, wo das reine Streaming-Studio drin ist, und ich kann es nur absetzen, weil dort nichts anderes ist. Ich kann diesen Raum für nichts anderes benutzen. Ja, aber ich Du habe doch kennst keine vielleicht in meinem. 60.000 Gewinn, wenn ich nicht mehr 60.000 Umsatz habe. Also muss ich mir ja gar keine Sorgen drum machen gerade. Bist so arm, deswegen willst du keine FDP. Nein, okay. Nein. Ach, das ist arm. Unter Es ist. 60.000 im Jahr ist schon arm. Nein, Okay, na gut. Okay. nein. Ja, aber man kratzt das halt schnell, weil du die fehlenden Möglichkeiten hast, was abzuschreiben. Schon mal bei mir zum Beispiel in meinem YouTube-Studio siehst du diese gelbe Couch im Hintergrund. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Es gibt eine schöne Couch und diese. Die schöne Couch ist aber 2 Meter breit. Die durfte ich nicht kaufen, weil ansonsten mein Raum nicht mehr absetzbar ist. Warum? Weil die Couch zum Schlafen benutzt werden kann, und somit habe ich eine mögliche Doppelnutzung des Raums. Fußboden kann auch zum Schlafen benutzt werden. Also. Ja, aber es geht ja um was Bequemes. Ja, Und jetzt okay. ist das Ding so breit, dass da keiner drauf schlafen kann, und so kann ich den Raum absetzen. Ja, gut, das muss man mal angehen, aber ja, wäre cool, wenn das mal gemacht würde, ne? Ja, um mal zu dem zentralen Punkt, den Imp vorhin gebracht hat, wieder zurückzukehren. Wärst du für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer? Nee, wir müssten, also vor dem Hintergrund, dass wir ja in Europa eine einheitliche Steuer- und Wirtschaftsordnung bräuchten, wäre das wohl sehr schwer, die Mehrwertsteuer Ja, abzuschaffen. es gibt eine EU-Richtlinie, die sagt, maximal, also es gibt mehrere Mehrwertsteuersätze, und der maximale Mehrwertsteuersatz, der muss bei 10% liegen. Aber die EU-Richtlinie, die kann man ja ändern. Also vorher war ja auch eine EU-Richtlinie, dass der minimale Mehrwertsteuersatz bei 5% liegen kann. Der wurde jetzt auf 0% abgesenkt. Das heißt, EU-Richtlinien, die lassen sich, wenn politischer Druck herrscht, auch ändern. Deswegen habe ich jetzt erstmal gefragt, wofür wärst du? Wärst du grundsätzlich für eine Abschaffung der wärst du grundsätzlich für eine Abschaffung der Mehrwertsteuer, oder zumindest auf eine Absenkung auf das in der EU erlaubte Minimum? Puh, das ist eine schwierige Frage, weil die Mehrwertsteuer eine ganze Menge finanziert in diesem Land. Und wir es uns wahrscheinlich nicht leisten können. Ja, aber das bezahlen ja vor allem die Armen und die Mittelschicht. Also da könnte man sich das ja eher bei den Reichen holen oder halt zusätzliche Staatsschulden machen. Ich kann hier das mal einblenden. Ich habe hier von der HK Hamburg, IHK Hamburg, habe ich hier gefunden, Umsatzsteuersätze in der Europäischen Union. Und dann kann man hier mal vergleichen. Also wir haben ja hier Deutschland, wir haben einmal die 19%, das ist der Normalsatz und der ermäßigte Satz ist bei 7%. Was genau wo reinfällt, ist ein bisschen dubios. Ich hatte dazu mal ein Video gemacht. Also das sind ganz seltsame Begründungen manchmal, warum das ein Produkt in der einen und eins in der anderen Kategorie ist. Aber also wir sind hier im Vergleich zu beispielsweise Dänemark oder Finnland, sind wir ja noch relativ niedrig mit unseren 19%. Also hier sind tatsächlich relativ wenige Länder haben einen niedrigeren Normalsatz, wie zum Beispiel hier Luxemburg und Malta haben weniger. Aber die meisten haben sogar eher mehr als wir. Ungarn hat sogar 27%. Das ist ja das Problem. Aber Aber wenn es man darum sieht, geht, jedes dass Land hat einen anderen Sozialleistungen, Satz, ne?
Also, wenn es darum geht, kleinere und mittlere Einkommen zu entlasten, dann wäre ich eher dafür, dass wir diesen sogenannten ermäßigten Steuersatz gerne auf Null setzen. Ja, und was fällt da Und rein? dort Produkte. Ich würde dort Produkte reinfassen, der Grundnahrungsmittel. Also Lebensmittel, also keine Luxuslebensmittel, sowas würde ich dort reinpacken. Da haben wir ja jetzt Ja, aber schon, aber die Sortierung ist ja ein da bisschen wird sich schon dubios, sehr ne? viel gegen. Da Bitte? wehrt sich aber, nee, das ist kein zentraler Punkt, da wehrt sich gerade die FDP gegen. Die FDP und die Grünen und die SPD, diese drei Parteien blockieren das gerade alle. Da hatten Linke und AfD letztes Jahr schon einen Antrag gestellt und im Bundestag haben diese Parteien lang und breit erklärt, dass wir das ja auf keinen Fall machen können, was Tobias Huch hier gerade gefordert hat. Also wieso blockiert die FDP das? Weil wir Haushaltslücken haben. Ja, aber diese Lücken, die schafft man doch erst dadurch, dass man die Schuldenbremse einhalten will. Also man könnte doch auch sagen, wir halten die Schuldenbremse nicht ein. Bei der Bundeswehr, da Genau, hat man ja auch ja. gesagt, wir müssen Sondervermögen, was Aber an der Schuldenbremse vorbeikommt. ich spreche Und ja. übrigens, ich spreche übrigens nicht für die FDP. Ich spreche jetzt nur für mein Gefühl, als jemand, der gerade so Wirtschaft von Kneipe unterscheiden kann. Ich dachte, wenn ich schon mal ein FDP-Mitglied hier im Talk habe, dann kann ich es ja mal fragen. Ja, aber nicht jeder von uns ist Wirtschaftsexperte. Also da muss man mal Dr. Volker Wissing reinholen oder einen Sozialpolitiker wie Jens Teutrine. Ja, die Ich werden glaube, Jens wahrscheinlich wäre nicht sogar zu uns dazu in bereit. Twitch Talk kommen, oder? Ach, Jens, stimmt. Kann ich sagen, moin, Volker Wissing, Jens ist komm locker. noch mal 2 Stunden Ehemaliger vorbei, oder? Julis-Bundesvorsitzender. Ne, also Ja, gut, Volker Wissing. ich Volker weiß Wissing nicht, wird ein bisschen schwer. ich sehe mich nicht so in so einer guten Position, so Politiker zu interviewen, wirklich Berufspolitiker, weil ich glaube, die haben Formulierungen, rhetorische Tricks und Co. drauf, da muss man, glaube ich, ein geschulter Journalist sein. Ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue. Ich will hier lieber, ja, Gespräche führen mit Leuten, die ich selber irgendwie interessant finde und die jetzt auch nicht irgendwie für eine Partei oder Gruppierung stehen, weil ich glaube, wenn das halt in so einen Bereich geht, dass das so Berufspolitiker sind, dann soll das lieber jemand machen, der da Ahnung hat. Man hat ja gesehen, wie das Also aussieht, wenn berufspolitisch, ich Liv würde jetzt Lloyd nicht Merkel sagen, dass man. interviewt und sowas. Ich glaube, das würde bei mir in die Hose gehen, deswegen lasse ich es lieber. Aber ein Jens Der rechte Weg Teutrine, hat. Ach so. den würde ich jetzt nicht als Berufspolitiker bezeichnen. Das ist halt ein Bundestagsabgeordneter mit einem sehr interessanten Lebenslauf. Weil er Ja, das halt kann ja von sein, ganz aber unten wenn ich kommt. den jetzt nach Parteipolitik befrage und der sitzt im Bundestag, dann wird der ja wahrscheinlich nicht ohne Grund da sitzen. Ja, weil er gewählt worden ist. Ja, Also er aber ist ja ich nicht Teil meine, der Regierung. ja, aber die haben dann halt Ahnung davon, wie man sich in Interviews ausdrücken muss. Und das sieht man ja bei allen Politikern in allen Fernsehinterviews, dass du da eigentlich einen guten Moderator brauchst, der dann wieder auf die Frage zurückkommt und der das Ja, es kommt irgendwie, darauf an, dem das wer. auffällt. Also das traue ich mir zum Teil vielleicht zu, aber wenn die mir dann irgendwie mit, Oder dann nimm doch Frank Schiffler. den kenne ich nicht. Was macht der? Ist ein Ist auch hier. Libertärer. Also der hat komplett seltsame Ansichten. Nein, Frank ist harmloser geworden. Meiner Frank Meinung war nach. damals. Nein, Frank ist ein Netter. Aber er ist auch ruhiger geworden und er hat auch seine Ansichten in vielen Bereichen geändert. Seit 2014 hat sich viel geändert. Oder 2013. Ja, da würde ich mir aber lieber wünschen, dass das dann irgendwie, weiß nicht, ein Maurice Höfgen die interviewt oder sowas, weil der halt dann in diesen ganzen Themen mehr drin ist, ne? Also das traue ich mir einfach nicht so zu. Aber wir waren ja auch gerade bei der Mehrwertsteuer. Also warum, das ist ja was, ich gebe ruhig zu, ich hab auch jetzt nicht so viel Ahnung von den ganzen Details, was Steuern und Finanzen und so angeht, aber ich würde da aus so einer persönlichen Sicht argumentieren, dass ich durch Kontakt zu Freunden oder wenn ich durch die Straßen gehe, dass ich dann Obdachlosigkeit sehe, dass ich weiß, dass Leute teilweise harte Arbeiten machen und wenig Lohn dafür bekommen. Also Leute, die zum Beispiel in der Gastro arbeiten, die kriegen sehr wenig Gehalt dafür und die haben einen wahnsinnig stressigen Job. Und dass man sich denkt, eigentlich kann das nicht sein, während ich auch Leute kennengelernt habe, die, weiß ich nicht, beispielsweise Immobilienmakler sind oder so. Und man denkt, kann auch sein, dass das stressig ist, aber die kriegen ja so immens viel mehr Geld dafür, was sie da tun, als Leute, die einen in der Gastro bedienen. Und man sich dann doch eigentlich fragt, kann das eigentlich sein, dass
ja, diese sozialen Berufe, Pflegeberufe, Gastroberufe, dass die so stressig und anstrengend sind, wenig Ja, dafür die werden entlohnt beschissen wird. bezahlt. Ja, oder dass Leute in so einem Die reichen Land werden. wie Deutschland irgendwo am Bahnhof auf dem Boden liegen. Also das muss ja eigentlich nicht sein. Eigentlich könnte man das doch irgendwie Ja, in den Griff kriegen, wobei oder das ja nicht? wirklich nicht sein muss. Das muss ja wirklich nicht sein. Das liegt aber auch leider oft daran, dass Menschen sich bewusst dafür entscheiden, auch in dem Bereich der Obdachlosigkeit. Weil sie Naja, also die haben ja oft harte die persönliche Schicksalsschläge. Prägung. Die, genau, das ist aber das Problem. Diese harten Schicksalsschläge führen dazu, dass diese Leute mit dem normalen Leben nicht mehr so klarkommen. Ja, aber du Also entscheidest da, dich ja nicht für ein Trauma, das passiert ja das ist einfach. weniger. Das ist, genau. Ist genau. Das geht einfach. Aber Ja, aber deswegen muss man das diese ist jetzt Leute dann ja, weniger ein dann, denen muss Problem man der ja helfen. Wirtschaft. Also wenn jemand ein schweres Trauma erleidet und manche Sachen nicht mehr auf die Reihe kriegt, dann kannst du nicht einfach sagen, naja, der entscheidet sich jetzt halt zu verlieren und dann liegt er halt am Ende auf der Straße, sondern Nein, dann nein, aber sollte du man dem kannst, doch das eine kann, Hand reichen und dem der landet dort helfen. jetzt nicht. Nein, du, der, aber die Aussage so durch die Blume, er landet jetzt dort, weil er keine Möglichkeit hat, irgendwo anders unterzukommen, das ist es halt nicht, sondern es liegt daran, dass er dort landet, weil er einen Schicksalsschlag hinter sich hat Ja. und nicht mehr mit der normalen Welt klarkommt. Ja, Das aber. ist halt was Individuelles. Ja, und wie Das hilft man denen kannst du nun? jetzt nicht über Steuerrecht regeln. Nee, nicht nur. Also, du kannst natürlich über Steuerrecht kannst du Sozialwohnungen vielleicht bauen, dass du da Einnahmen hast und dann die irgendwie freimachst oder du kannst irgendwie Leerstand enteignen oder Oder so und die Leute da reinsetzen, irgendwie sowas oder du machen musst können. unser Gesundheitssystem verbessern, du musst dafür sorgen, dass Menschen Therapieplätze bekommen, die sie de Das facto auch, aktuell ja. nicht bekommen. Also jemand, der aktuell einen Therapieplatz haben möchte, kriegt die nicht. Ja, Du aber hast man kann ja auch, Wartelisten von 2 Jahren. also eine Therapie alleine reicht ja auch nicht. Also wenn jemand am Hauptbahnhof irgendwie auf dem Boden schläft und dann hin und wieder mal in eine Therapie geht, dann weißt du, dann wird er da therapiert, aber direkt danach liegt er dann da wieder. Das bringt ja nichts. Also den Das ist musst du ja doch die Ursache. trotzdem in irgendeine Nein, Wohnung das ist doch reinkriegen. die Ursache. Das ist doch die Ursache, warum er am Boden liegt, weil er nicht in eine Wohnung will. Red mal mit Menschen in der Ja, Obdachlosigkeit. nee. Viele von denen können das nicht. Sie können es, kommen damit nicht klar. Die sind überfordert mit dem Leben. Aber Das ist selbst das wenn sie große gerne Problem rausgehen der oder Obdachlosigkeit. draußen sich umgeben mit anderen Gerne Leuten. sind sie ja auch nicht draußen. Nee, aber also du sagst Aber ja es gerade, ist. die wollen nicht. Also wenn du denen sagst, du kriegst einen Raum, wo ein Bett und vielleicht Ja. ein kleines Zimmer zum Abschließen ist, wo du ein paar Sachen unterbringen kannst, wo du dich Da vielleicht mal müssen wir waschen uns kannst, dann werden anpassen, die doch nicht genau. sagen, nee, Da kein müssen wir uns Bock. anpassen. Ja, da muss man sich anpassen. Da muss das System anders funktionieren. Aber dann red mal mit Obdachlosenhilfen und die werden dir genau sagen, wo die eigentlichen Probleme sind. Und die sind nicht so einfach zu lösen. Ich hab sehr viel Kontakt mit Ja, aber. Obdachlosenhilfen in den letzten Jahren gehabt, habe da auch mich sehr stark engagiert. Das ist ein so komplexes Thema, dass man das nicht so einfach lösen kann. Klar, Leute sagen immer, ja, dann gib ihnen eine Wohnung, gib ihnen das Essen. Es funktioniert so nicht. Ja, also, Doch, aber. also wir sehen ja, dass beispielsweise in Finnland dieses Housing-First-Konzept durchgesetzt wurde und man dadurch die Obdachlosigkeit deutlich reduzieren konnte. Man hat es geviertelt innerhalb von 10 Jahren oder sowas. Ich habe mir da Ja, aber damit Finnland ist zumal was wieder ein ganz angeguckt. anderes Land. Wir haben ja hier auch viel andere Obdachlosigkeit. Wir haben zum Beispiel auch importierte Obdachlosigkeit durch EU. In Finnland nicht. Das Also sind. Finnland, ja, Finnland ist auch in der EU. Also Finnland hat Ja, ähnliche Probleme wie wir. Deswegen ist das ja so gut aber vergleichbar. wer aus den Ostländern geht denn zum Betteln nach Finnland? Ich war da noch nicht, ich weiß nicht, ob das vielleicht auch Leute machen. Ja, das ist es eben. Das ist es ja eben. Das ist ja auch ein Problem in diesem ganzen Bereich, was neu hinzugekommen ist. Zu der üblichen Obdachlosigkeit und den sozialen Problemen kommt dann auch noch Bettelmafia und so weiter hinzu. Und das verschärft die Ja, aber. Situation für Obdachlose nochmals. Aber Kompromissvorschlag wäre doch erstmal, dass man sagt, jeder deutsche Staatsbürger kriegt erstmal eine Wohnung und um die Importierten kann man sich Das danach kümmern, wird oder? nicht durchsetzbar sein. Das verstößt Geht wahrscheinlich nicht. gegen EU-Recht. Aber kann man sagen, jeder, der hier gemeldet ist oder irgendwas? Also irgendwie wird man Da musst doch. du jedem, ja, da musst du jedem, da musst du jedem, jedem EU-Bürger. Und dann ist das Chaos perfekt. Du hast ja Freizügigkeit. Ja. Ja, aber Finnland schafft es doch auch und ist in der EU. Und Finnland wird jetzt nicht von irgendwelchen Bettelmafias überrannt. Das ist doch ein Aber Schreckgespenst, hat was du hier Finnland das Gesetz, aufbaust. dass jeder, der dorthin kommt, eine Wohnung bekommt? Sofort? Ist das so in Finnland? Ja, Housing First. Obdachlose werden zuerst mal mit einer Wohnung versorgt. Also bekommt jeder. Also ich kenne das finnische Gesetz so nicht, aber ich glaube,
versuchen hier ein komplexes Problem zu einfach zu lösen, indem man einfach sagt, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Ja, also für mich ist es halt ein Thema, Aber das wenn könnte die ich. Bundesregierung doch mal. Du siehst es Ja, ja auch in genau. deinem Chat. Du siehst es ja auch in deinem Chat. Da wird direkt absichtlich falsch verstanden. In der Hoffnung, Fitner zu machen, um es mal in dem TikTok-Wort zu sagen. Sagen, oh, er hat was, er hat alle über einen Kamm geschert, oh, marginalisierte. Leute, wir sind hier nicht im Shoyoka-Stream. Behaltet euren Shit-Talk bitte bei diesen Trotteln, aber nicht hier. Also diese Shoyokasierung, wie man sie fast nennen mag, die ist wirklich unangenehm. Ich habe auch Da würde den ich Chat schon mitschließen. mehrmals darum gebeten, sachlich sich zu unterhalten. Ich glaube eben halt, als du gesagt hast, die wollen das oder so, oder das ist eine Entscheidung, da waren Genau, weil sie einige es nicht getriggert. verstanden haben, was ich aussage. Es wird jetzt mit Sicherheit, es wird jetzt wieder irgendetwas gecuttet, um dann wieder diesen hasserfüllten Spinnerten um diese Dame herum etwas zu geben, wo sie dann wieder was verbreiten kann, um das sich dann der Staatsanwalt kümmern Aber darf. die können uns doch alle drei nicht leiden, also. Ja, genau deswegen. Deswegen, es wird ja hier auch mit Sicherheit fleißig mitgeschnitten und dann wird wieder rausgecuttet, wie sie es mit den meisten meiner Aussagen gemacht haben, nur um jemanden zu diffamieren und wirtschaftlichen Schaden zuzufügen. Das haben wir ja aus dieser Gruppe. Diese Leute sind ja maximal bösartig, faschistoid organisiert. Naja gut, also darum ging es ja gerade nicht. Also eigentlich Ja, nee, war. aber ich sag nur, ich lese nur ein bisschen den Chat mit und Ja. sowas ist halt dann auch nervig, wenn man versucht, hier etwas Komplexes einigermaßen zu erklären, warum man gewisse Sachen, wo Probleme sind und wenn man dann wirklich den Problem im Sinne der Menschen, und zwar in wirklicher fürsorglicher Art und Weise, wo man in den Menschen schaut und nicht einfach sagt, das sind Obdachlose und das sind quasi keine Menschen, was manche Leute gerne machen oder typisch FDP. Wenn man versucht, als Mensch, der sozial engagiert ist, in die Probleme reinzugehen und diese so zu untersuchen, dass wir sie wirklich lösen und nicht nur uns an, weil Weihnachten ist, gut fühlen. Ach, ich habe einem Obdachlosen 10 € in den Kopf getan, ich habe die Welt gerettet. Mit solchen Leuten möchte ich halt dann auch nichts zu tun haben. Aber genauso Und wenn man dann versucht, deswegen, daraus argumentiere ich ja, dass ich halt draußen unterwegs bin und egal in welcher deutschen Großstadt du draußen spazieren gehst, du siehst halt abends in den Straßenbahnstationen, dass Leute da mit einem dreckigen Schlafsack liegen und ja. versuchen da einzuschlafen. Und ich denke, diese armen Leute, ich würde denen eigentlich gönnen, dass die genauso wie ich auch einfach in ein warmes Zimmer gehen können mit einem Bett und einem Ja, Kleiderschrank und einem Waschbecken. hast du mit ihnen geredet, was sie so brauchen und so? Na, manchmal schon, aber das sind ja Was irgendwelche. sagen sie? Da sind ja öfter irgendwelche Spiralen, also die müssen sich ja um ganz viele Dinge gleichzeitig kümmern. Also die sollen dann zu Ämtern, dann sollen sie da irgendwelche Formulare ausfüllen. Manche haben noch ein Trauma oder ein Drogenproblem und da kommen ja ganz viele Sachen aufeinander. Und wenn du dann. Genau, und da haben wir den Ansatz, da fehlen erstmal Sozialarbeiter. Ja. Genau, das ist der erste Punkt. Ja, aber Und wer nicht eine bezahlt die? Das muss Wohnung. halt irgendwer dann auch wieder machen. Sozialarbeit Genau, ist ja aktuell ein und so wer will super unattractiver Sozialarbeiter sein? Beruf, weil Genau, du warum kriegst ist da der halt Beruf nicht nicht die Kohle attraktiv? für. Na, du Richtig, und weißt da halt, haben wir wenn die du in eigentlich. irgendeine Bankerlehre gehst, dann kannst du dir da deine 20.000 im Monat abholen und kannst in die teuersten Hotels fliegen, wenn du da Bock drauf hast. Und wenn du Sozialarbeiter wirst, dann kriegst du halt ein Zehntel Ja, davon und um es. machst Ja, unangenehme Sachen. 20.000 ist ein bisschen krass ausgedrückt. Du musst dir die Lebensunterhaltskosten wie Kokain und Alkohol auch noch mit Ja, einberechnen und die okay. ganzen Benzos, die du als Investmentbanker ausgeben musst. Aber du weißt Nein, halt, aber wenn du an es die Börse ist oder in die beiseite. Bank gehst, dann kannst du eine goldene Nase verdienen. Und wenn du Sozialarbeit machst, da ist das Maximum halt relativ schnell erreicht, was du damit bekommen kannst. Ja, aber hier sehen wir doch, dass das Grundproblem dann erstmal gar nicht Wohnungen sind, sondern dann haben wir die Sozialarbeiter und dann die fehlenden Finanzierung von Sozialarbeiter, die schlechte Bezahlung von Sozialarbeiter, genauso wie Pflegeberufe. Und da haben wir dann, da kommen wir langsam dem Problem eher auf die Spur. Aber das wäre dann doch, wie Ja, aber Deutschland. Agitator gesagt hat, dass man bei vielleicht den Bankern oder so dann die Steuer ein bisschen nach oben schiebt und dafür den Sozialarbeitern aus dem Steuertopf mehr geben kann. Aber das ist ja auch wieder zu einfach. Also wir haben ja hier ein Hochsteuerland, wir haben eine relativ hohe Belastung, wir haben auch eine hohe Bürokratie und wir müssen vielleicht mal schauen, wie wir auch sinnlose Ausgaben wegkürzen. Man kann ja beides Hat machen. er ja selbst gesagt, siehe Ja, aber nicht für Bundeswehr. die Mitte. Aber nicht für die Reichen. Wir haben nicht für die Reichen ein Hochsteuerland. Vermögen wird in Deutschland sogar geringer besteuert als in Nö, wir anderen haben für die vergleichbaren Mitte. Industrieländern. Genau, für die Mitte. Ja, Haben die vor allem der Mittelschicht zahlt Mittelschicht wird viel hoch hier, ne? besteuert. Aber Ja, genau. die Deswegen Oberschicht, sollte man die. die Steuern für die Reichen erhöhen. Genau. Ja, die Steuern für die Reichen zu erhöhen, hilft dir ja nicht der Mitte. Du musst die Belastung der Mitte erstmal runtersenken.
Du kannst ja Ja, gleichzeitig genau. machen, oder Man nicht? erhöht die Freibeträge bei der Einkommenssteuer und erhöht den Spitzensteuersatz beispielsweise. Also, Und dann hast du Oder man Abwanderung. erhöht den Unternehmenssteuersatz oder man führt eine Vermögenssteuer ein oder erhöht die Erbschaftssteuer. Das hatten wir ja alles. Also Aber das ab hatten wir wann in der gibt es denn Bundesrepublik alles schon. Abwanderung und unter welchen Umständen? Weil ich kenne persönlich auch teilweise Leute, die ganz gut verdienen, beziehungsweise deren Familie. Und von einem Freund von mir zum Beispiel weiß ich, dass der Vater relativ wohlhabend ist. Und ja, der will auch nicht abwandern, weil der hat hier seine Familie, der hat hier seine Firma, der hat seine ganzen Mitarbeiter hier schon Ja, die Leute geben eingearbeitet. das auch. Und wenn Die man geben dem das auch, jetzt, also aber der ich zahlt kenne hier sehr viel viele, die nicht Steuern, aber abwandern. der wandert ja nicht ab, weil dann müsste der ja sein komplettes Umfeld verlassen. Das macht man ja auch nicht einfach Ja, so. das sind vielleicht ältere Leute, aber oder Leute, die hier ein sehr starkes familiäres Netz haben. Ich glaube, wenn ich jetzt kurz nachdenke aus meinem Bekanntenkreis, ich kann direkt eine Hand fünf Leute aufzählen, die in den nächsten 6 Monaten auswandern. Ja, aber werden die eh, oder? Also egal, ob es. Oder Nein, die machen die das werden wegen wegen der hohen Steuern? Steuern. Nur wegen Steuern. Explizit nur wegen Steuern. Ich würde das Na, zum Beispiel, glaube ich, nicht das machen. ist nicht repräsentativ. Das ist nicht Doch. repräsentativ. Also Michael Also Hartmann, die. das ist ja ein bekannter Soziologe, der sein Leben lang zu Eliten geforscht hat, der sagt, 90% aller Topmanager und aller Milliardäre weltweit leben weiterhin in ihrem Heimatland. Das heißt, diese Vorstellung, dass es so eine international vernetzte, also Klasse von Menschen gäbe, die jederzeit auswandern würden, wenn man den Spitzensteuersatz mal 1% zu hoch macht oder Vermögenssteuer einführt, die hat mit der Realität relativ wenig zu Nein, tun. Wir es geht hatten in auch der um die Bundesrepublik für Bürokratie. Reiche auch mal wesentlich höhere Steuern, ohne dass das zu einer großen Abwanderung geführt Ja, hat. schau Ja, doch auf Bürokratie YouTube. können wir definitiv abbauen. Deswegen sollten Ja, wir beispielsweise schau doch Mehrwertsteuer hier abschaffen. rein. Das hatte ich ja schon Schau doch. vorgeschlagen. Geh doch mal auf Twitch und schau doch mal, wie viele der deutschen Streamer überhaupt in Deutschland sitzen. Nicht mal jeder Zweite. Aber das liegt ja nicht nur an den Steuersätzen. Das liegt ja auch daran, dass sehr, sehr große Streamer oder große Prominente allgemein auch damals schon einfach ihren Heimatort verlassen, weil sie da andauernd erkannt und vielleicht sogar belästigt werden. Also wenn du Nee, ein. also Also ich du glaube. musst, also die deutschen Fernsehprominenten von früher, ob es jetzt irgendwie ein Til Schweiger oder so ist, die leben ja auch alle in Amerika, weil die halt nicht normal in ein Einkaufszentrum gehen können, ohne dass die von allen angequatscht werden oder vielleicht sogar geschlagen oder irgendwas. Deswegen ab einem gewissen Bekanntheitsgrad lohnt es sich halt einfach auszuwandern, weil du halt deine Privatsphäre haben möchtest. Und ich glaube, der Ja, ein oder andere Streamer macht das auch. Du, also also jetzt, du also kriegst bei ja den auch YouTubern. regelmäßig Drohungen, oder? Und Ja. wenn du dir jetzt vorstellst, du hättest vielleicht nochmal fünfmal so viele Zuschauer und die Leute standen vielleicht schon vor deiner Wohnung oder so, dann würde ich mich nicht wundern, dass irgendwie ein Unge oder so dann auswandert und sagt, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Das kann auch ein Grund sein, aber die Leute, von denen ich rede, die sind nicht so bekannt. Die laufen hier ganz normal rum und die sagen, sie haben keinen Bock mehr. Ja gut, aber die wandern halt nicht aus, weil die halt diese weitere Bedrohung nicht haben. Das war ja mein Punkt, den ich meinte. Also Nein, die haben auch. ja keine Bedrohung. Die sagen sich, sie haben keinen Bock auf die Bürokratie, sie haben keinen Bock, die Hälfte ihres Geldes abzugeben und sie ziehen dann nach Dubai oder Madeira und sagen sich, warum soll ich die Hälfte meines Geldes abgeben, wenn ich nur 2% abgeben Das muss? kommt aber auch aufs Land an, wo du hingehst. Also du kannst ja auch sagen, ich gehe jetzt nach Rumänien, weil sind die Lebenshaltungskosten so niedrig, aber da hätte ja kein reicher Bock drauf, da zu wohnen. Das ist ja scheiße. Also jetzt nichts gegen Rumänien, aber es ist halt scheiße. Also ein paar Leute Das kann scheinen ich. irgendwie Ich habe nach Dubai, letztens mit einem Madeira oder Irland libertären zu gehen, aber. Argument. Wie bitte? Ich hatte letztens mit einem Libertären diskutiert, der war in Bulgarien, weil es dort eben so viel billiger ist und es da so weniger Bürokratie gibt, meinte er. Aber das ist eben nicht der Durchschnitt. Das ist bei Influencern, wie Imp da gerade erklärt hat, ein bisschen häufiger. Im Chat wurde gerade der Equalist als Beispiel genannt, für selbst kleinere Influencer, die sehr schnell Probleme bekommen, weil sie eben überall erkannt werden. Also das ist aber nicht repräsentativ. Wie Ja, aber gesagt, ich berufe mich das hier auf hat ja Michael nichts mit den Hartmann, der hat Steuern zu gesagt, tun. 90% aller Topmanager und Ja, aber ja, deswegen genau, meinte das ich ist ja, ja der Punkt. Das dass hat dein nichts mit Steuern zu Beispiel tun. nicht ganz zutrifft, Ja. weil die halt noch einen Nein, zusätzlichen aber Grund zum also Ausnahmen Auswandern bestätigen die haben. Regel. Also Ausnahmen bestätigen die Regel. Natürlich müssen die Leute, die auch eine gewisse Abhängigkeit haben von ihrem Arbeitsstandort, die können natürlich nicht so einfach nach Madeira. Aber zum Beispiel jeder, der Content Creator ist, dem ist ja egal, wo er sitzt. Der kann auch in der Wüste sitzen. Hauptsache, er hat einen guten Internetanschluss und ist Naja, aber überall der da. will ja, der ist ja nicht nur Content Creator, der will ja auch manchmal in seiner Freizeit vielleicht was erleben. Und ich könnte natürlich auch an den billigsten Ort ziehen, wo ich hin kann, solange es da Internet gibt. Aber wenn ich dann vor die Tür trete und es gefällt mir da nicht, dann lohnt sich das ja nicht. Dann bezahle ich doch lieber Ja, hier aber ein paar Madeira ist Euro halt mehr dafür, dass. Urlaubsinsel. Ja, Madeira ist wahrscheinlich ganz in Ordnung, das stimmt schon. Es gibt da schon Orte, die cool sind, aber also auf Dubai hätte ich persönlich zum Beispiel überhaupt keinen Bock. Natürlich auch nicht. Für mich ist Dubai Disneyland für Reiche und ich finde es ganz schrecklich. Ich weiß auch nicht, wie Leute dorthin, aber manche Leute mögen das halt. Ja, Zum ich Beispiel, weiß.
sagen wir mal, du hast nicht so viel Niveau und du hältst nicht so viel von Kultur und Bildung und heißt Simon Desue, dann gehst du natürlich dorthin. Ja, Aber also das wie ist ja gesagt, nicht für mich wäre es auch kein repräsentativ. Ort. Die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, auch nicht die Mehrheit der reichen deutschen Bevölkerung, besteht aus Salmon Desio. Also das ist jetzt, wie gesagt, nicht repräsentativ. Und wir Zum hatten in der Glück, Bundesrepublik mal weil deutlich eine höhere Steuersätze für Reiche, Wahlergebnisanspruchung schon. ohne dass die Leute abgehauen werden. Also wenn es Wir noch, hatten in also der wenn es noch Bundesrepublik stärker mal wird, deutlich höhere so, Steuersätze. es gibt auch viele Leute, die auch nicht aus diesem Social Media oder diesem Influencer-Bereich sind, die einfach unter dieser extremen Last leiden. Natürlich kann der Handwerker, der hier Gas, Wasser, Scheiße macht, der kann nicht auswandern, weil hier sein Betrieb ist. Der hat nicht die Möglichkeit. Der arbeitet hier oder ist dann irgendwann arbeitslos, Aber weil er wäre das pleite dann ist. nicht eine Idee, dass man auf EU-Ebene das regelt, dass man sagt, Madeira oder Irland und Co., die haben auch ein gewisses Minimum. Also es muss ja nicht jedes Land genau gleich viel, aber dass man sagt, so gering wie ihr das jetzt macht, geht es nicht. Das wird angehoben. Der Druck wird ja ausgeübt. Also sie schaffen es ja jetzt ab. Also Madeira schafft es ja jetzt ab. Es hat dann den gleichen wie Portugal oder hat es nur einen anderen So wie Satz? Portugal. Okay. Ich weiß nicht, wie dieses System genau hat. Ich vergesse das wieder, weil für mich das nie in Frage kam. Mir haben auch immer viele gesagt, Tobias, komm doch nach Madeira. Aber nachdem ich mich mit Theo da unterhalten habe und er meint, das Essen sei scheiße, habe ich nicht mehr drüber nachgedacht. Ich kann nicht in Regionen ziehen, wo das Essen beschissen ist. Mir hat 4 Jahre England haben mir gereicht. Aber siehst du, du hast ja auch anscheinend, also du wirst ja auch da eingeladen und ich weiß jetzt nicht, wie viel du verdienst, aber weißt du, du sagst halt auch, gut, da würde ich Steuern sparen, aber es gefällt mir da nicht. Nein, ich Ich habe bin da andere Ziele. vielleicht einsam und das Essen schmeckt mir nicht, dann habe ich da keine Lust drauf, weil du willst ja auch. Nein, ich habe andere Ziele. Also, Also ich bin ja bewusst nach Deutschland zurückgegangen, weil ich politisch etwas positiv verändern wollte. Und das kann ich nur vor Ort. Hätte ich keine politischen Ambitionen mehr, dann würde mich nichts in Deutschland halten. nicht mal Freunde, Familie, sowas. Ich habe doch eh keine Freunde, ich bin FDPler, bitte. Ja gut, also ich würde auch nicht so, ich würde nicht so gerne irgendwie, oder das, was mich am meisten davon abhält, dauerhaft das Land zu verlassen. Also ich war auch, ne, ich war jetzt noch nicht so oft im Urlaub, aber wenn, dann hat es mir an manchen Orten auch gut gefallen. Aber wenn ich denke, ich kenne da halt gar keinen. So, selbst wenn ich dann meine Freundin mitnehme, dann sind wir da halt zu zweit. Und ich finde das ja auch ganz schön, mal den einen oder anderen Freund mal zu treffen oder zu irgendeiner Veranstaltung zu gehen. Und wenn ich jetzt in einem Land wohne, wo ich gar keinen kenne, vielleicht lernt man einen Nachbarn kennen, aber was mache ich denn dann da? Dann sitze ich da den ganzen Tag am Computer oder wie? Oder gehe alleine Ja, macht man. spazieren, aber dann, also. Also es kommt natürlich auf die Person an. Ich bin ein Mensch, der kommt gut alleine zurecht. Also ich habe kein Problem damit, dass ich ein halbes Jahr keinen Menschen sehe. Gut, das ist bei jedem anders. Also ich finde das nicht so schön. Ich kann auch hin und eine längere Zeit mal ohne, aber hin und wieder ist es doch mal schön, mit einem Freund irgendwie ein längeres Gespräch zu führen, irgendwie ein bisschen was zu unternehmen. Aber das sieht wahrscheinlich jeder anders. Ja, ich habe mich in England dran gewöhnt. In England, auch während der Lockdown-Phase dort, die ja viel härter war als in Deutschland. In Deutschland haben sie alle nur rumgeheult, obwohl das eigentlich komplett locker war, habe ich es einigermaßen gut überstanden. Und ich muss sagen, England war auch gerade das erste Jahr relativ hart. Aber da gab es ja keinen, den man kannte. Na gut, Aber ging dann doch. wollen wir ins Thema zurückkommen? Also Agitator sagt, die Leute wandern nicht ab und hat dafür Belege Ja. von früher und von anderen Ländern, oder? Michael Hartmann, das ist ein Sozi. Ich habe jetzt keine Studie rausgesucht. Ich habe mich ja jetzt einfach auf sein Urteil verlassen. Ist jetzt ein Autoritätsargument, ist nicht das Beste, aber der forscht sein Leben lang zu Eliten, wie die sich zusammensetzen, wie mobil die sind. So, deswegen habe ich den jetzt für relativ seriös gehalten. Von dem habe ich mir auch viele Interviews zu dem Thema angeguckt. Ich habe Deswegen es, habe ich ja glaube gesagt, dass ich. das, was Tobias Buch hier beschreibt, nicht unbedingt repräsentativ sein mag. Ich glaube, ich habe es auch von Adam Tooze gehört, dass er sowas gesagt hat. Der forscht ja auch zu Ja, wir Eliten. halten die Leute natürlich auch mit anderen Mitteln hier ab Wegzugsbesteuerung und so weiter. Das ist ja für viele auch ein Argument. Es wird ja richtig teuer, wenn du hier wegziehst. Ja, kommt drauf an, wie viel du Als hast, ne? Strafe. Kriegst du eine harte Geldstrafe, wenn du Deutschland verlässt. Das wusste ich noch nicht. Ich dachte, also innerhalb der EU darfst du, oder? Nö, auch da. Okay. So. Wollt ihr beide noch groß weitertalken oder? Hast keinen Bock mehr?
Oder du hast einen Nee, Termin, ne? ich bin eigentlich gleich mit Marco vom Brotfunk-Podcast verabredet, und um Dara zu reagieren. Und Ach, meine Güte. ja, ich Was hat denn glaube, den Dara stört wieder sich von immer sich noch. gegeben? Der hat auf Proletopia gegen so einen anderen Walkie, ich weiß gerade seinen Namen gar nicht mehr, reagiert. Neitan? Und der hat, ja Oh. genau, da hat er sich ziemlich blamiert. So meiner Meinung nach. Deswegen wollten wir uns Wer das hat sich mal ansehen. blamiert? Dara hat sich blamiert. Dara. Okay. Ach, schon wieder. Oh Gott. Na gut, Ach gut. ich habe den Talk nur zum Teil gesehen. Ich habe mitbekommen, dass sie, also am Anfang fand ich es ein bisschen uninteressant, was sie geredet haben. Dann habe ich vorgespult und bin wo gelandet, wo sie sich angeschrien und beleidigt haben und dachte, ja gut, also. Oh, jetzt wird es für mich doch interessant. Also Naitan und Proletopia haben miteinander gesprochen und eigentlich finde ich das gut, dass diese verschiedenen Lager sich wieder ein bisschen mehr annähern und Gespräche miteinander führen. Weil man hat es ja heute gesehen, selbst wenn man völlig unterschiedlicher Meinung ist, denke ich, das lohnt sich doch, solche Gespräche weiterhin zu führen. Aber also die sind irgendwann irgendwie zu so einem Punkt gekommen, dass, glaube ich, Naitan hat Erwin immer vorgeworfen, irgendwie ein Putin-Freund oder so zu sein oder ein Schwurbler oder irgendwie sowas. Und Erwin hat dann so gesagt, Naitan, kann es sein, dass du dumm bist? Und irgendwie, also auf jeden Fall haben sie sich beleidigt. Naja. Oh Gott, was ein Theater. Und anscheinend hat sich Dara eingeschaltet. Der hat auch, also es gab, das war ganz witzig, Agitator war ja mal bei Dara zu Gast und wurde als Verschwörungstheoretiker bezeichnet. Und Erwin hat jetzt ja auch nochmal, glaube ich, nach dem Talk irgendwie geredet und meinte dann, dass die ja im Kleinen eine Art Verschwörung gemacht haben, weil nämlich wohl Dekadent und Dara gemeinsam bei Naitan reingeraidet haben, um da den Chat zu befüttern mit Leuten, die Naitan Infos geben oder die Erwin irgendwie runtermachen oder sowas. Und das ist ja eigentlich auch eine Art Verschwörung im Kleinen, ne? Dass sich so Leute verabreden und zusammentun, um gemeinsam ja, so einen Zeitgeist zu kippen oder so, oder zumindest so eine Diskussion in ihre Richtung. Aber das gibt's doch dauernd. Aber das ist ja eigentlich dann vielleicht ein Anhaltspunkt, dass man sagt, manche Verschwörungen sind vielleicht gar nicht so weit hergeholt, weil wenn die im Kleinen passieren, wieso sollten nicht im Großen auch Verschwörungen passieren? Ja, Oh das finde Gott. ich jetzt nicht so die Meinst du relevante nicht? Diskussion. Das Nee, finde ich nicht. ist schon Wie ein bisschen gesagt, seltsam. ich würde mich dann bei euch beiden verabschieden. Ihr beide könnt ja noch weiterreden, wenn ihr wollt. Ich habe eigentlich alles Ja, wir haben Wichtige besprochen, was auch ich nicht mehr so besprechen wollte. lange, weil ich eigentlich ja nur so Ja, dann. Ja. reingeswitcht bin. Es hat mich gefreut, dass ihr beide da wart. Also ich glaube, das wird leicht falsch verstanden, was ich gerade gesagt habe mit Verschwörung. Also ich bin auch kein Fan von Ken Jebsen und Co. Also dieses Wort Verschwörungstheorie ist leider ja so ein groß Darüber haben wir gefasster auch schon mal Begriff. gesprochen. Naja, da fällt so vieles rein und da ist einiges natürlich Ja, kompletter deswegen. Quatsch und bei manchen Sachen würde ich sagen, naja, vielleicht ist es vielleicht gar nicht so ein Quatsch. Aber das sind wahrscheinlich dann auch Verschwörungen, die von manchen Leuten so abgetan werden wie, ja gut, das ist ja doch keine Verschwörung, ne? Also sowas, was NSA macht und sowas, bevor Snowden kam, hat man ja auch gesagt, Verschwörung. Und dann kam man und hat gesagt, nee, wir machen das wirklich. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, ne? Und gibt ja Ich noch würde so ein mich dann auch paar mal solche abmachen. Sachen. Ja, Dann wie wünsche ich noch gesagt, in einen diesem schönen Sinne Rest für euch noch Weihnachten. eine frohe Weihnachten auch. Bis dann. Tschö, Frohe tschö. Weihnachten an alle. Tschüss. Jo. Jetzt hat er schon direkt aufgelegt. So. Das war interessant. Also es war unvorhergesehen, dass wir jetzt noch einen zweiten Gast bekommen haben. Ich fand das eigentlich ganz. Ich fand, dadurch ist das Gespräch eigentlich besser geworden. Ich habe gesehen, der Chat ist ziemlich abgegangen. Wie gesagt, angefangen hat es dadurch, dass der Agitator mich vor ein paar Tagen angefragt hat, ob wir einen Talk über Aufrüstung machen wollen und über dieses Paper, was er da gefunden hat. Und ja, Tobias Huch kam dann spontan vorbei. Wie gesagt, es sind ein bisschen die Fetzen geflogen zwischen Ihnen und auch im Chat, aber ich finde, wir brauchen so etwas. Ich weiß nicht, welchen Aussagen ich zustimme und welchen nicht. Ich müsste es mir nochmal angucken, aber es kommt auf YouTube. Ja, die Aufnahme läuft auch noch. Wie gesagt, ich finde solche Gespräche interessant. Ich finde, das ist etwas, was in unserer aktuellen Debatte zu sehr fehlt. Es wird zu sehr nur in einer Bubble diskutiert. Da sitzen dann irgendwie 10 Leute in einem Talk und haben die gleiche Meinung. Das ist langweilig. Ich finde es gut, dass es Diskurs gibt und dass Leute miteinander auch kontrovers diskutieren, ohne dabei irgendwie ekelhaft persönlich zu werden oder sowas. Und man hat gemerkt, die Emotionen sind ein bisschen hochgekocht bei den beiden heute. Also da waren
wie gesagt, Aussagen dabei, wo der andere, wo man, also beim Agitator hat man es im Gesicht ja angesehen, wenn er eine Aussage nicht gut fand. Oder Tobias Huch hat es ja auch dann öfter mal so angemerkt, dass er meinte, oh Gott, das klingt ja wie, oder das ist ja dies oder das ist dieses Narrativ oder so. Ne, ich paraphrasiere jetzt jedenfalls. Ich fand das sehr interessant. Und ich finde es auch interessant, dass ihr so im Chat, dass ihr ja, auch unterschiedlicher Meinung seid. Also, ich fände das ganz schlimm, wenn ich den Chat irgendwie was frage und alle haben die gleiche Meinung. Das fände ich langweilig. Deswegen, ich mag das, dass es so, ja, dass es so Diskussionen gibt. Und ich finde auch, das sind alles Leute, denen man gerne zuhören kann. Und ich habe den Leroy gemacht. Ja, ich habe keine Faktenchecks gemacht. Wie denn? Ich habe ein bisschen gegoogelt nebenbei. Also wenn Sie, ich kann es euch ja nochmal einblenden. Also ich habe, wenn Sie hier geredet haben, ne, ich habe das Paper vom Agitator eingeblendet, als das mir geschickt hat. Dann habe ich hier, ne, die Unterstützer habe ich gegoogelt. Ja, diesen Demokratieindex habe ich gegoogelt. Dann habe ich hier das Handelsblatt. Ne, ich habe das halt alles on the go gemacht. Was ist das hier? Das ist ne, IHK Hamburg, die Steuersätze und so ein bisschen so nebenbei gegoogelt habe ich. Aber ey, ich bin auch kein Experte. Ich bin auch vorher nicht aufs Thema vorbereitet gewesen. Ich war vorbereitet auf Agitator möchte über Aufrüstung reden und das auch dieses Paper vom Think Tank, das hat er mir jetzt gerade geschickt, als wir hier den Stream gestartet haben. Und seht mich bitte nicht als irgendeinen Experten oder als Top-Journalist oder so, sondern ich bin einfach ein interessierter Zuhörer, der sich freut, wenn er diese Leute ranbringt. Und ja, ich stelle dann halt, ja, ich stelle vielleicht hin und wieder mal eine Frage, wenn die beiden da viel reden. Ihr habt es ja manchmal auch gemerkt, dass ich mal gesagt habe: Moment, ich habe eine Frage oder kann ich irgendwas? Und dann haben die weiter geredet. Aber ja, also ich fand's gut. Mir hat's gefallen. Ja, wie gesagt, das will ich mir auch eigentlich fast schon fürs neue Jahr wünschen, dass es sowas mehr gibt. Und dass man sich nicht so sehr verurteilt dadurch, dafür, dass man Dinge anders sieht. Weil man, finde ich, immer bedenken muss, wie die Leute geprägt wurden. Also, das habe ich auch einmal versucht zu sagen, dass Tobias Huch zum Beispiel deutlich älter ist als der Agitator. Ich glaube, gut 20 Jahre Altersunterschied bei den beiden. Das heißt, wenn es dann um einen Krieg in den 90er Jahren gibt, dann hat Tobias Huch das als Jugendlicher miterlebt und der Agitator kennt es halt heute nur aus Büchern und aus Dokus. Deswegen haben die einen anderen Zugang dazu. Oder wenn du ein FDP-Mitglied bist und du gehst auf FDP-Veranstaltungen und du redest mit denen, hast du auch einen anderen Zugang dazu, als wenn du die alle nicht persönlich kennst, sondern nur aus dem Fernsehen und du vielleicht ja, Kontakt eher zu Leuten hast, die eher auf der linken Seite stehen. Also das ist ja alles, ja, das sind ja alles Faktoren, die man berücksichtigen muss, ne? Und generell, wie Leute gelebt haben. Wenn es ums Thema Nahe Osten geht, dann ist Tobias Huch da anders investiert, weil er da ja regelmäßig hinfährt und da Leute kennt. Dann sieht man die ganzen Sachen so ein bisschen unterschiedlich. Aber deswegen, ne, haben wir ja hier so einen Diskurs. Und wie gesagt, wenn ihr irgendetwas gehört habt, was euch komisch vorkommt, ihr könnt euch gerne alle selber informieren und euch irgendwelche ja, Dokus angucken oder Talks oder sowas. Das finde ich eigentlich. Sollte eh jeder Zuschauer selber machen. Das versuche ich ja selber auch, dass wenn ich irgendwas höre, dass ich Dinge nicht einfach unhinterfragt genauso kopiere, sondern dass ich denke, ja, kann das sein und ne, warum denke ich das und wer sagt mir das und dass man so ein bisschen selber noch nachrecherchiert. Ja, jedenfalls, mir hat es gefallen. Ich wäre gerne der neue Leroy, also falls ihr da einen Slot frei habt, ich mache das. Aber ich mache nicht so einen Schwachsinn wie hier irgendwie Person mit einem Unfall trifft Person, die einen anderen Unfall erlebt hat. Ich setze dann lieber sowas zusammen. Dann setze ich lieber Agitator und Tobias Huch gegenüber. Und das wäre sowas will ich mir mehr wünschen. Finde ich interessant. Ich glaube, ein bisschen gibt es sowas auch. Ne? Also so 13 Fragen und so macht sowas manchmal ein bisschen, wenn die sich nicht im eigenen Feld kloppen. Aber an sich solche Diskussionen. Eine gute Sache. Ich drücke hier drauf. Tschüss.